Auf zwei Schaltungen hier, das ist ja Wahnsinn. Dr. Sheikh Abu Amir ist ja richtig am Connecten hier, hä? Dr. Sheikh Abu Amir ist connected. Ach ja. Ich hoffe, ihr seht mich gut, ey. Warte mal, ich hole das mal ein bisschen näher. Damit ihr auch gleich die ganzen Beweise seht. Und hört auf, mich zu melden, ihr Lümmel, ihr. Lasst Dr. Sheikh aber mir reden, ey. Hört mir zu. Ihr Kleinen, ihr. Kann mich ja fast gar nicht sehen. So. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ne? Leute, also nicht wundern, wenn ich auch immer da so reingucke, weil ich bin auch über TikTok da live, ne? Und ich möchte den Leuten halt so ein bisschen auch über TikTok aufklären, weil da kann man auch eine sehr große Anzahl an Menschen erreichen. Das hätte ich nie gedacht. Ja, ihr Lieben, euer Dr. Sheikh Abu Amir hat heute Geburtstag und das ist mein Geburtstagsgeschenk an euch. Wie wär's mal, wenn ihr ein Ständchen in den Kommentaren für mich singt? Happy Birthday to you. Ha? Ihr Kleinen, habe ich euch eine schöne Überraschung bereitet? Ein schönes Geschenk mit Dr. Sheikh Abu Amir? Ha? Das regt mich voll auf. Das Problem ist, bei TikTok kann man das nicht auf quer machen. Also ihr müsst so halt zugucken, ne? Ja, also für die, die mich noch nicht kennen, ne, die in TikTok dieses Jahr rumtummeln, diese ganzen Euro-Shisha-TikTok-Muslime, die mich noch nicht kennen. Dr. Sheikh Abu Amir, der Arzt, den die Frau, den die Frauen vertrauen. Den die Muslime vertrauen. Warte mal. Ich guck mal, dass ich das so ein bisschen etwas hier hinhole. So. So. Ja, also ich bin auf zwei Schaltungen, ne? Dr. Sheikh Abu Amir ist connected. Der geht jetzt auf TikTok und bald auf die ganzen anderen Social Media Plattformen live. Ja, der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, ihr Lieben. Ja, mein Geburtstagsgeschenk an euch heute, der Scharo und Sheikh Schweinfurt ein bisschen so piesacken. Also, was heißt piesacken, aber ich reagiere auf die beiden, ne? Ich wollte das eigentlich schon längst gemacht haben. Aber ich kam nicht dazu, weil ich sehr, sehr viel am hier driven bin. Ich bin Driver. The Transporter. Nennt mich Jason, aka Abu Amir. Ihr Lieben, ich möchte eigentlich gar nicht so lange jetzt hier rumerzählen. Ich möchte nur kurz was zu Charo erzählen. Beim Charo ist mir aufgefallen, dass er eine sehr, sehr liberale Auffassung hat und seine Religion ihm eines Tages zum Verhängnis werden wird. Wie ich das immer wieder sage, ihr Euro-Muslime, weil ihr euch nicht auskennt mit dem Islam und nicht in die Tiefen des Islams eindringt, beziehungsweise in die Schriften, um herauszufinden, warum der islamische Staat dies und das macht und es so viele Gruppierungen gibt im Islam, die im Namen Allahs, also Fisabilillah, kämpfen gehen. Und das wäre wirklich mal angebracht, wenn ihr euch einmal hinsetzen würdet und dem Ganzen nachgeht, so wie ich es getan habe. Und bei Charo ist das der Fall, dass ich habe euch ja erzählt, dass ich in Habs war, eine sehr lange Zeit. Und ich habe diese Leute getroffen in Habs. Und als ich selber in diese muslimische, als ich selber versucht habe, den Islam immer näher zu kommen und ein frommer Muslim zu werden, sind mir diese Leute aufgefallen. Die haben ein sehr großes Problem gegen Leute, die ihre Religion ernst nehmen. Sei es Pierre Vogel, in meinen Augen, was ich heute herausgefunden habe, ist, dass er auch gar kein Muslim mehr. Er leugnet ja gewisse Teile aus dem Islam und das geht ja gar nicht. Ne? Das wirft ihn aus die Religion. Und wie ich euch das auch gesagt habe, dass der islamische Staat ihn auch zum Tode verurteilt hat, das ist heftig. Aber darauf zurückzukommen, dass ich solche Leute wie ihn getroffen habe und ich damals den Pierre Vogel verteidigt habe in Herbst. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich dann so mit denen in die Diskussion getreten bin und die dann, also das sind diese Leute, die ihn beleidigt haben aufs Übelste und ich habe den verteidigt, den Abu Hamza. Abu Hamza, ich habe dich verteidigt vor diesen ganzen Euro-Muslimen. Dr. Sheikh Abu Amir, als ich auf dem Weg
war ein richtig frommer Muslim zu werden, haben diese sogenannten, der jetzt nicht, aber das sind diese Leute, die ein Riesenproblem haben mit den Salaf, mit den Muslimen, die den Salaf Salihin folgen und sie auch aufs Übelste beleidigen. Ne? Und damals habe ich dann halt den Piervogel sehr verteidigt, ne? Wo ich dann so auf dem Weg in die Frömmigkeit so gehen wollte, ne? Als frommer Muslim. Und auch selber Dawa gemacht habe, werde ich niemals vergessen, ehrlich, ey, als ich in diese Pausenhof da war. Selber habe ich die Muslime mal aufgerufen, mir zum Unterricht zu kommen. Ich war richtig, richtig gut dabei. Ey. Aber der wahre Gott hat etwas dagegen gehabt, dass ich mich für den Weg des Islams entscheide, sondern er hat mich zu sich gerufen. Das habe ich euch immer tausendmal erklärt. Der wahrhaftige Gott und das ewige Leben hat sich meiner offenbart und benutzt mich hier heute, um diese Sekte sozusagen, ne? Einheit zu gebieten. Aber wie gesagt, also das sind diese Leute, die Salafisten und, also Salafisten gibt es ja nicht, also ich meine die Salaf-Muslime, die Muslime, die den Salaf folgen und versuchen authentisch zu sein, ne? Also suchen, was Mohammed und die Sahaba so getan hat, um das auch in die Tat umzusetzen. Ne? Und für einige Muslime, die hier in Europa aufgewachsen sind, wirkt das natürlich sehr extremistisch, obwohl das eigentlich fromme Muslime sind. Ne? Die beispielsweise so Kaftan tragen, den Bart bis hierhin wachsen lassen, hier alles wegmachen und einfach nichts mit den Andersgläubigen zu tun haben. Und so in ihrer Umma, in ihrem Kreis, in ihrer Bubble dann halt verkehren. Und ja, und das Video habe ich mir angeguckt. Ich wollte eigentlich schon längst darauf reagiert haben und ja, ich denke, wir beginnen aber das Ganze mal mit Folgendem. Guckt euch das bitte an. Guck mal, was der Sheikh Ibrahim, aka Schweinfurt, guck mal, was der hier macht. Leute, zieht euch das bitte rein. Das überhaupt nicht passiert. Das habe ich nur für dich kurz gemacht. Sheikh Ibrahim ist auf einmal Mike Tyson geworden. Guckt euch das bitte an. Sheikh Ibrahim Azazi, aka Mike Tyson, Mike Bison. Guckt euch das bitte an. Wie der vor einer unbedeckten Frau einfach so Boxeinheiten macht. Guck dir das mal an, das ist ja Hardcore-Munafirun. A'udhu billah. A'udhu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Was machst du da, ja? Guckt euch das mal an. Der Sheikh Ibrahim, guck mal. Auch mal mit Ibrahim Boxtraining gemacht. Er möchte nicht, dass es gefilmt wird. Guck mal. Ich glaube, er hat auch Sorge, dass ich da ein Bild sein könnte. Respektiere ich. Nee, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht passiert. Habt ihr gehört, das ist überhaupt nicht passiert, weil es ihm unangenehm war, ne? Dass er jetzt vor einer unbedeckten Frau so Boxeinheit, der wollte sie so imponieren, ne? Er wollte imponieren. Und dann sagt er das auf einmal und der hört das so im Hintergrund, dann sagt er, ey, das habe ich aber niemals gesagt, so, ne? Weil er sich denkt, ach du Heilige, nicht, dass sie das dann veröffentlicht und ich da stehe, dieser Idiot, so, ne? Ja, mein kleiner Sheikh Ibrahim. TikTok gucken auch ganz so super. Ey. Und er hat auf, mich zu Das melden, den Kleinen. überhaupt nicht passiert. Das habe ich nur für dich kurz Das gemacht. habe ich nur Überhaupt für dich kurz nicht. gemacht. Habt ihr gesehen? Der will so flirten mit einer unbedeckten Frau. Das ist der Wahnsinn, der Zustand dieser Salaf. Der Sheikh Ibrahim ist ja so ein Salafi-Muslim. Das sieht man auch anhand seines Äußeren. Er kapselt sich ab von dem Kuffar und sieht auch gar nicht so ähnlich aus wie die Kuffar, sondern er versucht sich so zu kleiden wie Dr. Sheikh Avamir. AK schreibt vor dir. Ja, aber das seht ihr mal, ne, wie heftig. Und hier hat das jemand auch gut erkannt. Selbsternannter Sheikh Ibrahim boxt hinter der Kamera mit unbedeckten Frauen, leugnet es dann und sagt, dass er es nur kurz für diese unbedeckte junge Frau gemacht hat. Heftig, Asasi, ey. Einfach nur krass. Und das Schlimmste ist, guckt euch das bitte an jetzt. Guckt ihr das an, wie die Leute ihn gefragt haben zu der Meinung zu Schiiten. Guck mal hier, was er den Leuten jetzt zeigt. Guck mal, wie heftig der Sheikh Ibrahim. Wahnsinn. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich Schia wäre, das wäre natürlich sehr heftig, wenn ich dich so gesehen hätte, dass du da auf etwas anspielst, was gar nicht geht, verstehst du? Ja, dann hier ist die Meinung. Habt ihr gesehen?
Der hebt also dieses Heftchen hoch und er wusste ganz genau, dass sein Messer drunter ist. Und dann fangen wir ja diese Meinung zu diesen einen Schiiten. Und dann guckt er nochmal so drauf und dann hebt er dieses Blatt Papier da hoch und darunter befindet sich dann so ein Messer. Und das ist seine Meinung gegenüber Schiiten. Guck dir das mal an, was das für ein Typ ist. Aber er selber ist ja auch so ein lascher Scheich. Die nehmen ihn ja gar nicht ernst. Was meinst du, wenn der islamische Staat auf solche Leute trifft? Der wird so massakriert, das glaubt ihr gar nicht. Weil er selber nicht auswandert und Fisa, wie die da kämpfen geht, Sure 9, Vers 41. Zieht aus, leicht und schwer und kämpft mit eurem Gut und mit eurem Blut. Wenn ihr wahrhaftig seid und wenn ihr nur wüsstet, Sheikh Ibrahim möchte lieber in Deutschland leben und Schweinfurt-Fragen beantworten. Er möchte nicht seinen Nefs für alle aufgeben. Ha, Sheikh Ibrahim? Nein, 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 ich werde dir gleich zeigen und die Einheit gebieten. Guckt euch das bitte an. Du bist kein radikaler Muslim, aber ein Messer ist deine Meinung und das ist der selbsternannte Sheikh, der alle verteidigen. Sharo warnt euch vor einem gefährlichen Mann und ihr verurteilt Sharo zu Unrecht. Der Sharo hat ja selber keine Peilung von seiner Religion. Wenn er Ahnung von seiner Religion hätte, wüsste er, dass Mohammed selber Menschen hingerichtet hat und geköpft hat, angegriffen hat, Frauen erbeutet hat und alles Mögliche. Er müsste sich also mit der Sira auseinandersetzen, was Mohammed so in seinem Leben getan hat. Und er macht es aber nicht, weil er Angst hat, und das haben auch sehr viele andere Muslime auch, die haben Angst, im Koran und in der Sunna nachzuforschen, um herauszufinden, was Mohammed wirklich in seinem Leben getan hat und warum der islamische Staat beispielsweise diese Dinge tut. Ne? Aber das sehen wir mal. Guckt euch das bitte nochmal an. Guck mal, wie der so lustig rüberkommen will. Oder soll das sein? Ja, dann. Hier ist die Meinung. Guck mal, wie die noch so lachen, ne? Die selber sind selber so, die gehören zu den Munafirun, die Mohammed platt gemacht hätte. Das sind diese sogenannten Munafirun, die hier leben und ihr Leben nicht einsetzen für Fisabilida, kämpfen gehen, Dschihad machen. Sie sind kampfbereit, sie sind stark genug, um auszuwandern, die Hijra zu vollziehen, sich einem islamischen Staat zuzuschreiben und Dschihad zu machen. Und ihr Leben und ihr Besitz dafür zu erkaufen, um das Paradies zu erhalten. So wie es in Sure 9, Vers 111 steht. Sie möchten mit Allah nicht den Vertrag eingehen, weil sie ihr Leben mehr lieben als Rasulallah und Allah. So sieht das aus, Azazi, mein Lieber. Und da haben wir noch schlimmere Salaf, wie diese hier. Guckt euch das bitte an. Marcel Krass, guck mal, der ist ein Salafi, der Typ. Marcel Krass ist so mit seinen muslimischen Freunden hier unterwegs und rappt jetzt für uns. Guck mal, der Salafi ist rappt. Genau, es gibt auch Breaking News gerade. Und zwar hat ein Bruder 1000 Guckt euch das bitte an. A'udhu Billah, was für ein Zustand diese Umma hat. So würde ein richtiger Sheikh jetzt sagen. A'udhu Billah, guckt euch das an, wie die sich von der Umma, von Mohammed distanziert haben. Und guck mal, was für ein Kuffer die machen. Guck jetzt. Betrifft Marcel und zwei Smileys daneben. Du weißt, was das heißt, Bruder Marcel, oder? Sag mal bitte den Namen. Big Boss. Serhat. Ja, ich glaube, den kennt er nicht. Okay. Ich weiß jetzt. Allesamt, wie die dastehen, der gleiche Fall. Sure 9, Vers 73, Sure 66, Vers 9. O Mohammed, sei hart gegen die Munafiru und die Kuffar. Ihre Herberge wird Jahannam sein. Versteht ihr jetzt? Wenn Mohammed befohlen wurde, diese Leute alle zu bekämpfen. Die nennen sich zwar Muslime, aber haben mit dem Islam nichts zu tun. Guckt euch das bitte an. Anstatt der sagt, A'udhu Billah, denkst du, für 1000 Euro würde ich jetzt anfangen, hier Rasulallah zu verunglimpfen. Diese Menschen hervorragen, nur ein kurzer Augenblick, dann verlassen wir alles. Doch unser Denken ist verhaftet in dem neuesten Dunia-Tick. Ist das Haus auch groß genug, ist die kleine. Und was haben wir davon, wenn das alles noch vergeht, wenn es kann. Ich gehe kaputt, guck dir das an. Und das sind Muslime, das müsst ihr euch mal geben. Man denkt so, die nehmen ihre Religion ernst, aber guck dir das mal an. Was meinst du, wenn so Hardcore-Muslime, also echte Muslime, die Fisabilida da kämpfen und die so sehen? Was meinst du, was mit Marcel Krass und diese ganzen Leute passieren wird eines Tages hier? Die werden so... Ich zeig euch das gleich, warte mal ab, guckt euch das bitte an. Was erwartet wir am Ende, wenn unser Denken sich dreht, im nächsten Mal Spur. Verlieren wir den
Fokus, sonst geht es tiefer fehlen, dieses Leben ist ein Spiel. Egal, was wer erzählt, du bist ein Muskelkontrolleur von Allah, hier ist erwählt, du hast dein Leben in der Hand. Es ist nicht das, was zählt. Das hört sich so an wie Tic-Tac-Toe, kennt ihr noch Tic-Tac-Toe? Und warum? Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Original, als wäre der die, hier, wie heißt das, diese Vorgruppe von Tic-Tac-Toe. Das ist der Wahnsinn. Die wissen, dass Musik Haram ist und guck mal, was die da machen. A'udhu billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Und jetzt seht ihr mal, was ich hier mache in TikTok, die ihr mich noch nicht kennt. Ich bin der echte Chef von Deutschland. Der Chef, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Was passiert denn beispielsweise mit Sheikh Ibrahim und dem Marcel Krass? Der Arme ist ja zum Islam konvertiert. Er denkt so, der Islam ist voll die schöne Religion und die hat die Wahrheit gefunden im Islam und sowas. Obwohl ich einmal auf ihn reagiert habe. Da sind ja seine Aussagen, kamen rüber wie ein Kindergartenhaufen, weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Das wird der Islamische Staat mit diesen Leuten machen. Achtung, ich sage euch, ihr seid diejenigen, die eines Tages da so stehen, genau wie wir alle. Alle, die haben keine Gnade für euch. Habt ihr das kapiert? Diese Leute haben keine Gnade mit den Leuten, die ihr gerade hier in Deutschland gesehen habt. So sieht das aus. Ich will das Video... Mache ich lieber auf leise, weil die ganzen heftigsten. Ich möchte nicht, ich habe das auch weggemacht. Ne? Oder besser, ich spiele das nicht ab, besser. Ich möchte, dass ihr das nur seht. Eines Tages, wenn der Islam hier Fuß fasst und die Anhänger des Islamischen Staates, die wahren Muslime, ich sage euch, die wahren Muslime, werden diese ganze Munafiqun ein nach dem anderen da versammeln und denen zeigen, was es heißt. Einfach so mal die Schahade auszusprechen, ohne gekämpft zu haben. So sieht das aus. Ich spiele das Video nicht ab, weil das ist echt grausam. Ich mache das auch weg. Aber nochmal hier drauf zurückzukommen. Der Marcel Krass hat ja diesen Rap hier gemacht und der war sich gar nicht bewusst, dass es Uchtis gibt, also so Schwestern im Islam, die dann auf einmal anfangen, durch seinen Rap Hennessy zu trinken. Das hast du angerichtet, Marcel Krass. Guck dir das mal an mit deinem Rap. Das hast du angerichtet. Guck mal hier, die arme Muslima, die hast du verführt. Guck mal. Die denkt jetzt, dass es normal ist im Islam, so zu rappen, zu trinken und sowas. Guck mal, was du angerichtet hast. Ja, Marcel Krass. Das ist so grausam. Der Zustand ist so grausam. Das kann sich keiner mehr vorstellen. Ich habe das Video bewusst nicht abgespielt, weil es natürlich sehr, sehr grausam ist. Aber lasst euch gesagt sein, eines Tages wird es soweit sein und ich werde den Islamischen Staat hier niemals kritisieren. Bei mir, ich habe den Islamischen Staat immer verteidigt und gezeigt, woher der Islamische Staat seine Legitimation bekommt. Das heißt nicht, dass ich gut mit den Leuten oder sowas bin oder einverstanden. Ich zeige euch eure Shisha TikTok-Muslime, dass eure Religion euch eines Tages zum Verhängnis wird. Denn es gibt Muslime, die mir recht geben und sagen, Amir ist 10 Millionen Mal ehrlicher als jeder Euro-TikTok-Muslim-Sheikh und alle anderen hier. Und zeigt den ganzen Munafiqun die Texte des Krieges und die Tötung der Gefangenen 1:1 aus der Sunna, Hadith und Koran. So sieht's aus. Und jetzt fangen wir an mit dem Video. Das war nur zum kleinen Vorwort. Wer ist der härteste Sheikh aus Deutschland? Das ist Dr. Sheikh Abu Amir. Ja, gutes Geschenk an meinen Geburtstag, ja, ihr Lieben. Vergisst mich nicht an meinen Geburtstag. Komm, das ist lustig. Menschen aus den Rändern der Gesellschaft und gehen dabei ins Extreme. Während sich unsere Gesellschaft immer weiter spaltet, machen wir uns auf die Suche nach dem Warum. Bei meinem letzten Treffen habe ich einen bekennenden Neonazi getroffen. Dieses Video findet ihr oben. Habt ihr gerade gesehen, da war ja, der Schauer hat sich ja mit so einem Neonazi getroffen. Dann habe ich auch gesehen, dass er sehr viel Hate auch da abbekommen hat. Plus... dann gab es auch noch Videos, wie Manuelsen auf einmal mit ihm da geredet hat. Und die Leute haben den Manuelsen ja so fertig gemacht, aber die verstehen ja gar nicht, was der Manuel so gedacht hat, weil ich konnte mich richtig in seine Lage versetzen. Wisst ihr, wie Manuelsen gedacht hat? Er hat sich gedacht, ich fühle mich gerade wie in diesem Film American History X,
Und da hat er halt diesen Neonazi vor sich gehabt und er wollte ihn halt so überzeugen vom Guten, weil der Manuel ein sehr, sehr guter Mensch ist und er hat versucht, dann diesen Steven oder wie der Typ heißt, so ein bisschen von was Gutem zu überzeugen. Das habe ich richtig gemerkt. Ich konnte sofort in seinen Kopf gucken und habe gemerkt, dass er sich voll in diesem American History X Film befindet. Der hat natürlich gute Absichten gehabt und die Leute haben das natürlich nicht verstanden, ne? Aber Dr. Sheikh, aber man erkennt das immer, keine Sorge, auch an Manuelsen, das hast du natürlich mit einem anderen Blickwinkel gesehen, aber die Leute haben das natürlich nicht gerafft. Aber Dr. Sheikh, aber man rafft das hier sehr gut, was du da gemacht hast. Misten gewünscht. Deshalb treffe ich heute Ibrahim El-Azazi. Er wird von den Medien als Hassprediger betitelt. Wir wollen heute herausfinden, warum er seine Ansichten mit 10.000 Zuschauern auf TikTok teilt und damit Hass und Missgunst, vor allem in der muslimischen Community, verbreitet. Bleib dran. Darf ich Christen als Freunde haben? Als nahen richtigen Freund nehmen? Das ist ja nicht erlaubt. Also von. War das eine extremistische Aussage, wenn er zum Beispiel beantwortet, darf ich Juden und Christen als Freunde haben? Wir können das ganz einfach mal nachschlagen. Hier ist der Koran, Sure 5, Vers 51. Ich bin bei der Übersetzung von. Warte. Sher Ali und Zimmermann. Und die übersetzen das Ganze mit. Sure 5, Vers 51. Ich hoffe, ihr seht das auch, ihr Lieben. O die, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Freunde. Sie sind Freunde gegeneinander. Und wer von euch sie zu Freunden nimmt, der gehört für wahr zu ihnen. Ah, wer also Juden und Christen zu Freunde nimmt, der ist einer von ihnen. Millionen von Muslime verstehen nicht, dass sie schon längst raus aus dem Islam sind. Die haben alle Juden und Christen zu Freunden, also Andersgläubige. Ihr wisst gar nicht den Zustand dieser Muslime hier in Europa. Sie nehmen Allahs Wort ja gar nicht mehr ernst. Das ist für die so hetzerisch, versteht ihr? Deswegen spreche ich ja auch immer mit so TikTok-Muslimen und konfrontiere die mit diesen ganzen Sachen. Und die sind natürlich dann schockiert. Und dann prüfen das nach und sagen, nein, das steht nur Beschütze. Obwohl das Wort Aulia, könnte ja jeder eine Wortstudie unternehmen. Wir sind doch erwachsene Menschen, wir sind nicht behindert im Kopf. Aulia bedeutet Freund. Und es gibt muslimische Geistliche, die das auch perfekt so übersetzt haben. Aber wenn das zum Beispiel nicht stimmt, dann haben wir auch den Tafsir von, wir haben noch einen Vers im Koran von unzähligen und das ist ein sehr, 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 sehr heftiger Vers. Pass mal auf. Surat Al-Imran, Sure 3, Vers 28. Pass auf. Die Gläubigen sollen sich nicht die Ungläubigen zu Freunden nehmen von den Gläubigen, vor den Gläubigen. Und wer das tut, hat nichts mit Allah. Es sei denn, dass ihr euch vorsichtig vor ihnen hütet. Allah warnt euch vor seiner Strafe und zu Allah ist die Heimkehr. Pass mal auf. Zu Sure 5, Vers 51 haben wir hier den Tafsir. Guck mal hier, zu Sure 3, Vers 28, pass mal auf. Guck mal, wie bösartig der Glaube des Islams ist, wie betrügerisch, wie listig, wie teuflisch. Guck mal, lass die Gläubigen nicht die Ungläubigen als Freunde statt der Gläubigen nehmen. Und wer das tut, dem wird Allah in keiner Weise helfen. Es sei denn, du fürchtest eine Gefahr von ihnen. Und Allah warnt euch vor sich selbst. Und zu Allah ist die endgültige Rückkehr, das Verbot, die Ungläubigen zu unterstützen. Allah verbot seinen gläubigen Dienern, Unterstützer der Ungläubigen zu werden oder sie als Gefährten zu nehmen, mit denen sie Freundschaften entwickeln. Anstatt der Gläubigen, Allah warnte vor einem solchen Verhalten. Er sagte, ihr Muslime, passt auf, ihr bekommt von mir den richtigen Unterricht hier. Pass mal auf. Und wer auch immer das tut, dem wird niemals von Allah in irgendeiner Weise geholfen werden. Was bedeutet, wer auch immer diese Tat begeht, die Allah verboten hat, dann wird Allah ihn verwerfen. In ähnlicher Weise sagte Allah, o ihr, die ihr glaubt, nehmt meine Feinde und eure Feinde nicht als Freunde und zeigt ihnen Zuneigung, bis und wer von euch das tut, der ist in der Tat vom geraden Weg abgekommen. Ihr seid raus von Sirat al-Mustaqim, den geraden Weg. Ihr müsst aufpassen, ihr Muslime, wenn ihr den Koran ernst nehmt, dürft ihr nicht Juden und Christen zu Freunden nehmen. Versteht ihr? Das ist das große Problem, was wir haben. Und dann heißt es weiter, Allah sagte, o ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht für Freunde Ungläubige statt Gläubige. Wollt ihr Allah einen offenkundigen Beweis gegen euch selbst anbieten? Sure 4, 144.
Und, oh ihr, die ihr glaubt, nehmt die Juden und die Christen nicht als Freunde. Sie sind nur Freunde voneinander. Und wer sich mit ihnen anfreundet, der ist sicherlich einer von ihnen. Millionen von Muslimen sind schon raus aus dem Islam. Mein lieber Muslim, der du mir auf den TikTok hier zuguckst, mach dich gefasst. Du bist schon längst raus aus deiner Religion. Du hast Kufr begangen. Das wirft dich ja raus aus der Religion. Du bist ja gar nicht bewusst, was für ein Kult das ist. Allah sagte, nachdem er die Tatsache erwähnt hatte, dass die treuen Gläubigen den treuen Gläubigen unter den Mujahirin, Ansar und Beduinen ihre Unterstützung gaben. Und diejenigen, die ungläubig sind, sind Verbündete voneinander. Und wenn ihr euch nicht so verhaltet, wird es Fitna und Unterdrückung auf Erden geben und großes Unheil und Verderbnis. Allah sagte als nächstes, jetzt pass auf, jetzt macht Allah eine Ausnahme, pass auf. Wenn ihr zum Beispiel die Autorität der Ungläubigen fürchtet, ihr könnt das wahre Gesicht des Islams verstellen. Guck mal, wie brutal teuflisch der Islam ist. Es sei denn, sie fürchten tatsächlich eine Gefahr von ihnen, mit Ausnahme der Gläubigen, die in einigen Gegenden oder zu bestimmten Zeiten um ihre Sicherheit vor den Ungläubigen fürchten. In diesem Fall ist es solchen Gläubigen erlaubt, den Ungläubigen äußerlich Freundschaft zu zeigen, aber niemals innerlich. Seht ihr? Von außen her dürfen die Muslime dann sagen, dein Gott und mein Gott sind dieselben. Und dem Staat dürfen die so ekelhaft ins Gesicht lügen. Nein, unsere Absichten sind doch niemals hier, einen islamischen Staat zu gründen oder gar die Gesetze zu verändern. Wir lieben die Demokratie und der Islam ist vereinbar mit Demokratie. Wie oft hören wir das, Leute? Lasst euch von mir hier zeigen, was hier los ist. Guckt euch das bitte an. Den Gläubigen äußerlich Freundschaft zu zeigen, aber niemals innerlich. Zum Beispiel berichtet Al-Bukhari, dass Abu Ad-Darda ist ein Sahabi, wir lächeln einigen Menschen ins Gesicht, obwohl unsere Herzen sie verfluchen. Also dieser Abu Ad-Darda war unter der Autorität von so nicht-muslimischer Autorität und er hatte nicht die Stärke dazu, sie zum Islam zu zwingen. Da hat er diese Leute angelächelt, während er sie in seinem Herzen verflucht hat. Guckt euch das bitte an. Von wo hat dieser Sahabi das? Hat er von Mohammed gelernt. Und hier, wir lächeln einigen Menschen ins Gesicht, obwohl unsere Herzen sie verfluchen. Al-Bukhari sagte, dass Al-Hassan sagte, die Taqiyya ist bis zum Tag der Aufrichtung erlaubt. Allah sagte, ja, dann könnt ihr den Rest ja weiterlesen, aber jeder Abschnitt ist sehr, sehr wichtig. Also Allah macht hier eine Ausnahme in Sura 3, Vers 28. Eigentlich soll man die Ungläubigen nicht zu Freunden nehmen, aber wenn es darum geht, das wahre Gesicht des Islams zu verstellen und die Absichten zu verbergen, dürfen die Muslime sowas wie Taqiyya praktizieren. Guckt euch das bitte an. Die Taqiyya, ich hoffe, ihr könnt das auch sehen, ihr Lieben, bei TikTok. Die Taqiyya ist bis zum Tag der Auferstehung erlaubt. Setzt euch auseinander mit dem Thema. Die Muslime dürfen lügen und betrügen. Der Gott des Islams erlaubt ihnen das. Sura 3, Vers 28. Tafsir ibn Kathir. Das könnt ihr alles lesen. Taqiyya ist nichts anderes, als Menschen anzulügen, um das wahre Gesicht des Islams zu verstellen. Wie teuflisch dieser Glaube ist. Unglaublich. Und das sind die ganzen gelehrten Aussagen zu Sura 5, Vers 51 und die ganzen Aussagen von Mohammed. Mohammed milderte seine Haltung vor der Eroberung von Mekka. Nehmt keine Wächter Verbündeten von denen, die wegen der Religion Krieg gegen euch geführt haben und euch verbietet haben. Guck mal her. Guck mal hier geht's los. Die Hadithe. Nur fromme Muslime waren Mohammeds Freunde. Mohammed hatte keine ungläubigen Freunde. Guck mal hier. Amr B., wie berichtet, ich hörte es vom Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, ganz hörbar und nicht heimlich. Siehe, die Nachkommen meiner Väter, das heißt so und so, sind nicht meine Freunde. Wahrlich, Allah und die frommen Gläubigen sind meine Freunde. Aulia. Siehst du, Leute, Aulia? Aulia bedeutet Freunde. Ihr lieben Muslime, hört auf, euch selbst zu belügen. Das kann nicht wahr sein, diese Selbstbetrug und Selbstlüge muss man langsam aufhören. Aulia, das Wort Aulia, das kommt in Sura 5, Vers 51 vor und bedeutet nichts anderes als Freunde. Die es mit Beschützer und sowas übersetzt haben, schämen sich den Vers. Nichts anderes. Unter Berufung auf den Koran warf Umar einen Christen aus Medina. Und wenn sich einer von euch mit ihnen anfreundet, dann ist er sicherlich einer von ihnen. Ibn Abi Hatim berichtete, dass Umar
dass Umar Abu Musa al-Ash'ari befahl, ihm auf einem Blatt vage die Zählung dessen zu schicken, was er aufgenommen und was er ausgegeben hatte. Abu Musa hatte dann einen christlichen Schreiber und er war in der Lage, Umars Forderung zu erfüllen. Umar gefiel, was er sah und rief aus, dieser Schreiber ist tüchtig, also der hat diesen Christen gelobt. Aber er wusste nicht, dass das ein Christ ist. Guck mal hier, Forderung zu erfüllen. Umar gefiel, was er sah und rief aus, dieser Schreiber ist tüchtig. Würdest du in der Moschee einen Brief lesen, der von Asch'am zu uns kam? Abu Musa sagte, er kann es nicht. Jetzt pass auf, warum kann er es nicht? Umar sagte, ist er nicht rein? Also ist er kein Muslim? Abu Musa sagte, nein, aber er ist Christ. Abu Musa sagte, also er mahnte mich Umar und stieß meinen Oberschenkel mit seinem Finger und sagte, vertreibe ihn aus Al-Medina. Dann rezitierte er, guck mal hier. Und dann kam der Vers, Sure 5, Vers 51. O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen als Freunde. Dann berichtete er, dass Abdullah bin Utbah sagte, lasst einen von euch sich davor hüten, dass er ein Jude oder Christ sein könnte, ohne es zu wissen. Der Erzähler dieser Aussage sagte, wir dachten, dass er sich auf die Aya bezog. Das Verbot, Juden, Christen und Feinde des Islams als Freunde zu nehmen. Tafsir ibn Kathir. Ein Mann folgt der Religion seines Freundes. Abu Huraira erzählte, der Prophet Friede sei mit ihm, sagte, ein Mann folgt der Religion seines Freundes, Khalil. Jeder sollte sich also überlegen, wen er zu seinem Freund macht. Khalil, nein. Sunan Abi Dawud 414815. Sunan Abi Dawud 414815. Guck mal, was weiter geraten wird. Bleib nur bei Muslimen. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, der Prophet sagte, guck mal, merkt ihr, wenn ich anfange, aus den Schriften tief einzudringen, was sich dann auf einmal hervorbringe, versteht ihr jetzt? Wer ist der wahre Scheich hier in Deutschland? Wenn du Ibrahim Scheich Schweinfurt die Scheich nennen darfst, dann bin ich ja der heftigste Scheich hier in Deutschland. Weil ich gehe tief in die islamischen Schriften, obwohl das Ganze ja nach vorne. Wer will mich denn hier widerlegen? Wer will mir denn hier sagen, nee, Abu Amir hat nicht die Berechtigung, Scheich zu sein? Ich habe doch wirklich die Berechtigung, ein Dai, ein Scheich zu sein. Ich kenne mich ja besser aus als 90% der hier lebenden Muslime. Abu Sa'id al-Khudri berichtet, der Prophet sagte, verkehre nur mit einem Gläubigen und lass nur einen gottesfürchtigen Menschen deine Mahlzeit essen. Habt ihr das begriffen? Nur einen gottesfürchtigen Menschen, das heißt ein Muslim, Menschen deine Mahlzeit essen. Sunan Abu Dawud 48, 14. Buch 41, Hadith 4814. Wer sich einem Polytheisten anschließt, ist wie er. Samura ibn Jundub berichtete, um fortzufahren, sagte der Gesandte Allahs, jeder, der mit einem Polytheisten verkehrt und mit ihm lebt, ist wie er. Das heißt, ihr Muslime, wenn ihr so mit Christen abhängt und mit Juden abhängt und egal welcher Konfession, Religion, dann seid ihr eine von ihnen. Mein lieber Muslim, dir muss bewusst sein. Entweder du kannst es mit deinem Verstand, deiner Ethik und deiner Moral vereinbaren, oder du sagst, nein, ich lehne das ab und möchte mit diesem Zeugs nie wieder etwas zu tun haben. Es gibt nur diese beiden Optionen. Bist du hart genug, folgst du dem ganzen Wahnsinn. Bist du es nicht, rate ich dir, geh raus aus dem Islam und treffe eine Entscheidung für Jesus Christus, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was gibt es denn Herrlicheres und Schöneres als das? Sag es mir bitte. Jetzt fangen wir an mit der Sira. Guck mal hier. Mohammed wurde gesandt, um die Freundschaft mit den Juden zu beenden. Guck mal hier. Einige Muslime blieben mit den Juden befreundet wegen der Bande des gegenseitigen Schutzes und des Bündnisses, die zwischen ihnen bestanden hatten, sodass Gott sie herabsandte und ihnen verbot, sie als intime Freunde zu betrachten. O ihr, die ihr glaubt, wählt nicht diejenigen außerhalb eurer Gemeinschaft als intime Freunde. Sie werden keine Mühen scheuen, um euch zu korrumpieren, die sich nach eurem Ruin sehnen. Aus ihren Mündern hat sich bereits Hass gezeigt und was ihre Brüste verbergen, ist größer. Wir haben euch die Zeichen deutlich gemacht, wenn ihr es versteht. Siehe, du liebst sie, aber sie lieben dich nicht. Das ist eine glatte Lüge. Wir lieben die Muslime aus dem ganzen Herzen, weil Jesus Christus uns befohlen hat, jeden Menschen zu lieben. Das ist also eine Lüge und Betrug, damit die Muslime sich immer von uns distanzieren. Versteht ihr? Und das ist das große Problem.
die Zeichen deutlich gemacht, wenn ihr es versteht. Siehe, du liebst sie, aber sie lieben dich nicht. Und du glaubst an das Buch, an alles. Das heißt, du glaubst an ihr Buch und an die Bücher, die davor waren, während sie dein Buch leugnen, sodass du mehr Recht hast, sie zu hassen. Guck mal, weil wir sagen, ey, Mohammed ist nicht in der Bibel verzeichnet. Mohammed war niemals ein Prophet. Mohammed widerspricht jede einzelne Passage in der Bibel. Leugnet die Sohnschaft, leugnet die Kreuzigung, leugnet die Gottheit, leugnet den dreieinigen Gott. Was soll das? Und du glaubst an das Buch, an alles, das heißt, du glaubst an ihr Buch an, und an die Bücher, die davor waren, während sie dein Buch leugnen, sodass du mehr Recht hast, sie zu hassen, als sie dich hassen. Und wenn sie dich treffen, sagen sie, wir glauben, und wenn sie auseinandergehen, beißen sie sich wütend in die Finger, sprich, stirb in deiner Wut. Ihr sollt da sprechen, Kull, stirb in deiner Wut, Ibn Ishaq, Ibn Ishaq, Ah, Gulyam, the life of Muhammad Sirat Rasulallah. Seite 262 bis 63. Und da haben wir auch noch die arabische Quelle. Band 1, Al-Maktaba, Al-Shamila, Seite 558. Und was sagen die Gelehrten? Ibn Kathir, Allah verbietet seinen gläubigen Dienern, Juden und Christen als Freunde zu haben, weil sie die Feinde des Islams und seines Volkes sind. Möge Allah sie verfluchen. Möge Allah jeden Einzelnen, guck mal hier, wie die reden. Die verfluchen uns von morgens bis abends, Leute. Guckt euch das bitte an. Das ist eine liebevolle Religion. Allah sagt dann, dass sie miteinander befreundet sind. Und er warnt diejenigen, die dies tun. Tafsir ibn Kathir zu Surah 5, Vers 51. Allah verbot seinen gläubigen Dienern, Unterstützer der Ungläubigen zu werden oder sie als Gefährten zu nehmen, mit denen sie Freundschaften entwickelt, anstatt der Gläubigen. Allah sagte als nächstes, es sei denn, du fürchtest tatsächlich eine Gefahr von ihnen, mit Ausnahme der Gläubigen, die in einigen Gegenden oder zu bestimmten Zeiten um ihre Sicherheit vor den Ungläubigen fürchten. In diesem Fall ist es solchen Gläubigen erlaubt, den Ungläubigen äußerlich Freundschaft zu zeigen, aber niemals innerlich, wie ich euch das gerade eben erklärt habe. Und hier haben wir es nochmal. Tafsir ibn Kathir zur Sure 3, Vers 28. Wir lächelten in die Gesichter mancher Nicht-Muslime, während unsere Herzen sie verfluchten. Unglaublicher Glaube, ne? Wahnsinn. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, was sagt er? Nachahmung erzeugt Freundschaft und Liebe und sie als Verbündete im Inneren zu betrachten, so wie die Liebe zu ihnen im Inneren dazu führt, dass sie im Äußeren nachgeahmt werden. Allah sagt uns, dass es keinen wahren Gläubigen gibt, der einen Kafir als Freund nimmt. Habt ihr das begriffen? Es gibt keinen wahren Gläubigen, wenn ihr die Kuffar zu Freunden nimmt. Das kann nicht wahr sein, dass ich als Christ euch Unterricht geben muss. Das ist so krank. Das ist so abgefahren, ne? Kein Muslim traut sich mal so eine Khutbah zu halten, ne, um zu sagen, ja, wir dürfen nicht die Kuffar zu Freunden nehmen und wir müssen den dreckig ins Gesicht lügen. Unfassbare Religion. Der einen Kafir als Freund nimmt, denn wer einen Kafir als Freund nimmt, ist kein Gläubiger, ihr seid keine Muslime mehr. Nachahmung im Äußeren impliziert, dass eine Person liebt, den sie imitiert. Ihr seht ja, wie Muslime heutzutage aussehen. Es gibt ja gar keinen Unterschied mehr, ne? Die tragen voll die Baggies und, ne, hast du gesehen, voll die Linksklamotten und alles Mögliche. Und so ist es verboten, nicht-muslimische religiöse Feiern und Entscheidungen über die Teilnahme von Ibn Taymiyyah. Der Koran, die Sunna und der Ijma, Konsens der Gelehrten, Gelehrtenkonsens, siehst du, weisen alle darauf hin, dass wir uns in allen Aspekten von den Kuffar unterscheiden und sie nicht nachahmen dürfen. Denn wenn wir sie äußerlich nachahmen, werden wir sie im ihren schlechten Taten und Gewohnheiten und sogar in ihrem Glauben nachahmen, was dazu führen wird, dass wir uns mit ihnen in unserem Herzen anfreunden, genauso wie die Liebe in unserem Herzen dazu führen wird, sie äußerlich nachzuahmen, von Ibn Taymiyyah in seinem Buch. Said Abdul Rahman, diese Texte weisen darauf hin, dass Muslime sich nicht unter den Kuffar in ihrem Land niederlassen sollten. Seht ihr das? Sheikh Ibrahim. Hast du die Berechtigung, hier im Kuffar-Land zu bleiben? Nein, du musst die Hijra vollziehen. Du darfst hier nicht in einem Kuffarland bleiben, weil du deine Religion nicht richtig praktizieren kannst. Du lebst in einem erniedrigten Zustand, aber du willst iPhone lieber. iPhone und schön hier Pizza bestellen, ne? Und Boxeinheiten, ne? Boxen schön, ne? Vor unbedeckten Frauen, ne? Das gefällt dir gut, ne? Sheikh Ibrahim, ne? Merkst du jetzt, warum einige Muslime dich als so ein Munafik abstempeln und sagen, was ist das denn für ein Käfer? Guck dir das an. Diese Texte weisen darauf hin, dass Muslime sich nicht unter den Kuffar in ihrem Land niederlassen sollten und dass er gezwungen ist, von diesen Ländern in muslimische Ländern zu ziehen. Eine Ausnahme wird gemacht. Guck dir das mal bitte an.
Also Gelehrte sagen, ihr müsst raus aus den Ländern der Kuffar und ihr bleibt schön hier wegen einfach. Du bist so ein TikTok-Sheikh, das kann sich keiner vorstellen. Ne? Du bist der größte TikTok-Sheikh. Keiner darf eigentlich von dir irgendeine Frage annehmen, oder was? Das ist unglaublich. Islam, Fragen und Antworten, Bündnis und Freundschaft, Verleugnung und Feindschaft, Seite 49, Muhammad Said Abdulrahman. Ich denke, ich gehe zu Sheikh Ibrahim aka Schweinfurt, ich schlage die wahren Gelehrten auf, wo er selber hinlaufen muss. Ja, Asasi, ja? Guck hier. Ja, sei mal ehrlich, mach mal so eine Khutba, halt mal so eine heftige Predigt. Schlag diese ganzen Texte auf und zeig das dem Muslim. Zeig das auch dem Nicht-Muslim. Mal gucken, wie die den Islam hassen. Und sagen, was ist das denn für eine Religion, Mann? Ist das noch eine Religion oder ist das die hasserfüllteste Sekte, von der man je gehört hat? Und ihr hört auf, mich zu melden bei TikTok. Das bringt nichts. Beileidsbekundung an einen Kafir, wenn einer seiner Angehörigen, ein Freund oder Verwandter stirbt, ist, es gibt Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten in dieser Frage. Einige der Gelehrten sagen, dass es haram ist, ihnen Beileid auszusprechen. Und einige sagen, dass es erlaubt ist. Einige von ihnen fügten weitere Details hinzu und sagten, dass wenn dies einem Interesse dient, guck mal, wie brutal die Muslime sind. Sie dürfen sogar, wenn zum Beispiel eine der Kuffar ihre Familienmitglieder so gestorben ist, dann dürfen sie auf eine Art und Weise ihnen so ein bisschen schmeicheln, um ihr Herz für den Islam zu gewinnen, anstatt die sagen, es tut mir leid, wenn deine Mutter, dein Vater oder so ohne den Islam gestorben sind, dann sind sie auf alle Ewigkeiten verloren. Aber da macht Allah wieder so eine Ausnahme und deren Gelehrten und sagt, ja okay, aber schmeichel den ein bisschen, solange es dem Islam dient. Guckt euch das bitte an, dass es erlaubt ist. Einige von ihnen fügten weitere Details hinzu und sagten, dass wenn dies einem Interesse dient, wie der Hoffnung, dass sie Muslime werden, seht ihr? Wie der Hoffnung, dass sie Muslime werden und es ihr Böses abwehren kann, was nicht getan werden könnte, außer durch Beileidsbekundungen, dann ist es erlaubt, sonst ist es Alarm. Merkt euch das, lasst euch nicht vor Muslimen hereinlegen, Leute. Ihr kriegt von mir 1:1 das, was sich in den Schriften befindet. Ihr könnt das alles so in die Gesichter der Muslime brettern. Merkt euch das, ihr Lieben. Lernt von mir. Das ist doch genial, dass wir so viele Menschen erreichen können, so durch TikTok und YouTube und so, und über den Islam aufklären, was das eigentlich für eine Religion ist, dass ich die Euro-Muslime ja hier aufkläre, was das für ein Glaube ist. Die meisten wissen das ja alles gar nicht. Die richtige Ansicht ist, wenn diese Beileidsbekunden an sie als eine Art Ehrung angesehen werden, dann ist es haram. Sonst sollten wir prüfen, was im besten Interesse ist. Verlogenheit vom Allerfeinsten. Islam, Fragen und Antworten, Bündnis und Freundschaft, Verleugnung und Feindschaft, Seite 27 von Muhammad Said Abdulrahman. Jetzt pass mal auf, was Ahmad Sirhindi sagt. Die Scharia kann durch das Schwert gefördert werden. Kufr und der Islam stehen sich gegenüber. Der Fortschritt des einen ist nur auf Kosten des anderen möglich. Und Koexistenzen zwischen diesen beiden widersprüchlichen Religionen sind undenkbar. Achtung, sind undenkbar, ihr Lieben. Der Islam kann niemals mit anderen Religionen koexistieren. Der Islam muss immer herrschen über alle anderen. Sonst gibt es ja Fitna im Land. Sura 8, Vers 39. Kämpft gegen sie, bis es keine Fitna im Land gibt und die Religion gänzlich Allahs ist. Ihr müsst euch auseinandersetzen mit dem Islam. Der Islam ist hardcore gefährlich. Hardcore gefährlich. Die Ehre des Islams liegt in der Beleidigung von Kufr und Kafir. Also der Islam fordert die Muslime auf, uns zu beleidigen, weil wir so Kufar sind. Guck mal hier. Wenn die Kafir respektiert, entehrt die Muslime. Also wenn Muslime wie ihr in eure TikTok-Muslime sagt, ja, wir respektieren alle Religionen und so. Somit sagt ihr, dass der Kufr, was wir den Kufr sozusagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann sagt ihr, das ist schon in Ordnung, wir respektieren euren Glauben. Ihr seid so fernab vom Islam, das glaubt ihr gar nicht. Ihr seid 5 Milliarden Kilometer irgendwo im Universum unterwegs. Der Big Boss Dr. Sheikh Ahmad Mir. Gutes Geburtstagsgeschenk, ihr Lieben. Ja? Gott segne euch, ihr Wundervollen. So. Sie zu respektieren bedeutet nicht nur, sie zu ehren und ihnen einen Ehrenplatz in jeder Versammlung zuzuweisen, sondern es bedeutet auch, mit ihnen Gesellschaft zu leisten oder Rücksicht auf sie zu nehmen. Sie sollten wie Hunde
Sie sollten wie Hunde auf Armeslänge gehalten werden. Wir sollten wie so Hunde auf Armlänge gehalten werden. Das ist der abgefahrenste Glaube, von dem man je gehört hat. Ne? Wenn einige weltliche Geschäfte nicht ohne sie durchgeführt werden können, sollte in diesem Fall nur ein Mindestmaß an Kontakt mit ihnen hergestellt werden, ohne sie jedoch vertraulich zu behandeln. Das höchste islamische Gefühl bedeutet, dass es besser ist, auf diese weltliche Geschäft zu verzichten und dass keine Beziehung zu den Kafeln aufgebaut werden sollte. Guck mal hier, wie der Gelehrte redet. Der wahre Zweck, ihnen die Jizya aufzuerlegen, Schutzgelderpressung, besteht darin, sie so weit zu demütigen. Deine Religion ist das Abgefahrenste, was die Welt jemals hervorgebracht hat. Dass sie aus Angst vor der Jizya nicht in der Lage sind, sich gut zu kleiden und in Größe zu leben. Sie sollten ständig verängstigt und zitternd bleiben. Es ist beabsichtigt, sie zu verachten und die Ehre und Macht des Islams aufrechtzuerhalten. Wann immer ein Jude getötet wird, geschieht dies zum Wohle des Islam. Wer gibt euch hier wahren Unterricht, ihr Lieben? Sagt es mir. Stellt euch mal vor, der Sheikh Ibrahim aka Schweinfurt würde alles so präsentieren. Was meinst du, was hier in Deutschland los wäre, wenn er die Wahrheit sagen würde? Und eines Tages wird er auch von seiner Religion zur Rechenschaft gezogen, weil er Angst vor den Kuffaren hat hier. Weil du Angst vor diesen ganzen Leuten hier hast und lieber so lügst, damit du deinen Hintern rettest, genau wie Abu Bala und diese ganzen anderen Konsorten. Warte mal ab. Und nicht ehrlich bist. Und wie der Abu Izzaddin in England und die Al-Muhajirun. Hast du gesehen, wie die kein Blatt vor den Mund nehmen? Das sind heftige Muslime. Ne? Was hat Abu Izzaddin gesagt? We drink the blood of the enemies and we've killed them anywhere. Das ist Islam und das ist Jihad. Und jetzt will ich dich mal sehen, Sheikh Ibrahim Schweinfurt, ob du bereit bist, deinen Mund gegenüber diesen Leuten aufzumachen und sagst, ja, wir trinken das Blut der Ungläubigen und das ist Islam und das ist Jihad. Mach du das mal. Muhammad al-Munajjid, der ernst genommen wird, du Sheikh Ibrahim Azazi, der überhaupt gar keinen Titel hat, hast dich schön unterzuordnen vor deinem Salafi-Gelehrten. In Bezug auf Nicht-Muslime sollte der Muslim sich von ihnen distanzieren und er sollte keine Liebe in seinem Herzen für sie empfinden. Aber das bedeutet nicht, dass ein Muslim nicht auf eine nette Art und Weise mit ihnen interagieren kann, die sie ermutigt, in den Islam einzutreten. Also sie versuchen, die zu schmeicheln, damit du in den Islam reinkommst. Verstehst du? Sonst besteht immer eine Feindschaft zwischen dem Muslim und einem Nicht-Muslim. Das ist das. In den Islam einzutreten, solange dies innerhalb der Richtlinien der Scharia liegt. Wie Allah sagte, Interpretation der Bedeutung, Zitat, Sure 60, Vers 8. Der Muslim sollte sich bemühen, Nicht-Muslime mit allen möglichen zulässigen Mitteln zum Islam zu rufen. Also sie dürfen alles so benutzen, auch Lügereien, Betrügereien, um euch in den Islam reinzuholen. Das ist der teuflischste Glaube, den ich jemals gesehen habe. Mittel zum Islam zu rufen, in der Hoffnung, dass sie davon profitieren und darauf reagieren können. Wie Allah sagt, die Interpretation der Bedeutung, Sure 16, Vers 125, Sure 41, Vers 33, Fatwa. Die Fatwa zitiert die folgenden islamischen Schriften. Muslim erzählt in seinem Sahih 2674. Abu Dawud erzählt in seinem Sunan 2645. Al-Tirmidhi erzählt in seinem Jami al-Tirmidhi 1640. Ibn al-Qayyim sagt in Tahdib al-Sunnah Aun 7:304. Abu Dawud 2787. Al-Hakim 2:141. Imam Ahmad Hanbal 4:365. Und Sunan al-Nasai 4177. Leute, geht hin, schreibt euch das auf und prüft diese Sachen nach. Ihr bekommt hier Unterricht, das ist unfassbar. Diese Texte weisen darauf hin, dass das Grundprinzip darin besteht, dass der Muslim sich nicht unter den Kuffar in ihren Ländern niederlassen sollte und dass er verpflichtet ist, von diesen Ländern in muslimische Länder zu ziehen. Sheikh Schweinfurt Ibrahim, aka Mike Tyson für Arme. Du bist so fernab von deiner Religion, das glaubst du gar nicht. Du willst schön hier in Deutschland bleiben, ne? Damit du schön iPhone hast, Krankenversicherung, schön Essen, Dusche, Strom und alles Mögliche. Du willst Allah und seinen Gesandten nicht folgen. Du willst keine Scharia. Du willst hier in Deutschland im Kuffer leben. Das ist das. Du bist schon längst raus aus deiner Religion. Glaub es mir. So wie alle anderen hier auch. Die 1 auf 4 Muslime machen. Die sind nicht hart genug. So ist das. Fisabilillah, ihr Nefs einzusetzen und auszuwandern. So sieht es aus.
und dass er verpflichtet ist, von diesen Ländern in muslimische Ländern zu ziehen. Eine Ausnahme wird gemacht, wenn sein Aufenthalt dort notwendig ist, aber die Notwendigkeit nicht übertrieben werden sollte. Merkt ihr? Also der Sheikh Muhammad Saleh al-Munajjid rät den Muslimen überhaupt gar nicht hier zu sein, sondern auszuwandern in ein islamisches Land, wo die Scharia praktizieren können, ihre Religion praktizieren können. Sonst leben sie in einem erniedrigten Zustand. Allah will diese Leute ja gar nicht. Allah liebt diese Leute nicht. Allah liebt diejenigen, die für seine Sache kämpfen, wie in einer Schlachtordnung, Sura 61, Vers 4. Könnt ihr nachlesen, Sura 61, Vers 4. Allah liebt diejenigen, die für seine Sache kämpfen, fi sabilillah. Die Kuffar bekämpfen. Und was macht Sheikh Ibrahim? Der beantwortet Fragen wie, darf man in Schweinfurt leben? Merkt ihr, das ist der Wahnsinn. TikTok hat den einfach nur berühmt gemacht. Das ist das Problem. Wenn der Muslim physisch bei ihnen nicht, den Nicht-Muslimen sein muss, sollte er nicht in seinem Herzen bei ihnen sein. Und er muss vermeiden, sich unnötig mit ihnen zu vermischen. Piervogel, alle anderen, die hier leben, die hassen Allah und seinen Gesandten. Sie wollen nicht auswandern und einen islamischen Staat suchen, wo Scharia praktiziert wird. Taliban, Afghanistan ist doch jetzt die Scharia. Und sie richten, das sind sunnitische Muslime, die eins zu eins alles praktizieren aus der Sunna. Die Muslime haben gar keine Ausrede mehr. Es gibt einen islamischen Staat, den Taliban gerade in Afghanistan durchsetzt. Und da wird nach Scharia gerichtet. Kein Muslim hat dir die Berechtigung, in Kuffarland zu bleiben. So ist es. Etwas anderes, das ihnen helfen wird, sich nicht mehr mit Nicht-Muslimen zu vermischen, ist, sich daran zu erinnern, dass diese Kafir, auch wenn sie gute Manieren und einige gute Eigenschaften haben, mögen, auch eine Reihe von ernsthaft falschen Dingen tun, von denen jedes einzelne ausreicht, um alle guten Taten, die sie tun könnten, zunichte zu machen. Zu diesen bösen Dingen gehört zum Beispiel der Glaube der Christen, dass Gott einer von dreien ist. Seht ihr? Der Sheikh Muhammad Saleh, der sagt ganz klar, klipp und klar den Muslimen, ihr dürft nicht solche Gemeinschaft haben mit diesen Leuten, die an so eine Dreieinigkeit glauben. Und so. Das sind Mushrikin. Die werden von Allah im Koran, in Surah At-Tauba, Ayah 28, als Müll bezeichnet. Najis, wir sind Najis in den Augen von dem Gott der Muslime. Rafft ihr das jetzt, ihr TikTok-Euro-Shisha-Muslime oder was? Zitat Koran, Sura 5, Vers 73, wegen der Dreieinigkeit. Die anderen Kafir-Nationen schreiben alle Allah Partner zu oder sie glauben überhaupt nicht an Gott. Die Kuffar glauben im Allgemeinen nicht an den Koran oder an die Botschaft unseres Propheten Mohammed, sondern sie lehnen den Koran ab und sie lehnen unseren Propheten ab. Wie kann also ein Muslim mit seinem Kuffer und seiner Irreführung zu ihnen neigen? Ihr ganzen Euro-Shisha-TikTok-Muslime, die ihr euch nicht-muslimische Freunde nimmt. Und dann kommen die zu mir und sagen, Amir, du musst Respekt haben vor allen Glauben. Allah hat doch nicht mal Respekt vor unserem Glauben. Das ist so krank. Merkt ihr, wenn jemand sich hingesetzt hat, dem Ganzen nachgegangen ist und gedacht hat, was ist das denn bitte? Tippt bitte auf den Bildschirm, dass das Millionen von Likes hat. Wir haben letztes Mal die 1,3 Millionen voll gemacht. Wir müssen weitermachen. Selbst wenn sie dir einige deiner Rechte geben, indem sie dich gut behandeln, geben sie Allah seine Rechte nicht und sie geben dem Koran nicht seine Rechte und sie geben unseren Propheten nicht seine Rechte. Die Rechte Allahs und seines Buches und seines Propheten sind wichtiger als unsere Persönlichkeitsrechte. Denkt daran, denn dies ist eines der Dinge, die euch helfen werden, sie zu hassen und sie als Feinde zu betrachten, bis sie nur an Allah glauben. Abgefahrener Glaube, habe ich euch das nicht gesagt? Und Sheikh Muhammad Saleh al-Munajjid, das ist eine hohe Autorität aus Saudi-Arabien. Nicht Sheikh Schweinfurt aus Gelsenkirchen. Versteht ihr nicht, dass ich diese Leute alle auslache? Die wissen ganz genau, dass ich mich hardcore damit beschäftigt habe. Ich zitiere hohe Autoritäten. Da zittert der Sheikh Ibrahim Schweinfurt. Und sagt, okay, Sheikh Muhammad Saleh al-Munajjid, den kann man schon ernst nehmen. Ja. Habt ihr gesehen, ihr Lieben? Das war ja nur die erste Sequenz und da muss man schon alles zerbomben. Habt ihr das gesehen? Und jetzt kommt nochmal in meinen Livestream und sagt, Amir, hör auf zu hetzen.
das, was du machst, ist Hetze. Aber die Texte des Islams und die Gelehrten, die wahren Gelehrten, damit habt ihr kein Problem, ne? Ihr müsst aufwachen, ihr eure Shisha-TikTok-Muslim. Das ist doch nicht eure Religion. Ihr sagt einfach, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Aber habt mit diesem Religion nichts zu tun. Genau wie Sharo. Hat überhaupt nichts mit seiner Religion zu tun. Der hängt mit seinem Kameramann da ab, der ein Käfer ist, der nicht dem Islam angehört. Wie heißt der? Tristan oder was heißt der? Guck mal, wie ist gleich, guck mal bitte. Nicht als extremistisch oder irgendwie als gefährlich oder verfassungswidrig oder sonst irgendwas. Verfassungsschutz nehme ich sowieso nicht für voll. Mal das einmal arbeiten sollte weder ein Mann noch eine Frau, diese Person, die irgendwelche Musik. Diese Person, die irgendwelche Musik macht, hier guck mal, das sind diese Muschimun, die Pierre Vogel wurde ausgeflippt ist, die dann eventuell sogar noch Allah in ihren Texten verwenden. Die machen ja Musik und verführen ja die ganze muslimische Kinder, auch so einen Lifestyle zu führen. Das ist ja, wenn Scharia herrschen würde, die Köpfe von denen würden ja rollen. Und dann will ich mal sehen, ob die noch mal rappen. Ne? Genau wie der Algier, aka Abdelino Pimelino Schimelino. Der Vater von Dings ist. Wie heißt das hier? Diese Book of Ra. Der ist so... Was meinst du, was seine Religion mit diesen ganzen Rapper und Altbier und was weiß ich, was die mit dem machen? Der wird von hier bis hier nur massakriert. Nur massakriert. Für die gibt es keine Gnade, für diese ganzen Leute. Keine Gnade. Warum? Weil sie die muslimische Jugend verführt haben zu einem unheiligen Leben. Lasst euch das gesagt sein. Kommt der Islam hier nach vorne, seid ihr alle dran. So ist das. Ich spreche hart, aber fair und die Wahrheit spreche ich aus. Hack! Für jeden zur Rechenschaft gezogen, der diese Musik hört. Siehst du? Der Staat sagt es mir aber ja. Nicht nur, dass Allah euch zur Rechenschaft zieht, dieser Gott, der überhaupt nicht existiert. Nein, ihr werdet auch von den Muslimen zur Rechenschaft gezogen, weil ihr Fitna im Land getan habt. Und der Altbier, LG, der Pimelino Schimelino, der spielt da seine Spielothek im Internet und verführt die ganzen Muslime auch, diese teuflische Spiel zu machen und seine das Geld zu verlieren. Das muss ihm mal geben. Und es gibt Leute, die mögen ihn und nehmen das Ganze ernst und machen genauso sich Accounts und tun da ihren Lohn da rein und dann wollen die auch genauso viel wie er gewinnen. Das ist so krank. Er ist ja gar nicht, diese Leute sind sich gar nicht bewusst, was die da machen. Und die anderen Muslime sehen das und die kriegen Wut und Abneigung und am liebsten würde jetzt schon handeln, ne? Dass sie die muslimische Jugend so verführen. Ne? Aber leider Gottes, wenn ein Muslim hier auf die Gedanken kommt, einem anderen zu schaden, physisch, wird er sofort eingesperrt. Deswegen können die Muslime noch nicht handeln. Ja. So, wir befinden uns jetzt in diesen Kirchen, an der Nur-Moschee. Hier treffen wir Ibrahim el-Azizi. Es ist Freitag, Freitag wird das Freitag. Der heißt nicht Azizi, der heißt Azazi. Der heißt Sheikh Ibrahim. Sheikh, der heißt einfach Ibrahim Azazi, nicht Azizi. Ja, er betet gerade. Und hier holen wir den jetzt bei der. Alaikum Salam. Alhamdulillah, bei dir? Alaikum Salam. Wie geht's? Guck mal, der Sheikh Ibrahim gibt einem Kafir, gibt er die rechte Hand. Guck mal. Anstatt ihm die linke zu geben. Die rechte Hand ist für den Mu'min, die linke für den Kafir. Weil damit wischst du dir den Hintern ab. Du bist so fernab von deiner Religion. Komm hier, ich gebe dir Unterricht bei Dr. Sheikh Abu Amir, was es heißt, Fiqh-Themen hier aufzumachen. Ich wäre der härteste Sheikh hier aus Deutschland, wenn ich so Muslim wäre. Ne? Meinst du, ich hätte dem mit rechter Hand die Hand gegeben, einem Kafir? Jemand, der Allah und seinen Gesandten leugnet und nicht dem sozusagen dann in meiner Position, wenn ich Muslim bin, der Wahrheit folgt? Niemals in meinem Leben. Der hätte nur die linke Hand verdient, womit ich mir den Hintern abwische. Und du machst das nicht. Alles gut. Und das Schlimmste ist, guck mal, der Sheikh Ibrahim, also der Sheikh aka Schweinfurt hier, der hat Wellensteinjacke an. Der denkt, weil er jetzt so dieses Kreuz so schwarz angemalt hat, damit man dieses Kreuz nicht sieht, das ist ja total hasserfüllt. Der Sheikh Ibrahim hat aber diese Firma unterstützt mit seinem Geld und hat diese Kuffar-Firma unterstützt und denkt so, ja okay, ich habe jetzt dieses Kreuz so ein bisschen weggemalt, dann ist es schon okay. Aber bemerkt nicht, dass er mit seinem Geld eine Firma unterstützt, die Kuffe verbreitet. Du bist
Du hast null Chance gegen Dr. Sheikh Abrami. Nicht ein bisschen. Kein bisschen. Nicht so ein kleines Stückchen. In jeder Einzelheit wird der Sheikh Ibrahim auf den Boden der Tatsachen geholt. Gegen Charo kannst du natürlich so reden, ne? Weil du denkst, du bist ihm überlegen und so. Aber hier bei mir kannst du mir niemals das Wasser reichen. Nie! Zur Seite? Ja. Redest du hier oder bist du immer? Ah, ja, ich hab's mir so gewählt. Ja, hast du mir so gewählt. Maschallah, sehr schön. Und der Imam macht der TikToks? Ja. Bist du der Einzige? Hier, in diesem Schild oder was? Überhaupt so, der TikTok-Schild. Sehr kalt. Ich würde vorschlagen, wenn wir was essen. Ciao. Ja? Dann gibt es keine Geschlechtserfüllung. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Private Fragen beantworte ich nicht so, aber ich bin in München geboren. Jetzt bin ich hier in Gelsenkirchen, aber vielleicht komme ich bald nach Essen, ja. Mhm. Also viele gute Leute hier sind in Essen, die ich kenne. Wie alt bist du? Ende 20. Ende 20, genau. Sheikh Ibrahim, wie bist du zu diesem Titel gekommen? Wie bist du denn zu dem Titel oder gekommen, Sheikh Ibrahim? Die Leute geben diesen Titel als Respekt, also eine Respektsperson. Und diesen Respekt habe ich sozusagen von diesen Leuten bekommen, weil ich denen ihr Lehrer bin. Wie kannst du dich denn Lehrer nennen? Du hast ja null Peilung von deiner Religion. Null Peilung. Null Peilung von deiner Religion. Das Schlimmste ist, dass du auch noch, dass die dich so ernst nehmen und aus dir so voll die hohe Autorität machen, obwohl du ganz minimal bist. Nichts. Nur TikTok hat dich berühmt gemacht. Und diese Islam-Content, die haben dich auf eine Stufe erhöht, dass Leute so ein bisschen so Respekt vor dir haben. Aber für heftige Gelehrte bist du so, hier, Staubkorn, so. Sowas. Verstehst du? TikTok hat dir diese Autorität gegeben, sonst wärst du genau wie alle anderen da an der Khutba so am Sitzen. Und das Schlimmste ist, der Sheikh Ibrahim aka Schweinfurt hat in Ägypten studiert. Also bei Sheikh Al-Adawi. Und letztes Mal habe ich ihn ja gefragt in meinem Livestream, habe ich ihn gefragt, ja, Ibrahim, dein Sheikh sagt eindeutig, dass Aisha Männer die, ne, ich kann das jetzt nicht sagen, sonst wird das da gesperrt, zum Saugen gegeben hat. Das ist Wahnsinn, ne? Und guck mal hier, die Leute haben gedacht, das wäre ein Scherz oder eine Lüge. Pass mal auf. Der Bruder Rob Christian hat ein Video dazu erstellt, wo er uns die Quellen zeigt, was der Typ meinte in dem Video, als ich euch das gezeigt habe, dass dieser Schiite, der perfekt Arabisch sprechen konnte und lesen konnte, dem Sheikh eine Frage gestellt hat, den Sheikh von Ibrahim. Er hat ihn gestellt, Sheikh, stimmt das, dass Aisha die Männer von den Quraysh die Dings gegeben hat zum Nuckeln? Pass mal auf. Die Leute sind ausgeflippt und haben gesagt, was? Wie Aisha hat ihre rausgeholt und den Leuten zum Stillen gegeben? Erwachsene Männer? Guck mal hier. The adult man who used to enter her house. In the following book, the explanation for Sahih Muslim called Fathul Mun'am. Der Sheikh Ibrahim zeigt uns das niemals, weil er sich seiner Religion schämt. Fathul al-Mun'am in Shar al-Sahih Muslim. Der Autor ist Musa Shahin Lahassin, Band 5. Und hier sehen wir das Cover des Buches. Leute, ihr müsst euch mit dem Islam auseinandersetzen. Das ist so krank. Sharh Sahih Muslim. Volume 5 on page 622. Hier, ihr könnt den Screenshot machen von dem arabischen Text. Damit ja keiner sagen kann, dass es ein Lüge, Fake wäre. Guckt euch das bitte an. Guckt genau hin, Leute. We can read that Aisha's opinion was that adult breastfeeding makes an individual or adult man mahram. And she indeed breastfed a young man. Sie hat es selber gemacht. He would enter upon her. Reference, Fathul al-Mun'am im Shah Sahih Muslim, Band 5, Seite 622. Merkt euch das. Drückt das so den Muslimen ins Gesicht.
by Sheikh Musa Sahin Lashin, Aisha radiallahu anhu believed that breastfeeding an adult made him mahram, also verboten dann. Such a man becomes her son and cannot lust after her breastfeeding him. And she breastfeed a young man. Sie selber hat einen jungen Mann gestillt. Verstehst du jetzt, warum die Schiiten sagen, was stimmt denn da bei euch in den Quellen nicht? Die haben Berechtigung dazu. Ich bin da voll mit den Schia. Voll. Und sage, die haben vollkommen recht. Guck mal, was ist das bitte? Ist das Moral, Ethik und Anstand? Aisha stillt erwachsene Männer? Ihr tickt nicht ganz richtig, Mann. Was sind das für Quellen? Und ihr wollt mir was von Moral erzählen? Dr. Sheikh Abamil von Moral erzählen. Das kann nicht euer Ernst sein. Und Gott sei Dank können wir das durch ganz TikTok jagen. Drückt auf diese blöden Bildschirme, damit alle das sehen. Und das Gute ist, das wird auch gespeichert. Und hier könnt ihr das nochmal sehen auf YouTube. Danke für alles, was ihr so da reinschmeißt und sowas. Ne? Vielen lieben Dank. Gott segne jeden Einzelnen von euch und möge euch das 10-millionenfache zurückgeben. But Muhammad disliked this idea. And here is more proof that Aisha did indeed breastfeed adult men. In the following tafsir for the Quran called Tafsir al-Tahrir, what? Im Buch, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir von Ibn Ashur, Band 4, Sheikh Ibrahim, drängt diesen Sheikh Schweinfurt in die Ecke und er soll das schön den ganzen Muslimen zeigen, damit die mir nicht sagen, dass ich hier lügen würde. Hier ist das Cover des Buches. Okay? Drängt ihn in die Ecke und sage, du Sheikh Schweinfurt, du, beantworte mal die richtigen Fragen und nicht Schweinfurt und diesen ganzen Haufen Müll da. Sag mal, hat der Amir Unrecht? Zeig mal, dass er Unrecht hat. Tanwir li Ibn Ashur, Volume 4, on page 297, we can read. Hier ist der arabische Text, Leute. Kopiert das. Macht Screenshot oder was weiß ich, aber ihr könnt das auch später dann nochmal hier auf YouTube sehen. Ich mache aber nochmal Pause, damit ihr das nochmal selbst für euch nachschlägt. If Aisha, the mother of the believers, wanted a man to enter upon her, she breastfeed him. Wenn also Aisha einen Mann in ihr Haus reinlassen wollte, hat sie ihn gestillt. Das ist der abgefahrenste Quatsch, den ich jemals gelesen habe. Erwachsene Männer stillen? Und ihr erzählt uns von, dass wir Abgeirrte sind? Dass wir Kuffar sind, Dreckhaufen und alles Mögliche? Versteht ihr jetzt, warum ich sage, jeder von euch, der weiterhin ignorant bleibt, obwohl er das Internet zur Verfügung hat, der wird noch sehen, wo er nach seinem Tod hinkommen wird. Jesus Christus wartet die ganze Zeit auf euch und will euch von diesem Wahnsinn hier retten. Von diesem Wahnsinn. Aisha wanted a man to enter upon her, she breastfed him. And the most damaging part is that this was by the permission of Muhammad. Muhammad? What kind of man? Or Muhammad hat das sogar vorgeschlagen. Aisha, geh und still die Männer. Das ist so krass. Stimmt das nicht? Pass mal auf. Guck mal, was Muhammad hier sagt. Sahih Muslim, das Buch vom Säugen, vom Stillen. Der Gesandte Allahs, ich sehe auf dem Gesicht von Abu Hudayfa Zeichen des Ekels. Als Salim, der ein Verbündeter ist, in unser Haus eintrat, worauf Allahs Gesandter, Friede sei mit ihm, sagte, säuge ihn, also stille ihn, suckle him. Sie sagte, wie kann ich ihn stillen, wenn er ein erwachsener Mann ist. Also diese Frau hat sich gewundert, hat gesagt, Rasulallah, wie soll ich den denn stillen? Der ist doch ein erwachsener Mann. Hallo? Wie soll ich den stillen, wenn er ein erwachsener Mann ist? Allahs Gesandter Friede sei mit ihm lächelte und sagte, ich weiß bereits, dass er ein junger Mann ist. Aber er hat diesen Zusatz in seiner Erzählung gemacht, dass er an der Schlacht von Badr teilgenommen hat und an der Erzählung von Ibn Umar, die Worte sind, Allahs Gesandter Friede sei mit ihm, lachte. Und wo finden wir das, Leute?
Sahih Muslim 1453a. Sahih Muslim 1453a. Schreibt euch das auf, merkt euch das, lernt hier von mir. Lernt das Gelernte, was ihr von mir hier lernt, und setzt das ein. Und zeigt den Leuten das. Sagen, was ist das für ein Quatsch, Mann? Wie erwachsene Männer stehen. Seid ihr verrückt oder was? Ja, diese Themen macht der Azazi natürlich nicht auf. Ne? Der möchte natürlich die Muslime nicht den Wahnsinn zeigen. Ne? Das ist das Problem. Guck mal, wie er ihn gleich, ich zeig dir gleich, Ibrahim, aka Schweinfurt, wie du den Charo so ein bisschen angehst, weil er so ein bisschen liberaler ist. Aber du selber fernab von deiner eigenen Religion bist. Pass mal auf. Durch Unterrichte, die ich in kleinen Gruppen oder großen Gruppen halte, durch die Fragen, die ich beantworte, so weiter, verstehst du? Deswegen haben sie mich halt so genannt, was ich meine. Auch das Ganze für zum Beispiel der Chef der Moschee ist der Imam der Moschee. Das ist halt von Ort zu Ort. Ja, auch richtig, richtig. Aber in der arabischen Welt, vor allem in der arabisch-muslimischen Welt, Sheikh darf man sich ja nicht so einfach so nennen. Man müsste ja dafür eine Ijazah haben oder ein Theologiestudium. Ja, das ist natürlich, jetzt in der heutigen Zeit ist das natürlich richtig, was der Charo sagt. Aber du musst ja bedenken, dass die damaligen Sahaba und alle möglichen auch nicht in irgendwelchen Universitäten waren. Verstehst du? Sie haben es also voneinander gelernt. Alles, was Rasulullah gesagt hat, haben diese Leute gelernt und haben es weitergegeben. So, und dann gab es natürlich Gelehrte, die dermaßen gutes Wissen über den Islam hatten, das in Bücher verpackt haben. Also ein heftiger Gelehrter muss auch Bücher rausbringen. So wie die aus Saudi-Arabien, die haben ja ihre eigenen Bücher rausgehauen, Bänder vollgeschrieben und alles. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Ibn Kathir, der hat so viele Bänder und Bücher geschrieben über den Islam, die ganze Auslegung des gesamten Korans, das ist unglaublich. Das füllt der ganze... Schränke voll mit seinen Büchern. Da seht ihr bei manchen Muslimen zu Hause, die haben eine Wand voll mit Büchern, Tafsir-Bücher und sowas. Das ist heftig. Voll. Und da lernen die daraus, ne? Und ernähren sich. Medina, hast du irgendwas Theologisches studiert? Ja, 10 Jahre in Ägypten. 10 Jahre in Ägypten. Hast du auch Dokumente, die auf Dokumente haben? Hast du Dokumente? Ja, also nicht an der Uni, sondern... Nein, nicht an der Uni. Hast du noch eine andere Ausbildung, eine weltliche Ausbildung, eine westliche Ausbildung? Also zum Beispiel einen erlernten Beruf? Ich war auf dem Gymnasium, aber das war's auch. Ja, ich war auf dem Gymnasium? Keine Ahnung, Gymnasium zählt, was du weißt. Ich weiß nicht so. Aber sonst keine Ausbildung? Nee, keine Ausbildung. Mhm. Ich bin dann nach Ägypten gegangen, ich habe auch 10 Jahre in Ägypten gewohnt, weißt du? Mhm. In Deutschland? Gibt es ca. 28.000 extremistische Moslems? Bist du einer davon? In Deutschland gibt es laut Verfassungsschutz 28.290 Personen, die so hardcore muslimisch drauf sind. So wie der eine, der vor ein paar Tagen bei mir im Livestream war und der kein Blatt vor den Mund genommen hat. Ja, habt ihr gesehen, wenn jemand mal ehrlich sagt, was abgeht, ne? Aber guck mal, der Verfassungsschutz sagt so, das sind so islamistische Terroristen, obwohl das Muslime sind, die ihre Religion ernst nehmen. Und die Texte, die Tötungsbefehle, ernst nehmen aus Koran, Hadith und Sunna. Guck dir das mal bitte an. Definiere extremistische Moslems. Ein extremer Moslem, der zum Beispiel in seiner Religion übertreibt. Okay, was heißt für dich übertreiben? Beten 5 Mal am Tag? Nee, das nicht, aber zum Beispiel Gewaltausübung im Namen der Religion. Ja. Gewaltausübung im Namen der Religion. Guck mal hier einige Aussagen von Mohammed. Pass mal auf. Unser Prophet, Rasulallah, der Gesandte unseres Herrn, hat uns befohlen, uns dich zu bekämpfen, bis du Allah allein anbetest oder Jizya, das heißt Tribut, gibst. Unser Prophet teilte uns mit, dass unser Herr sagte, wer von uns getötet wird, das heißt den Märtyrertod erleidet, wird ins Paradies kommen. Ein so luxuriöses Leben zu führen, wie er es noch nie gesehen hat
Und wer von uns am Leben bleibt, der wird euer Meister. Und wo finden wir das? In Sahih al-Bukhari, Hadith 3159. Sahih Bukhari, Hadith 3159, 3160. Merkt euch das. Guck mal, zu was der Mohammed hier aufruft. Charo, wenn du mir hier zuguckst, sind das extremistische Aussagen? Ich denke schon, ne? Wenn dein Prophet dich aufruft, euch Muslime, jeden zu bekämpfen, bis er euch die Jizya bezahlt, Schutzgelderpressung, dann kann man das schon ruhig deuten, als wäre das extremistisch. Ist also Mohammed in deinen Augen extremistisch, der euch das sowas beibringt? Ha? Ist euer Prophet, der euch sowas anordnet, ist er auch extremistisch, euch aufzustacheln, Menschen zu bekämpfen, bis wir euch Tribut entrichten? Sagt es mir. Für mich klingt das sehr extremistisch. Er berichtete, dass der Gesandte Gottes sagte, bei dem, in dessen meine Seele ist, wenn ich die Menschen unter den Gläubigen sich nicht damit begnügen, hinter mir zu bleiben, wenn ich keine Reittiere für sie besorgen kann, würde ich nicht zurückbleiben, wenn eine Expedition auf Gottes Weg hinausgeht, fi sabilillah zu kämpfen. Von ihm, in dessen Hand meine Seele ist, Charo, guck mal hier, und ihr ganzen Euro-Shisha-TikTok-Muslime, was Mohammed sagt, von ihm, boah ey, kann nicht wahr sein. Von ihm, in dessen Hand meine Seele ist, wünsche ich, dass ich auf Gottes Weg getötet und zum Leben erweckt werden könnte. Dann getötet und zum Leben erweckt werde. Dann getötet und zum Leben erweckt werde. Dann getötet werde. Charo, ihr TikTok-Shisha-Muslime, ist das extremistisch? Oder ist das eine schöne Aussage von Mohammed? Stell dir mal vor, ein Muslim wird damit konfrontiert. Mit solchen Aussagen, dass sein Prophet sich gewünscht hätte, bei jeder Einheit zu kämpfen und er sich die ganze Zeit gewünscht hätte, auf Allahs Weg zu sterben, wieder zum Leben zu erwecken, zu töten, sterben und wieder zum Leben erweckt zu werden, zu töten, sterben und wieder zum Leben erweckt zu werden. Ihr müsst euch mit dem Islam auseinandersetzen, ihr Lieben. Deswegen müsst ihr verstehen, warum es den islamischen Staat gibt. Sie lieben den Gesandten Allahs und sie möchten auch am liebsten hinter jeder Einheit da bleiben und kämpfen, fisabilillah, und getötet werden auf Allahs Weg und wieder von neuem erweckt werden zum Leben und wieder kämpfen, sterben, töten, kämpfen, sterben, töten, kämpfen, sterben, töten. Das sind Texte, die Gift sind für die Muslime. Gift sind für die Muslime. Habe ich nicht gesagt, der Islam gehört die in ganze Welt verboten? Oder zumindest in Europa? Verstehst du jetzt, Charo, dass du überhaupt null Peilung hast von deiner Religion? Sag uns das. Ist das nicht extremistisch? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Sag uns das. Sag uns den Christen und alle Andersgläubigen, ist das Extremismus? Hat Mohammed was mit Extremismus zu tun? Was meinst du, wie das auf jemanden wirkt, der überhaupt gar nichts mit dem Islam zu tun hat und sieht, dass das Vorbild der Muslime zu sowas aufruft und dass das so vorbildhaft ist, auch zu sterben, kämpfen und wieder aufzuerwecken, kämpfen, sterben, aufwecken. Ich stell dir mal vor, jemand wird mit diesen Texten konfrontiert und dieser islamische Geist fährt in ihn. Was kann aus ihm werden? Nur ein Extremist. So sieht's aus. Das davon, dass ich keine Gewalt ausübe im Namen der Religion. Mhm. Wenn das für dich die Definition ist. Was ich meine, wenn das für dich die Definition ist. Guck mal, es ist ja nicht. Ja, noch übst du keine Gewalt aus, aber du bist ja auch so fromm wie ein Lamm, ehrlich. Du kannst ja keine, glaube ich, keiner Fliege, was du leidet tun, ehrlich. Schick Ibrahim, ey. Ja, aber wer weiß, wenn eines Tages er und seine Gruppe irgendwann auch, die werden auch bekämpft. Das ist ja ganz klar. Das sind ja diejenigen, die von Mohammed so massakriert werden. Ne? Die schimpfen sich Muslime, aber haben nichts mit Fisabilillah, Tauhid zu tun. Das sind die. Und haben Angst vor dem ungläubigen Staat, den sie so definieren.
und möchten lieber nicht diese ganzen Texte rausholen. Ne? Lieber, oh, ich habe Angst, oh, besser nicht. Ne? Ja, Sheikh Schweinfurt? Nicht nur die körperliche Gewalt, es gibt ja auch eine psychische Gewalt. Und ich beobachte ja dein Content oft und genau, und du stellst gerne Menschen immer an den Pranger, indem du mit dem Finger auf sie zeigst, beispielsweise. Meine Videos sprechen ja für sich. Ja, zum Beispiel, es ist haram, bei Aldi zu arbeiten. Okay, es ist haram, bei Aldi zu arbeiten. Guckt euch das mal an. Das ist auch ein allgemeines Urteil. Jemand fragt mich, ist das auch noch nicht? Ja, aber die Leute, all die Leute, die jetzt, all die muslimischen Leute, die jetzt dir zugucken, ja, und du sagst, bei Aldi arbeiten ist haram. Ja, die fangen ja sich an, sich da Fragen zu stellen. Und du brauchst ja irgendwo ja einen Druck auf. Du bist Muslim, oder? Alhamdulillah. Du glaubst an das, was der Prophet gesagt hat, oder nicht? Absolut. Guck jetzt. Wenn der Prophet gesagt hat, derjenige ist verflucht, der diesen Alkohol trägt, der den Alkohol verkauft, der den Alkohol presst, der den Alkohol trinkt, wie kannst du dann die Sache ablehnen? Danke, dann ist ja dein Gott auch verflucht, der in Sure 16, Vers 67 sagt, von den Früchten der Dattelpalmen könnt ihr euch Rauschtrank gären und trinken. Sheikh Ibrahim, was du da sagst, ist so kaputt, ne? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja, habt ihr gerade gehört, was er gesagt hat? Wer also diesen Alkohol gärt, Alkohol verkauft und sonstiges, der ist verflucht. Obwohl Allah sagt in Sure 16, Sure An-Nahl, die Biene, sagt er in Ayah 67, von den Früchten der Dattelpalmen könnt ihr euch Rauschtrank herzaubern. Also laut Sheikh Ibrahim ist Allah ein verfluchter Gott, der den Muslim erlaubt, Rauschtrank zu Alkohol zu geben. Nichts anderes, oder? Und das Schlimmste ist, die Muslime waren dann, das habe ich ja letztes Mal diesen einen Muslim da versucht zu erklären, die Muslime kamen dann immer besoffen zur Moschee und haben gebetet in Sure An-Nisa, Sure 4, An-Nisa, Ayah 43. Und kommt nicht zur Moschee, wenn ihr betrunken seid, weil die Leute die ganze Zeit am Saufen waren und angefangen haben, da in der Moschee zu beten. Und später, Allah, dieser unfähige Gott, dieses Wesen, das überhaupt nur Fehler macht, kommt später erst auf den Gedanken in Surat Al-Ma'idah, Sure 5, Ayah 90, zu sagen, Alkohol, Glücksspiel und Losfeile sind das Werk des Teufels. Aber bedenkt nicht, dass er in Surat An-Nahl das Ganze erstmal erlaubt hat. Das ist so krank. Sheikh, Dr. Sheikh Abu Amir. Habt ihr jetzt begriffen? Dr. Sheikh Abu Amir. Sure 16, Vers 67, die Erlaubnis, Alkohol zu gären. Sure 4, 43, da kamen die Muslime besoffen zur Moschee und haben dort gebetet. Und Sure 5, Vers 90, die Aufhebung dieser ganzen Verse, wo Allah auf einmal sagt, oh nee, Losfeile, Glücksspiel und Alkohol sind das Werk des Teufels. Obwohl Allah es befiehlt und sagt, ihr könnt euch Rauschtrank machen. Es ist ein fehlhaftes Wesen, rafft ihr das gar nicht? Der Koran ist ein Buch von einem Menschen gemacht, der Fehler macht. Es gibt nicht Allah. Raff das bitte. Allah existiert nicht. Ihr schwimmt in allergrößter Gefahr, wenn ihr mit dem Islam in den Tod geht. Und deswegen gibt es auch diese Kunst der Abrogation, wie ich euch das erklärt habe. Nasak wa Mansuch. Du kannst den Leuten das ja mal erklären. Wie das zustande kommt, Sheikh Schweinfurt. Erklär den Leuten das anhand Surat Al-Baqarah, Ayah 106. Surat An-Nahl, Ayah 101. Erklär ihnen, dass es Nasikh wa Mansukh gibt, dass Allah Fehler macht und sie durch andere Verse aufhebt und ersetzt. Das ist so krank. Wie ich den Islam hier Einheit gebiete, ne? Aber du sagst zu Charo, warum nimmst du die Worte von Rasul Allah ernst und so? Du nimmst sie doch selber gar nicht ernst, sonst würdest du auch die Kriegstexte praktizieren. Nimmst du Allahs Wort ernst, Sheikh Ibrahim? Surat Al-Tauba, Surat Al-Bara, ja, nimmst du sie ernst? Ayah 41, zieht aus, leicht und schwer, und streitet mit eurem Gut und mit eurem Blut für Allahs Sache. Das ist besser für euch, wenn ihr nur wüsstet, Sheikh Ibrahim. Hier sagt dir Allah, es wäre besser, wenn du mit deinem Gut und deinem Blut für Allahs Sache kämpfst, Fisabilillah. Und nicht Schweinfurt-Fragen beantworten, okay? Was meinst du, wie die Muslime des islamischen Staates dich auslachen und sich nur freuen eines Tages,
dir zu zeigen, was Islam ist. Die zeigen dir schon, was Islam ist. Warte mal ab, dir und diesen ganzen Munafiqun. Ja? Das möchtest du natürlich nicht in die Tat umsetzen. Ha? Sheikh Ibrahim, die letzte Etappe in Mohammeds Leben, Surat Al-Tauba, das ist eigentlich die Sura 113, müsste es sein. Geht und fragt die Gelehrten, ihr ganzen Shisha-TikTok-Muslime. Die Sura 9 ist das letzte Kapitel in Mohammeds Leben, wo er genügend Männer hatte, und diese Sura ist auch die einzige Sura in dem gebundenen Buch im Koran, die nicht mit im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gnädigen anfängt. Das ist die Sure, die alles aufhebt an friedlichen Versen. Das ist so ein heftiges Buch. Wenn ihr euch nicht damit auseinandersetzt, werdet ihr noch zu spüren bekommen, weil, dass ihr so ignorant wart. Aber da sehen wir, dass der Sheikh Ibrahim seine eigenen Schriften ja auch nicht ernst nimmt. Sonst würde er auch von Rasul Allah die Sachen in die Tat umsetzen. Dass der Gesandte Allah sagte, es gibt 6 Dinge bei Allah für den Märtyrer. Ihm wird mit dem ersten Blutfluss vergeben, also wenn jemand Fisabilillah kämpfen geht, wird Allah ihm beim ersten Stich oder bei der Explosion, wenn er eine Märtyreroperation macht, wird ihm alles vergeben. Ihm wird sein Platz im Paradies gezeigt. Er wird von der Strafe im Grab geschützt, vor den größten Schrecken gesichert. Die Krone der Würde wird auf sein Haupt gesetzt und ihre Edelsteine sind besser als die Welt und was in ihr ist. Er ist mit 72 Frauen zusammen, wie Hansi sagt, oder der Hadith ist daif, das ist unauthentisch. Ja, ich weiß, 72 Hudal Ain, mit Hudal Ain das Paradies ist verheiratet und er kann für 70 seiner nahen Verwandten Fürsprache halten. Abu Aissa sagte, dieser Hadith ist Hassan Sahih. Für euch ganz fett und groß. Verstehst du nicht, wenn ein Muslim mit solchen Texten in Berührung kommt, du Sheikh Ibrahim, möchtest nicht Allahs, Rasul Allahs Worte in Tat und Schrift durchsetzen. Hä? Aber sagst du, Sharo, du nimmst doch Rasul Allah ernst. Ne? Ich möchte dir auch diese Fragen stellen. Nimmst du Rasul Allah ernst? Nimmst du diese Texte ernst? Du lebst da in Kufa-Land und beantwortest die behämmertsten Fragen, die es überhaupt noch auf dieser Welt gibt. Wo finden wir das? Jami At-Tirmidhi, Hadith 1663. Jami At-Tirmidhi, Hadith 1663. Der Grad ist Hassan. Gesund, gut. Und er wurde als Hassan Sahih deklariert. Dieser Hadith ist Hassan Sahih. Was passiert mit einem Muslim, wenn er damit in Berührung kommt? Sag es mir. Wenn er also sieht, dass Rasul Allah, der nimmt ja diese Texte ernst. Das hat der Mohammed ja wirklich gesagt. Sheikh Al-Albani hat das als Hassan eingestuft. Er sieht also, dass Mohammed ihm so etwas verspricht, wenn du also Dschihad machst und dich für Allahs Sache sozusagen in die Luft jagst und der erste Tropfen aus deinem Körper rausschießt, wird dir Allah alle deine Sünden vergeben. Das ist so. Shamo, ist das extremistisch? Antwortet mir, ist das extremistisch? Wenn Nicht-Muslime das lesen, die denken, was sind das für Texte, Mann? Eindeutig Extremismus. Und jetzt verstehen wir den islamischen Staat, die sich in die Luft jagen für Allahs Sache, weil die Vergebung ihrer Schuld haben wollen, weil die das versprechen, weil die ja Rasul Allah glauben. Achtung, Sheikh Ibrahim, Schweinfurt, guck hier. Er berichtet, dass der Gesandte Gottes sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wenn ich die Menschen unter den Gläubigen sich nicht damit begnügen, hinter mir zu bleiben, wenn ich keine Reittiere für sie besorgen kann, würde ich nicht zurückbleiben, wenn eine Expedition auf Gottes Weg hinausgeht, was ich dir gerade eben gezeigt habe. Mach du das doch mal, Sheikh Ibrahim. Möchtest du auch am liebsten dein Leben lassen, wieder zurückkommen und andere Menschen wieder töten, leben lassen, wieder zum Leben kommen und andere Menschen umbringen? Und kämpfen die ganze Zeit auf Allahs Weg, Fisabilillah. Das ist so krank. Es wurde berichtet, dass Abu Huraira sagte, warum nimmst du die Worte von Rasul Allah nicht ernst, Sheikh Ibrahim und die ganzen Euro-Shisha-TikTok-Muslime. Der Gesandte Allah sagte, Rasul Allah sagt,
Mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie La ilaha illallah sagen. Der Mohammed hat nicht gesagt, ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, die uns bekämpfen. Er hat nicht gesagt, ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, die uns unterdrücken. Lies, was da steht. Der Gesandte Allah sagte, mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen. Also bis wir die Schahada aussprechen, Leute. Scharo, ist das extremistisch? Und ihr ganzen Shisha-TikTok-Muslime. Wenn sie es sagen, dann sind ihr Blut und ihr Reichtum für mich verboten. Also Mohammed hat nicht aufgehört, die Kuffar abzuschlachten, ihr Blut zu vergießen, bis sie La ilaha illallah sagen. Aber der islamische Staat ist natürlich laut Pierre Vogel ein idiotischer Staat. Ne? Was meinst du, was dem Pierre Vogel blüht? Dass der den islamischen Staat so dermaßen verunglimpft. Ne? Unglaublich. Unfassbar. Die jede Einzelheit in Mohammeds Leben in die Tat umsetzen. Ne? Das ist so grausam. Ne? So grausam, weil er sich natürlich in der Autorität der Ungläubigen befindet, darf der die Taqiyya anwenden, wie ich euch das gerade eben erklärt habe in Sure 3, Vers 28. Er leugnet also alles, verdreht alles, so dass es den Launen und Wünschen der Ungläubigen. Wenn sie es sagen, dann sind ihr Blut und ihr Reichtum für mich verboten, außer für ein Recht, das fällig ist, und ihre Abrechnung wird mit Allah und dem Mächtigen und Erhabenen sein. Wo finden wir das? In Sunan an-Nasai 3976. Sunan an-Nasai 3976. Der Grad ist Sahih, korrekt. Mohammed hat das gesagt. Er wurde als Sahih deklariert. Das ist ja ein Ahadith. Gibt es ja tonnenweise diesen Hadith. In Sahih Muslim, Sahih Bukhari, überall verzeichnet. Starker Hadith. Von mehreren Leuten überliefert, so dass er authentisch ist. Und was sagt der Gelehrte? Guck mal hier. Es gibt ja einige Muslime, die kommen auf den Gedanken, diesen Hadith seine Bedeutung zu verzerren. Das lasse ich auch nicht zu. Ihr ganzen TikTok-Shisha-Euro-Muslime, die überhaupt keine Peilung von eurer Religion haben und die auch noch dahin gehen, Livestreams machen und anderen versuchen, Unterricht zu geben, obwohl die keinen Titel haben, überhaupt keinen die ernst nimmt und dann versuchen die zu reden. Ich schlage Gelehrte auf und Fatwa, okay? Nur Ruhe hier. Fatwa. Die Fatwa-Nummer ist Dschihad-Fatwa Nummer 83756. Dschihad-Fatwa 83756. I want to know the context of or fiqh of the hadith that has been used as a negative propaganda nowadays against tolerance in Islam. This hadith is in Bukhari und Muslim. Also hier ist ein Muslim, der einen wahren Sheikh eine Frage stellt. The hadith is as follows. Narrated Abu Huraira, radiallahu anhu. Allah's Apostle, sallallahu alayhi wa sallam, said, I have been ordered to fight with the people till they say, none has the right to be worshipped but Allah. And whoever says, none has the right to be worshipped except Allah, his life and property will be safe. Will be saved but by me except for Islamic law. And his account will be with Allah, either to punish him or forgive him. Sahih Bukhari, seht ihr, Seite 414. Und dann fragt er weiter, what was the situation when the Prophet said this Hadith? Also wie kam es zustande, dass Mohammed diesen Ausspruch sagte? Wa'aistu bi sayf, umirtu an uqatila an-nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen, la ilaha illallah. Und hier fragt er weiter, ja, könntest du mir das denn mal sagen? Was ist denn der Kontext dieser Geschichte? Weil viele Muslime ja nur am Lügen sind und versuchen, mit den Hadith irgendwie zu verzerren und dass es alles nichts damit zu tun hat, die Kuffar zu killen und sie zum Islam zu zwingen. Und hier sagt er, guck jetzt, die Antwort. Praise be to Allah, the Lord of the world, and may his blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon all his family and companions. The hadith referred by the questioner is reported in Sahih Bukhari and Muslim. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I have been ordered to fight against peoples till they testified that there is no God, that there is no one worthy of worship but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah, and until they perform the prayer and pay the zakah, and if they do so, then if they do so, they will have gained protection from me for their lives. Also erst wenn ihr die Shahada ausspricht,
und Zakat bezahlt und betet, dann lässt Mohammed euch in Ruhe und wird euer Blut nicht vergießen. Guck mal, Charo, ist das extremistisch, Charo? Und die ganzen TikTok-Muslime, die ihr überhaupt null Peilung von eurer Religion habt. And the reckoning will be with Allah, Most High, Bukhari and Muslim. That means he is ordered to fight them unless they accept Islam and follow its rulings openly. Also der Sheikh sagt, ja, Muhammad wurde angewiesen, die gesamte Menschheit zu bekämpfen, bis sie die Schahada aussprechen. Erst dann hat er aufgehört, das Blut von denen zu vergießen. Guck mal hier. The general rule in Islam is that one should understand this hadith or others in the light of other texts of Sharia. Allah ordered in many verses to fight those who do not believe in him. Also der Sheikh sagt, es gibt sehr viele Verse im Koran, die eindeutig sagen, dass Allah sagt, dass wir die Kuffar bekämpfen sollen. Aufgrund ihres Glaubens. Also die Muslime sind von Allah angestachelt worden, uns, die wir an irgendwas anderes glauben, zu bekämpfen. Weil wir leben auf Allahs Erde und wir dürfen niemand anderes anbeten außer Allah. Denn er ist anbetungswürdig, so sagen die Muslime. Allah ordered in many verses to fight those who do not believe in him. Allah says, interpretation of meaning, fight against those who believe not in Allah, nor in the last day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and his messenger, and those who acknowledge not the religion of truth among the people of the scripture, Jews and the Christian, wir. Allah befiehlt den Muslimen, uns Juden und Christen zu bekämpfen und uns umzubringen und von uns Jizya Schutzgeld zu erpressen. Guck mal hier. In the above verse, Allah made clear that the purpose of fighting is to take Jizya. Also dieses Bekämpfen heißt, dass, und von uns Schutzgeld zu erpressen. With feeling themselves subdued, bis wir uns gedemütigt fühlen from them. Jizya is a tax levied from the people of the scriptures who are under the protection of a Muslim government. This verse confirms with the Hadith, also dieser Vers aus Surah 9, Vers 29, ist im Einklang mit dem Hadith, ich wurde angewiesen, die gesamte Menschheit zu bekämpfen. When the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, of Allah appointed anyone as leader of an army or detachment, he would especially exhort him and say, when you meet enemies who are polytheists, also wenn ihr eure Feinde trifft, die Polytheisten sind und an etwas anderes glauben, invite them to three causes. Also ihr sollt sie zu drei Dingen einladen. If they respond to any one of these, you also accept it. Also wenn die Muslime eines Tages hier die Oberhand haben und immer weiter Zuwachs gewinnen, werden sie uns vor die Wahl stellen. Lasst euch das bitte gesagt sein. Das ist der teuflischste Glaube, den es überhaupt auf der Welt gibt. Die Muslime werden uns vor die Wahl stellen. Sie werden uns drei Optionen geben. Jizya bezahlen, Islam annehmen oder kämpfen gegen sie. Aber wenn wir uns für eine Sache entscheiden und sagen, okay, ich nehme den Islam an, dann sagen die, okay, kein Problem. Dann bist du ein Bruder von uns und du musst aber auch die Regeln des Islams befolgen. Aber wenn du dich weigerst und sagst, ey, was soll das? Ich möchte an das glauben, an was ich glauben möchte. Nein, das gibt's nicht. Das geht nicht. Die Muslime sind verpflichtet, dich zu bekämpfen oder von den Jizya zu verlangen. Schutzgeld. Invite them to three courses of action. If they respond to any of one of this, of these, you also accept it and restrain yourself from doing them any harm. Invite them to accept Islam. If they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them. Also wenn sie euch Jizya angeben, dann hört auf, sie zu bekämpfen. Dann nimmt dieses Schutzgeld von ihnen an. Them and desist from fighting against them. If they refuse to accept Islam, demand from them the Jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold your hand. If they refuse to pay the tax, seek Allah's head and fight them. Also wenn wir uns weigern, diese Schutzgeld an denen zu erpressen und denen nicht so das Geld zu bezahlen, so sollen die Muslime Allahs Hilfe suchen und uns bekämpfen bis zum Gehtnichtmehr. Guckt euch das an. Wenn du wenigstens so ehrlich wärst und uns das alles so zeigen würdest. Mal gucken, was der deutsche Staat mit dir morgen machen würde. Azazi. Hast du Angst, ne? Hast du Angst um dein Leben und zitterst du, ne? Hier, zitterst du. Deswegen lasst euch nicht veräppeln. Die Muslime dürfen nach Sure 3, Vers 28 lügen und betrügen und das wahre Gesicht des Islams verstellen. Das erlauben die Gelehrten und Mohammed und Allah. Der Islam ist so grausam und gefährlich, das wisst ihr. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ihr Lieben.
Ihr habt eine gute Möglichkeit, das gerade 1:1 alles zu sehen. Das ist so heftig. Und es gibt viele Muslime, die das alles nachprüfen und sagen, ach du Heilige, der Arme hat vollkommen recht. Das ist ja der, das ist ja der absolute Wahnsinn. Mohammeds Aussagen, die Aussagen der Gelehrten, was Allah da im Koran sagt, was Allah von uns verlangt und alles Mögliche. Das kannst ja keinen Menschen ja näher bringen. Kein Wunder, dass es so den Islamischen Staat gibt, Al-Qaida gibt, Taliban gibt und diese ganz anderen Gruppierungen. Das muss uns bewusst sein. Wir müssen aufhören, ignorant zu spielen. Wir müssen unser Hirn einschalten, Leute. Hört auf damit. When we consider all the texts related to this matter, we conclude that the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his nation are ordered to raise the roots of Allah, high in the earth, since the earth belongs to him. Also die Erde gehört Allah. Und alles, was in der Erde ist, muss sozusagen Allah so preisen, ehren und sowas. Deswegen heißt die Schahada auch Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Es gibt niemanden, der anbetungswürdig ist als Allah. Und niemand hat das Recht, jemand anderen anzubeten als Allah. Und dass Muhammad der Gesandte ist. Das ist die Schahada. Allein die Schahada sagt uns doch schon. Das ist Wahnsinn. Manchmal, ich denke, ich rede zu den Leuten und die Leute raffen null. Natürlich gibt es unter den so tausenden Leuten bestimmt Leute, die sagen, ja, der hat vollkommen recht, der Arme. Und gehen dem Ganzen nach. Entweder oder. Entweder du nimmst deine Religion ernst und sagst, ich stehe zu den ganzen Texten, selbst wenn die Wahnsinn beinhalten und selbst wenn ich die Kuffar vor die Wahl stellen muss und von ihnen Jizya verlangen muss und sie bekämpfe bis so geht nicht mehr. Oder du sagst, das ist das allerletzte, was ich jemals gelesen habe und mit diesem Zeug möchte ich nichts zu tun haben. Es gibt nur diese zwei Optionen. Big Boss, Dr. Sheikh Abu Amir. The earth belongs to him and creatures belongs to him. Allah says, interpretation of the meaning in this concern and fight them until there is no more fitna. Seht ihr? Bekämpft sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt. Keine fitna. Disbelief and worshipping of other along with Allah. Also alles, was anderes als Allah angebetet werden. Die Muslime müssen uns bekämpfen. And fight them until there is no more fit. Das ist eine Fatwa, Leute. Ich lache ja Sheikh Ibrahim Schweinfurt ja aus und alle, die mir hier etwas von Islam erzählen wollen. Amir, der Dr. Sheikh Abu Amir ist 10 Millionen Mal ehrlicher als alle gesamten Muslime hier in Europa, Mann. And fight them until there is no more fitna, disbelief and worshipping of others along with Allah. And all and every kind of worship is for Allah alone. Surah 2, Vers 193. Raising the words of Allah, his religion, would be achieved by their fact. One, when the people accept Islam as their religion. Two, when they become subjects to this religion by paying jizya, even if they do not accept it, of course, they receive some rights against paying jizya. Third, fighting with everyone who resists Islam and is arrogant. Also Leute, die sich so weigern, den Islam anzunehmen und nicht den Schutzgeld so bezahlen wollen an Muslime. Third, fighting with everyone who resists Islam and is arrogant. Finally, know that before implementing such ruling of Sharia, one should take into consideration the position of Muslim Ummah as far as their strength or weakness is considered. This is the fact supported by the text of Quran, Sunnah and by the practice of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah weiß es am besten. Habt ihr gesehen? Charo, du kannst uns ja die Frage beantworten. Ist das extremistisch? Und dann versucht er ihm hier so eine Nasiha zu geben. Du nimmst doch die Worte von Rasulallah ernst. Du nimmst doch die Worte von Allah ernst. Du selber nimmst doch gar nicht die Worte von Allah und seinen Gesandten ernst. Du lebst hier einfach in Kuffarstadt und bist auf TikTok einfach so viral gegangen und denkst, du wärst eine Nummer oder was? Aber bist nicht bereit, deinen Nefs und deine Seele einzusetzen, um fieser wie da kämpfen zu gehen, richtig? Und der lachte da so mit ihm. Guck mal, du warst ja am Wochenende bei dem Vortrag in Essen.
Richtig, ja. Ne? Also am Wochenende gab es hier in Essen ein Wort. Das Schlimmste ist, der Sheikh Ibrahim kennt diese ganzen Texte, die ich auch hier kenne. Und der weiß um mein Wissen, was ich alles herausgefunden habe. Er blendet das alles aus. Alles wird ausgeblendet. Weil er Deutschland und Kufarstadt mehr liebt als Allah und sein Gesandten. So ist das, Azazi. Es kam ein großer gelernter Scheich und man hat am Ende Fragen gestellt, wie sollte man am besten hier leben? Ja. Und dieser Mann hat ja wirklich Theologie studiert und das über mehrere Jahre. Und der hat gesagt, lebt so, wie es am besten deine Gäste von dir erwarten, aber vergiss deine Religion dabei nicht. Da hast du uns ja selber zugehört. Ja, wie willst du denn am besten hier leben, wenn links und rechts nur Sinner und alles mögliche Wahnsinn besteht und hier Bordelle und alles mögliche gibt als Muslim, der Fitna ja ausgesetzt. Deswegen redet dieser Sheikh Muhammad Saleh al-Munajjid, dass ihr Muslime aus dem Kufarland abhaut, weil ihr unter Fitna kommt. Rafft ihr das jetzt oder muss ich Dr. Sheikh Abu Amir noch heftigere Beweise bringen? Okay, also das hast du so gesagt. Hast du die deutsche Übersetzung gehört oder das arabische? Ja, die deutsche Übersetzung. Ich habe gehört, die war ziemlich lückenhaft. Okay, also was hast du denn verstanden? Also er hat gesagt, natürlich man soll sich gut benehmen, das ist ja klar. Mhm. Aber das Wichtigste ist, dass man an seiner Religion festhält. Ja, okay. Man sagt, und vor allem, da sind Leute am jüngsten Tag. Die sagen, wir konnten nicht das machen, wir konnten nicht jenes machen. Dann fragt Allah sie, war meine Welt nicht groß genug, dass ihr auswandern könnt? Habt ihr aussehen? Ja, ich musste das machen, ich musste jenes machen. Genau wie du. War meine Welt nicht groß genug, Sheikh Ibrahim Schweinfurt? Gibt es nicht in Afghanistan Scharia, die praktiziert wird? Warum wanderst du nicht aus? Warum bleibst du hier im Kufarstaat? Du selber möchtest auch nicht auswandern. Du möchtest hier in Deutschland bleiben, schön Krankenkasse und Auto schön und alles mit Versicherungen, hast du nicht gesehen, ne? Wie unehrlich kann man nur sein? Wie unehrlich? Entweder du kannst deine Religion hier praktizieren oder du musst halt gehen. Deswegen sag. Wie kannst du deine Religion hier authentisch praktizieren? Bestimmt nicht. Kannst du schächten? Nein, das ist verboten hier in Deutschland. Also lebst du in Erniedrigung, Azazi. Okay? Du lebst in Erniedrigung, Ibrahim. Der Kufarstaat lässt dich nicht deine Religion richtig praktizieren. Raffst du das nicht, oder was? Unglaublich. Wenn du musst gehen und du sagst, nein, ich kann dir meine Gebete machen, ich kann Allah fürchten, dann bleibst du da. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du halt gehen. Verstehst du, ich meine? Du selber fürchtest du gar nicht Allah. Dann soll er zurück. Obwohl Allah dir in Sure 9, Vers 41 sagt und dich warnt, es wäre besser für dich, wenn du nur wüsstest, Fisabilida auszuwandern und zu kämpfen für Allahs Sache. Es wäre besser für dich. Aber du nimmst Allahs Worte nicht ernst. Du willst lieber hier bleiben in Deutschland. Germany. Germany. Und wirst vom deutschen Staat auch noch bezahlt. Das ist so krass. Das ist so grausam. Wird dahin gehen, wo er herkommt. Du stehst ja im öffentlichen Raum. Ja, richtig. Und du hast ja eine Wirkung auf viele junge Menschen. Und wir haben in dieser Doku bei Y-Kollektiv ja gesehen, dass ein junger Mann seine Bäckereiausbildung abbricht, weil er überwiegend mit deinem Content in Berührung kam und sagt, das ist nichts für mich. Findest du nicht, dass dieser junge Mann sich gesellschaftlich ins Abseits stellt? Hätte er nicht weiterhin seine Ausbildung führen können und weiterhin seine Religion auch praktizieren? Das ist das Problem, ne? Wenn es zum Beispiel hier Muslime gibt, die sich im Internet voll auch radikalisieren lassen, ne? Weil es genügend Demagogen gibt, die so Menschenfänger sind. Sie erstellen also Videos und Predigten und stellen sie ins Internet rein und das erreicht ja auch eine Anzahl von Menschen und Muslime lassen sich ja durch diese Predigten ja total beeinflussen und denken, boah, ich höre dem zu und hat der so vollkommen recht, der muss ja Ahnung haben davon, so anstatt selber auf die Suche zu gehen und nachzuschlagen, ob der Islam überhaupt die Wahrheit ist. Man kann ja jeder alles erzählen. Du bist selber für dich verantwortlich, jeder ist seines Glückes Schmied. Du hast doch ein Gehirn, ein Verstand, das Gott dir gegeben hat. Du hast das Internet zur Verfügung, die größten Bibliotheken haben wir doch hier. Du kannst also dich da hinsetzen, dir Zeit nehmen, anstatt solche Predigten zu hören von Leuten, die überhaupt nichts hier sind und dich dadurch beeinflussen. Das ist so krank. Das ist so abgefahren. Ne? Ja, aber das ist das. Einer unter wie vielen Hunderttausenden wie ich, der so einfach sich hingesetzt hat und wirklich den ganzen Sachen nachgegangen ist und der alles herausfinden musste, ne? Weil mir etwas an meiner Seele lag. Ich wollte also wissen, ob das, was die Muslime mir da immer sagen, ob das auch der Wahrheit entspricht.
haben sie nicht gefragt, ob abbrechen soll oder nicht. Ja, aber das ist was ich dir versuchen will, ja da. Ja, absolut. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich sehe nichts Verwerfliches daran, in der Bäckerei zu arbeiten. Ich wollte sogar selber eine aufmachen, hier im Ruhrgebiet. Das ist eine persönliche Entscheidung. Was ich meine, er hat mich nicht gefragt, soll ich Bäckerei ausbilden, abbrechen oder nicht. Also ich meine, ich kann ja auch nicht sagen, ja, einer schaut deine Videos, wie du immer schönes Essen isst und deswegen tut das jetzt Fast Food geben und ist jetzt übergewichtig geworden. Schließlich, ich meine, das ist ja kein Argument. Die Gefahr besteht auch bei meiner Community. Ja, aber da kannst du auf eine Triggerwarnung raus, die sollen sich das ja nicht abends anschauen. Und ja, auch wenn ich jetzt, guck mal, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, was du da gerade sagst. Auch wenn ich einen Burger und Junkfood esse, ist immer noch so meine Hauptnachricht eine ganz andere. Weißt du, wie ich meine? So, dennoch einen gesunden Lifestyle. Und ich bin mir sicher, dass in dir irgendwo auch ein guter Kern steckt und dass du ja auch gute Absichten hast. Ich finde nur manchmal die Art und... Nee, Charo, er hat keine guten Absichten, der Chef Ibrahim. Der Chef Ibrahim würde am liebsten hier Scharia in Deutschland einführen und nach Koran und Sunna hier auch richten. Das ist das. Er hat nichts Gutes im Sinne der Chef Ibrahim. Nichts Gutes. Er würde am liebsten diese Rapper, würde er zur Strecke bringen, genau wie Pierre Vogel. Deswegen distanziert er sich auch nicht von ihm, weil er seine Ansichten teilt. Und ihr habt ja gesehen, als der Pierre Vogel einmal so ein bisschen ehrlich ist gegenüber den muslimischen Rappern, die ihr Unwesen treiben, dann sagt er noch, diese Muschrimon, er würde die am liebsten so kaputt machen, das glaubt ihr gar nicht. Der Pierre Vogel würde am liebsten diese ganzen Rapper, die auch noch Allah in den Texten da verwenden, ne? würde am liebsten so totschlagen, ey. Das ist, sag mir nicht, dass das so nicht ist, sonst wird er nicht so ausflippen, weil er ganz genau weiß, der hat ja im Hintergrund, der hat ja im Hinterkopf immer dieses Verführen der muslimischen Jugend, weil diese Texte von den muslimischen Rappern ja nichts anderes sind als einfach Quatschhaufen, nichts. Und das lenkt ja die muslimische Jugend ja ab. Und deswegen habe ich gesagt, ihr müsst vorsichtig sein, ihr ganzen Rapper, die ihr euch geoutet habt und immer so am Rappen seid und alles. Dass eines Tages, wenn euch so weit ist und die Muslime immer hier mehr werden und es eines Tages dazu kommen wird, dass die Muslime immer mehr fordern, weil sie die Mehrheit hier bilden, dann seid ihr dran. Lasst euch das von mir heute gesagt haben. Nicht korrekt. Beispiel. Also es sorgt ja sehr viel Hass in der muslimischen Community, in der ganzen muslimischen Community. Guck mal, du hast gerade selber gesagt, das erzeugt sehr viel Hass in der muslimischen Community, wenn Sheikh Ibrahim solche Schweinfurt-Fragen beantwortet und so. Der ist ja mehr lustig als, was weiß ich, als andere. Da muss man ja eher lachen, anstatt so ihn irgendwie ernst zu nehmen oder was. Ne? So ist das. Du hast den Sheikh von deiner Community bekommen. Ja, du hast selber gerade gesagt, du hast deinen Sheikh-Titel von der Community bekommen. Dann bist du im öffentlichen Internet und dann zeigst du mit dem Finger auf andere und sagst, das ist Kuffar. Kuffar bedeutet ungläubig. Und sowas Mächtiges, sich herauszunehmen und zu erlauben, sich zu nehmen, daran zu bedienen und andere Menschen darauf als ungläubig abzustempeln, ist ein Logo. Charo, wenn zum Beispiel Allah ihm die Erlaubnis gibt, die Ungläubigen auch so zu betiteln, so wie in Sure 5, Vers 72 und Sure 5, Vers 73, was macht der Ibrahim da Falsches? Und da muss ich ihn wieder in Schutz nehmen. Was macht er denn Falsches? Wenn er also explizit sagt, dass Allah das sagt, dass die Ungläubigen diejenigen sind, die sagen, Jesus ist Gott. Ungläubig für wahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah wäre einer von drei. Sure 5, Vers 73. Und er spricht das nur aus. Aber was soll er denn tun? Sein Gott befiehlt ihm, das auszusprechen. Er spricht es aus, aber es ist nicht richtig, oder was? Merkt ihr das? Schau eigentlich überhaupt einen Hass gegenüber dem Islam hat, so ein mächtiges Wort. Allah beleidigt doch in fast jeder Sure die Juden und Christen, er betitelt sie als Affen und Schweine. Affen und Schweine? Wir sind das schlimmste Vieh, Sure 8, Vers 55, schlimmer als die Tiere. Merkt ihr, dieser Scharro, der hat überhaupt null mit seiner Religion zu tun. Der redet einfach aus einer liberalen Perspektive, die überhaupt gar nicht mit dem Islam konform sind. Ne? Also Allah beleidigt uns in jeder Passage seines Buches
Und dann kommt er, wie kannst du sowas sagen, Ibrahim? Das kann doch nicht wahr sein. So ein mächtiges. Allah gibt ihm doch die Berechtigung, die ganze Zeit uns zu beleidigen. Und aus uns, Allah betitelt uns als Dreck, Najis, Surah 9, Vers 28. Innam al-Mushrikun an-Najisun. Für wahr, unrein sind die Götzendiener. Und die Muslime betrachten uns ja als Götzendiener. Und betiteln uns als Müllhaufen. Genau diese Aussagen, die du so liberal bringst, musst du eigentlich so deine Augen auf den Koran und die ganzen Verse im Koran richten und sagen, Allah, was soll das? Warum beleidigst du die ganze Zeit so die Juden und Christen? Und ihr TikTok-Shisha-Muslime ja genauso. Ihr seid so fernab, der Schauer ist so, der ist noch 80 Milliarden Lichtjahre entfernt von seiner Religion. Er ist ja schon sehr weit entfernt von seiner Religion. Aber der Schauer ist noch mal hinter der Milchstraße irgendwo. Hinter der Milchstraße gleich rechts. Tut mir leid, aber manchmal muss ich das einfach. Das ist doch Quatsch. Also da sitzen so zwei sich gegenüber. Der eine voll liberal und der andere, der überhaupt seine Religion auch nicht ernst nimmt. Der nur einen Teil seiner Religion praktiziert, aber nicht alles in die Tat umsetzen will. Das ist das. Dr. Sheikh Abu Amir hat heute Geburtstag. Das ist mein Geburtstagsgeschenk an euch. Ja? Gut? Gut? Okay, darf ich? Ja, bitte. Du sagst, das ist aus deiner Sicht ein No-Go, ja? Mhm. Aber hast du Theologie studiert oder sagst du das als normale Person? Nein. Hast du im religiösen Kontext bin ich nicht dazu qualifiziert, mit dir auf diese Ebene zu reden, im religiösen Kontext. Im gesellschaftlichen Kontext, deswegen bin ich gerade hier. Wenn man im Internet Videos hochmacht, hat das eine Reichweite, dann halt kommt ein Echo wieder zurück. Und bei dir das Echo, was ich beobachte, ist für mich erschreckend. Wenn ich sehe, ein junger Mann, der wirklich seine Ausbildung abbricht, ja, das ist eine Bäckerausbildung, weil er seine Videos gehört schenkt, ist für mich erschreckend. Okay, also ich habe... Ja, aber dafür kann doch der Sheikh, aber dafür kann doch der Ibrahim ja nichts. Wenn dieser Junge auf den Gedanken kommt, irgendwie seine Ausbildung da abzubrechen, dann hat aber der Ibrahim ihm nicht gesagt, geh und brich deine Ausbildung ab. Er hätte ihn also anrufen müssen und sagen, Sheikh Ibrahim, soll ich meine Ausbildung abbrechen? Und wenn er ihm dann geraten hätte, ja, brich deine Ausbildung ab, dann hättest du diese bekloppte Frage stellen können. Aber mit, das ist das, einfach so aus Nervosität, aus Emotionen heraus erst diese blöden Fragen zu stellen. Ja, deswegen hat sich auch ganz YouTube-Muslim Deutschland ja über seinen Blödsinn hier aufgeregt. Zu Recht ab und zu an. Ich versuche dich zu verteidigen, Schau, in einigen Hinsichten und versuche ihn auch auf den Boden der Tatsachen zu holen, sowohl aber auch dich zu belehren über deine eigene Religion. Sowohl als auch. Die Fragestellung war also schon blöd. Du hättest ihn fragen müssen, ja, hast du ihm das empfohlen, das zu tun? Und wenn er gesagt hätte, nee, dann wäre das schon alles vorbei gewesen. Ja, das ist so krank. Er so gesagt hat, wenn er das so gesagt hat, kann sein, aber ich habe da nichts zu tun. Na, also siehst du? Und die andere Sache, du wirst jetzt kein Video von mir finden im Internet, von den 20.000 Videos, wo ich sage, der und der ist Käfer oder der und Ende der Ende aus! Die haben ganz neues Kopf anbeteiligt. Erstmal, das ist keine spezifische Person, sondern eine allgemeine Religion. Das sind ja warum sagen wir, die Ahmadiyya sind keine Muslime? Mhm. Es gibt ja für Muslime ein paar Grundregeln. Also ein paar Säulen, die der Muslim haben muss, an die er glauben muss. Mhm. Eine davon ist, dass sie sagen, der letzte Prophet ist wer? Mohammed. Okay? Wenn jemand sagt, Mohammed ist nicht der letzte Prophet, dann bezichtigt er den Koran der Lüge. Dann entweder der ist ein Lügner oder der Koran ist aber ein Lügner. Du, mein lieber Imam. Er hat absolut recht. Ich muss wieder Sheikh Schweinfurt in Schutz nehmen. Was ist das Urteil über das, die Ahmadiyya-Gemeinde? Fatwa. Dr. Sheikh Abu Amir zitiert nur Fatwen. Nur Autoritäten lässt er hier zu Wort kommen. Ich sage nichts, ich lese nur vor. Guckt euch das bitte an. Fatwa vom 23.07.1978. Sind die Angehörigen der Ahmadiyya-Bewegung Muslime? Ist die Frage. Rechtsgutachten, Gremium des Islamischen Weltliga, Urteil ablehnend. Weltliga, also die gesamte muslimische Umma. Guck mal hier. Institut für Islamfragen, das heißt 13.02.2008. Das Rechtsgutachtengremium der Muslimischen Weltliga hat sich in zahlreichen Schriften und Verlautbarungen mit der Gruppierung der Ahmadiyya-Bewegung auseinandergesetzt. Darin wird der Glaube und der Ursprung der Ahmadiyya-Bewegung erläutert.
genauso wie die nach Meinung der Welt ihre gefährlichen Ziele der Ahmadiyya. Diese Gruppierung ziele auf die Vernichtung des wahren Islam und auf die Irreführung der Menschen, indem sie vom Islam ablenken. Anhand dieser Sichtweise hat das oben genannte Gremium der muslimischen Weltliga, Leute, eine Stellungnahme herausgegeben. Achtung! Der qadianische Glaube, genannt Ahmadiyya, ist ein gänzlich vom Islam abgefallener Glaube. Ihr Ahmadiyya, passt auf! Die Anhänger dieses Glaubens sind gottlose Abgefallene vom Islam. Dass die Ahmadis sich als Muslime darstellen, gilt lediglich als Tarnung und Irreführung. Das islamische geistliche Gremium der Muslimliga ruft alle Muslime auf, seien es Regierungen, geistliche Schriftsteller, Intellektuelle, Propagandisten und so weiter, diese irreführende Sekte in der ganzen Welt zu bekämpfen. Wir haben es zu tun mit dem absoluten Bösen. Ne? Habe ich nicht gesagt, andere muslimische Gruppierungen dulden keine andere muslimische Gruppierung und rufen dazu auf, Sekten zu bekämpfen? Und das ist muslimische Weltliga, also die ganzen Konsens der Gelehrten, das ist abgefahrener Wahnsinn ist das. Deswegen haben auch die meisten Ahmadi auch Angst zu sagen, ja, ich bin Ahmadi, weißt du? Weil wenn Sunniten auf sie dann treffen, dann gibt es aber richtig Ärger. Also selbstig, ihr müsst aufpassen, ihr Ahmadi. Kommentar. Die Ahmadiyya-Bewegung ist eine aus dem Islam hervorgegangene Gruppierung, die sich selbst als Ahmadiyya-Muslim-Jamaat, Jamal heißt Gemeinschaft, bezeichnet. Sie entstand Ende des 19. Jahrhunderts im indopakistanischen Raum. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad rief sie vor dem Hintergrund der christlich-islamischen Kontroverse zwischen den christlichen Missionaren und islamischen Gelehrten des britisch besetzten Indien ins Leben. Nachdem Mirza Ghulam Ahmad anfänglich nur proklamiert hatte, Offenbarung von Gott erhalten zu haben, verfestigte sich sein Anspruch bald dahingehend, ein von Gott beauftragter Prophet zu sein. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn, wenn du behauptest, dass Gott noch einen Propheten nach Mohammed gesetzt hat, weil er soll ja der Siegel der Propheten sein und nach ihm kommt dann niemand. Dann kommt aber Ahmad Mirza Ghulam und sagt, nee, ich bin der letzte Gesandte und ich bin auch noch der Messias und so. Guck mal bitte. Prophet zu sein, auch wenn er nicht mit einer gesetzgebenden Schrift gesandt sei, wie Mose, Jesus oder Mohammed, damit stieß Mirza Ghulam Ahmad jedoch auf Widerspruch sowohl bei sunnitischen als auch bei schiitischen Muslimen. Auf diese Weise verletzt er die bereits im Koran formulierte und im Islam allgemein anerkannte Lehrmeinung von der abschließenden Sendung Mohammeds als letzten Propheten der Geschichte, dem Siegel der Propheten. Seht ihr? 1974 wurde die Ahmadiyya-Bewegung auf Betreiben Saudi-Arabiens aus der islamischen Gemeinschaft ausgeschossen. Ihr Ahmadiyya dürft nicht mal Mekka betreten. Finden die Muslime heraus, dass ihr Mekka betritt, ist euer Blut halal. Das müsst ihr mal vorstellen. Diese Muslime der Ahmadiyya beten auch fünfmal am Tag und praktizieren so Islam und alles. Aber wenn Muslime herausfinden, dass sie einen Fuß in Mekka setzen, Gnade den Gott. Gnade den Gott. 1976 bezeichnete saudi-arabische Gelehrte Ahmadiyya-Anhänger offen als Ungläubige, Kuffar. Also als Nichtmuslime und verwehrten ihnen auch den Zugang nach Mekka. Seht ihr? In vielen islamischen Ländern werden Ahmadiyya-Anhänger mit Misstrauen beobachtet, abgelehnt oder sogar verfolgt. Heute wohl am stärksten in Pakistan. Sie betrachten sich selbst als die eigentliche rechtgläubige Muslime, die übrigen muslimische Gemeinschaft als Ungläubige. Also sie betiteln auch andere als Ungläubige. Daher betreiben Ahmadiyya-Anhänger intensiv Werbung unter Muslimen, wie auch unter Christen. Also Dawa machen sie auch. Allerdings trifft das auch für sunnitische Muslime zu. Sie kommen in eigenen Moscheen zusammen. Die Bewegung soll nach eigenen Angaben heute 12 Millionen Mitglieder in 132 Ländern haben, was allerdings recht hoch gegriffen scheint. Die Ahmadiyya-Bewegung verurteilt Gewalt als Mittel der Ausbreitung des Islams. Sie hält streng am islamischen Pflichtenkanon, Gebet, Fasten, Almosen, also sie wollen auch die fünf Säulen des Islams praktizieren, und der traditionellen islamischen Rolle und Aufgabenverteilung für Frau und Mann fest. Unglaublich, ne? Sheikh Ibrahim sagt dort die Wahrheit, er hat recht. Die Ahmadiyya sind laut Konsens der Gelehrten Ijma, Konsens der Gelehrten Kuffar. Kuffar. Und er kann ja nichts anderes, als zu sagen, ja, die Ahmadiyya sind Kuffar, weil er sich ja auch etwas auskennt mit Fatwa und was die Gelehrten sagen und die Meinung der Gelehrten gegenüber die Ahmadiyya-Bewegung. Ihr kennt ja diese Slogan, wenn zum Beispiel Ahmadiyya in den Fußgängerzonen sich aufhalten. Liebe für alle, Hass für keinen und so ein Quatsch, ne? Das ist der Wahnsinn.
Wahnsinn, ey. Als hätte das was mit dem Islam zu tun. Liebe für alle und Hass für keinen. Allah sagt selber, ich hasse die Ungläubigen. Sure 3, Vers 32. Allah liebt die Ungläubigen nicht. Zwischen uns und den Muslimen ist immer nur Feindschaft. Oder ein Vertrag, ein Akt. Dr. Sheikh, aber wie sagt die Wahrheit hier? Ihr könnt das ja auch alle selber nachprüfen. Ich sage die Wahrheit. Glaubt mir nicht, geht selber auf die Suche. Immer die zu urteilen. Vor allem nicht im öffentlichen Raum. Jetzt wieder Moslem, wenn ich als falsch rede, dann kannst du mich gerne korrigieren. Ich korrigiere dich hier. Jeder rechtfertigt sich dafür. Wie kannst du es wagen, so als liberaler Muslim dahin zu kommen und ihn versuchen zu belehren, obwohl der Konsens, der Ijma der Gelehrten sagt, dass Ahmadiyya alles Kuffar sind? Du solltest dich besser vorbereiten und anstatt solche blödsinnigen Fragen zu stellen, hättest du dich besser vorbereitet. Und mal nachgeforscht, was du bist doch Sunni, du bist doch ein sunnitischer Muslim. Du musst doch gucken, was deine sunnitischen Gelehrten über die Ahmadiyya sagen. Da kannst du so nicht vorgehen und ihm so eine Frage stellen. Natürlich ist er hinter seinen muslimischen Gelehrten und sagt, nee, die sind, das ist ein Kuffar alles. Dr. Sheikh Amir. Boah, was da los ist auf TikTok, das ist auch Wahnsinn, ey. Gott segne euch alle. Dankeschön für die ganzen Likes. Danke für alles, was ihr da reinmacht und sowas. Ne? Vielen, vielen lieben Dank. Ja, mit TikTok erreichen wir auch unfassbare Aufrufzahlen und hier auf YouTube ja genauso. Dr. Sheikh Amir. Richtig oder falsch? Richtig. Und wenn jetzt mein Nachbar, der Ahmadiyya ist und sagt, ich bin Muslim, bitte fünfmal am Tag, dann kann ich den nicht verurteilen. Ach, kannst du das nicht? Du musst den doch prüfen, ob er ein Muslim ist oder nicht. Du musst verfolgen, was für eine Akida der überhaupt verfolgt. Da kann ja jeder sagen, ich bin Muslim. Ja, an was glaubst du denn? So kannst du doch nicht als Muslim vorgehen. Da kannst du jeden als Muslim betiteln. Hey, ach, du glaubst auch an Allah und Muhammad? Ja gut, alles klar, du bist mein Achi. Das ist doch Blödsinn, Mann. Du hättest dich mit deiner Religion auseinandersetzen sollen, Charo, bevor du dahin gehst und ihm versuchst, den Islam zu erklären. Er hat doch wenigstens 10 Jahre war in Ägypten. Wie willst du ihm denn auf Augenhöhe begegnen? Das ist doch Quatsch. Er kennt sich doch 10 Millionen Mal besser als du aus. Aber Dr. Sheikh Amir kennt sich auch besser als ich aus. Du hättest dich besser vorbereiten müssen, mein Lieber. Ich weiß, du hast sehr gute Ansichten und du möchtest niemanden verunglimpfen und auch nicht beleidigen und so, aber das hat ja nichts mit Allah und seinen Gesandten zu tun, ne? Der Mohammed selber hat die Quraysh beleidigt und sagte, wenn ihr stolz seid auf das, was eure Vorfahren angebetet haben und gefolgt sind, was in der Jahiliya-Zeit war, sag ihm, er soll in den seines Vaters beißen. Aykulu lahu atta aira abik. Jetzt möchte ich, dass du mit diesem ganzen Wahnsinn, was du Sheikh Ibrahim so vorwirfst, dass wir überhaupt niemanden so verletzen sollten und seine Religion. Das Ganze nimmst du mal und sagst das zu Mohammed. Ja, Mohammed, warum sagst du zu den Quraysh und alle, die stolz sind auf das, was in der Jahiliya-Zeit war, warum sagst du denn, er soll in den seines Vaters beißen, in den Eiri seines Vaters? Der ist so fern, der Scharo, du bist so fern ab von deiner Religion. Das ist der unglaublich Wahnsinn. Wo finden wir das? In Faidul Qadir Sheri Jami is Sarir. Im Brief von Hamza Hadith 697. Ja, Dr. Sheikh Amir. Faidul Qadir Sheri Jami is Sarir. Der Brief von Hamza Hadith 697. Da kannst du die Aussage nachlesen. Doktortitel. Habt ihr alle schön Spaß, ne? Mein Geburtstagsgeschenk an euch, meine Lieben. Zwar für sich selber rechtfertigen, Frau Allah, aber in der Dunja muss ihn ja jemand warnen. Siehst du? Auch sagen, ja, der Christ. Ja, wir lassen ihn einfach sein, was er möchte. Ich sage ja nicht. Deswegen, wir Christen müssen auch unseren Mund aufmachen, weil wenn Sheikh Ibrahim und Charo und die gesamte muslimische Gemeinschaft auf der ganzen Welt in den Tod geht ohne Jesus Christus, ist es für sie für alle Ewigkeiten verloren. Weil da steht kein Allah, der mit seinen 72 Jungfrauen da steht und sagt, bitteschön, Mr. Azazi, hier sind deine Hudel Ain.
hier bitteschön, ich mache dir schon mal deine Palme nochmal richtig und dann kannst du sie beglücken bis in alle Ewigkeit. Du wirst nur vor dem Herrn Jesus Christus gebracht, deine Knie werden sich beugen und dann wirst du fürs Gericht fertig gemacht. Da steht kein Allah mit seinen Hudel-Engs. Wirst du sehen. Ihr werdet sehen, wo ihr alle hinkommt ohne den Herrn Jesus Christus. Daher bitte ich dich, wirf deine Seele nicht weg für den Islam. Geh und rette deine Seele und lerne die Person Jesu Christi kennen. Werde von neuem geboren nach Johannes 3, Vers 3 und rette deine kostbare Seele. So sieht's aus, siehst du? Auch wir Christen müssen von Jesus Christus reden, weil der Herr fordert von jedem von uns das Blut desjenigen, wo wir unseren Mund gehalten haben. Ne? Das ist das. Big Boss. Weiter geht's. Warum nimmst du dir das Recht heraus, wenn du auch nicht mal wirklich studiert hast, ja, und den Schein, den du nicht hast? Warum nimmst du dir das heraus, um Urteil zu werden? Warum machst du das? Ja, aber er hat doch mehr Berechtigung als du, darüber zu reden. Er war doch wenigstens in Ägypten und hat bei anerkannten Gelehrten wenigstens ein bisschen was mitbekommen. Er ist ein Dai, er ist kein Sheikh. Er ist einfach nur jemand, der ein bisschen Gehirn hat und sich vieles merken konnte. Und hat im Unterricht von diesen Leuten teilgenommen und hat sich einiges gutes Wissen angeeignet. Aber was ihn auch nicht weiterbringt. Und du bist da irgendwie in der Küche und bratest da nur die Sachen zurecht, ey. Während er Koran und Sunna am Lesen war und von Autoritäten gelernt hat. Der hat doch bei Sheikh Al-Adawi gelernt. Er hat das doch selber gesagt. Das ist eine hohe Nummer gewesen, der Sheikh Al-Adawi. Ja, wenn du also bei ihm Unterricht genommen hast, dann heißt das schon etwas. Verstehst du? Aber für mich ist es... Hätte lieber bei Dr. Sheikh Al-Amir Unterricht genommen. Erstmal, warum nimmst du hier aus? Zu sagen, ich habe nicht richtig studiert. Hast du ja gerade selber gesagt. Hab ich das so gesagt? Du hast gesagt? Nein, oder? Du hast gesagt? Nicht an der Universität. Nicht an der Universität, sondern 10 Jahre irgendwo in Ägypten. Ja, wir haben denn die Sahaba und alle möglichen studiert? Waren die auch an irgendeiner Universität oder was? Die haben es doch auch voneinander alle gelernt, von Rasulallah. Sie haben sich also Wissen angeeignet von Rasulallah und dann haben sie es von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben. Und deswegen schlagen wir sozusagen Tafsir auf, um zu sehen, weil sie waren näher an Rasulallah dran, als wir heute im 21. Jahrhundert. Deswegen schämen sich die meisten Muslime, wenn man die Tafsir aufschlägt, weil die Gelehrten den Islam einen riesen Krater verpassen und uns zeigen, dass der Islam eine falsche Sekte ist. Deswegen seht ihr beispielsweise, wenn ich Ibn Kathir al-Qurtubi al-Tabari al-Jalalain zitiere, wenn es problematisch wird, dann sagen die, wir können nicht immer den Gelehrten vertrauen. Also so heuchlerisch, verstehst du? Sie akzeptieren nur das, was für sie so vom Verstand her in Ordnung ist. Alles andere wird abgelehnt, aber so könnt ihr ja nicht vorgehen. Entweder ihr lehnt alles ab an Tafsire oder ihr akzeptiert alles, was in den Büchern verzeichnet ist. Ganz einfache Mathematik. Entweder oder. Entweder du sagst, deine Gelehrten sind masum, fehlerfrei in der Religion, im Dien, oder du sagst, nein, das sind fehlerhafte Menschen und ich akzeptiere nichts von ihnen, weil sie können ja irgendwelche Fehler auch im Dien haben. Das ist nämlich die große Katastrophe, die wir haben. Aber da gibt es Gelehrte, die sagen, die sind masum sozusagen, fehlerfrei in der Religion. Also nicht Fehler im Menschlichsein so, aber in der Religion haben die keine Fehler, weil es könnte ja sein, dass sie auf einmal in die Irre geht. Deswegen haben die sich konzentriert, was sie da auch aufschreiben in ihren Büchern. Versteht ihr? Die sind akribisch vorgegangen, sehr, sehr akribisch, was sie da reinschreiben in ihren Büchern. Und da stehen natürlich wahnsinnige Sachen drin. Ne? Das ist das. Ich? Nee, das hast du aber nicht verstanden. Na, ich sag noch was, was ich verstehe. Okay, aber auch wenn du es nicht studiert hast, dann musst du ja irgendwas mit Dokumenten bekommen. Wenn man das keine Dokumente bekommt, guck mal, wenn ich jetzt 10 Jahre lang ein Auto schraube, habe ich keinen Meisterbrief. Dann kann ich hier keine Kfz-Werkstatt aufmachen, weil ich ja keinen Meisterbrief habe. Auch wenn ich sage, ich habe 20 Jahre Autos geschraubt. Und ich kann das, sagen Sie mir nicht, du brauchst einen Meisterbrief. Ja, was der Staat dir sagt, ist mir aber egal. Wenn du gut schrauben kannst, besser als der Meister so und so, dann nehme ich mein Auto zu dir, weil du Erfahrung hast. Siehst du? Ich ziehe meine Aussage hier zurück. Hat der Sheikh Ibrahim gut gekontert. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel keinen Titel hat in Sachen Kfz rumschrauben und so, aber er selber voll die Erfahrung hat, schon seit 10, 20 Jahren und Ahnung hat von der Materie, nur weil er keinen Titel jetzt hat, dann wäre es doch nicht verkehrt, ihn daran schrauben zu lassen. Er kennt sich aus. So ist das. Manchmal ist diese Titel-Dasein, bringt ja auch nichts. Wenn jemand also Erfahrung gesammelt hat, dann kann er diese Erfahrung ja auch einsetzen. Ja, der Schabo, der rafft ja gar nicht, was er da sagt. Deswegen hat sich die ganze muslimische Community über den so aufgeregt, der hat er richtig seine
seine muslimische Oma zu spüren bekommen haben, wie die den von oben bis unten beleidigt haben. Hast du gesehen, Charo, wenn deine muslimische Community auf einmal dir die Liebe zeigt im Islam? So wie sie mir auch in meinen Kommentaren die Liebe zeigen. Die Liebe von den Muslimen. Oh, das ist so schön. Ich liebe euch. Dankeschön für eure Liebe. Die beleidigen ja. Wie verrückt. Das ist so unglaublich. Ne? Guckt euch nur die Kommentare an. Die beleidigen vom Allerfeinsten. Die wünschen nur Tod und beleidigen und ihr Mutter und ihr du Hund und ihr. Das sind wir nur bei den Muslimen. Die können nicht locker bleiben. Ne? Das ist heftig. Ne? Das ist sehr heftig. Jemand, der 20 Jahre studiert hat, dagegen jemand, der sich mit Theologie beschäftigt hat, sagt, hier ist eine Gruppe, die heißt Ahmadiyya, so und so und so und so sagen die, sind das Muslim oder nicht? Und das ist ja keine Beleidigung. Sehr gut, genau. Der Sheikh Ibrahim hat ihm gesagt, ja, okay, vielleicht habe ich ja Unrecht, dann geh doch zu den Gelehrten und hör dir an, was die untereinander über die Ahmadiyya sagen. Sie alle sagen unabhängig voneinander genau dasselbe, das, was ich auch sage. Das sind Kuffar und die dürfen wir nicht als Muslime anerkennen. Und wenn sie Mekka betreten, ist ihr Blut halal. Aber der Charo, der ist ein lieber Mensch, der hat ein liebes Herz. Er möchte nicht anderen wehtun. Er möchte nicht, dass aufgrund seiner Religion Menschen unterdrückt werden. Das ist ja krank. Aber der Sheikh Ibrahim weiß, dass man diese, dass man andere Gruppierungen im Islam leider zur Strecke bringen muss. Aber er selber, das wird ihm ja auch zu Verhängnis, wenn der islamische Staat hier nach vorne kommt, er wird seine Religion noch zu spüren bekommen. Für sein Verhalten auch hier. Ne? Die beobachten ihn vom Feinsten. Und der Pierre Vogel, der den islamischen Staat auch als idiotischer Staat abstempelt, das müsste ich mal geben. Also wenn die nach Koran und Sunna richten, da sagt der Pierre Vogel, das sind Abgeirrte und sowas. Unglaublich, sowas würde ich mich niemals trauen, zu der Gruppierung zu sagen, dass es so Abgeirrte sind und so. Wenn die nach Koran und Sunna richten, das ist unfassbar. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn sie so Mordvideos raushauen, der islamische Staat damals, so zitieren sie die Sida von Mohammed und die Koranverse und alles mögliche, warum sie es gerade tun, damit kein Muslim Ausrede hat für das, was sie gerade tun. Und viele Muslime weltweit schämen sich in Grund und Boden und sagen, ach du Heilige, im 21. Jahrhundert gibt es Muslime, die ganzen Bestandteile des Islams auch noch praktizieren und Dörfer angreifen wie Mohammed im 6. Jahrhundert und anfangen Frauen zu erbeuten und aus ihnen Dings zu machen, Sklavinnen zu machen und alles mögliche. Das ist so abgefahren. Sie nehmen ihre Religion ernst. Jeden Buchstaben. Ich dazu befugt, Leute, diese religiösen, tiefgründigen Fragen zu beantworten. Ich würde es mir wünschen, wenn ihr in die Moschee geht. Das habe ich noch nicht gesagt. Ich war ja selber, Menschen, ja, ich war ja selber jahrelang Imam in der Moschee. Du? Ich ja. In Ägypten und in Deutschland auch. Mhm. Okay. Mhm. Deswegen, das hätte ich gesagt. Ich habe gesagt, nehmen wir an, ich habe überhaupt keine Ahnung. Mhm. Dann ist das nicht meine Aussage, sondern von jedem Mufti auf der Welt, jedem Muslim, der fünfmal betet, der ein bisschen seine Religion kennt, soll das gleiche sein. Mhm. Ist das nicht meine Aussage? Also ich versuche sowohl Sheikh Ibrahim zu verteidigen, als aber auch Charo, wenn er aus liberalen und herzlichen Sachen so da raushaut aus sich selber. Und wenn der Sheikh Ibrahim solche Sachen sagt, dann kann ich ja nichts anderes als sagen, ja, der hat recht, der beruft sich ja auch nur auf den Konsens der Gelehrten und weiß ganz genau, wie die über die Ahmadiyya denken und andere Gruppierungen. Das ist das. Und dann kommt der Charo mit seiner liberalen Auffassung und versucht ihm das zu erklären. Das, der gibt ja gar keinen Sinn, weil er sich selber nie mit seiner Religion auseinandergesetzt hat. Sonst wüsste er, wie heftig der Islam ist. Also wenn er siehst, Charo, dann wäre es angebracht, sich einmal hinzusetzen und die islamischen Schriften aufzuschlagen, was Mohammed, Allah und die Sahaba so getan haben. Ja, eine. Was unterscheidet dein Islam von den ganzen anderen Islam oder von den 4 Millionen Menschen, die hier leben? Schau mal, es gibt nur einen Islam. Der Islam ist klar. Wie der Prophet A.S. gesagt hat. Er hat uns auf einem weißen Blatt hinterlassen. Und er hat auch gesagt, es gibt einen Weg, einen geraden Weg und es gibt hier, Ausfahrt rechts, Ausfahrt links, wo die Schayatin einen hinrufen, sozusagen. Der Islam ist klar. Das Mensch ist wie die das noch so einblenden, als wüsste keiner, was Shaitan bedeutet oder Schayatin. Die sagen so, so wird im Islam der höchste Teufel genannt. Die meisten, die da zugucken, sind doch auch voll bewandert in islamische so Wörter und alles mögliche. Aber ist okay, das ist jetzt nur nebensächlich. Mehr praktizieren oder weniger praktizieren, das ist wieder was anderes. Verstehst du, was ich meine? Wenn jetzt einer sagt, ich bin Muslim, aber ich bete nicht. Okay, dann heißt es nicht, dass nicht beten wichtig ist. Okay, als Muslim, er betet. Sheikh Ibrahim,
Erzähl den Muslimen mal, was mit ihnen passiert, wenn sie aufhören zu beten, Sheikh Ibrahim. Bist du so heftig, Sheikh Ibrahim aka Schweinfurt, eine Khutba zu halten und Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah zu zitieren, wie er sagt, wenn die Muslime nicht beten, töten, sofort. Glaubt ihr mir nicht? Das ist dein Gelehrter, du musst dich ihm unterordnen. Wer bist du im Gegensatz zu Sheikh Ibn Taymiyyah? Sheikh al-Islam, das ist der Gelehrte dieser ganzen Salafis, guck mal her. Fatwa. Psst. Fatwa zu der Frage, wie die Strafe für diejenigen aussieht, der das Beten absichtlich vernachlässigt. Die ganzen Euro-Muslime, die hier Unwesen treiben, allesamt. Guckt euch das bitte an. Ein Muslim, der nicht betet, gilt als Ungläubiger und muss als solcher behandelt werden, ihr Lieben. Ihr Muslime, die ihr mir alle zuguckt. Wenn ihr eine der fünf Säulen des Islams verlasst, und das ist das Salah, das ist das Gebet, und die Muslime nehmen das ultra ernst. Solltet ihr aufhören und zeigen, dass ihr nicht betet, von morgens bis abends Allah anbetet, seid ihr Kuffar, weil Muhammad gesagt hat in einem authentischen Hadith, das, was uns und die Kuffar unterscheidet, ist das Gebet. Wer es verlässt und aufgibt, ist einer von ihnen. Wer hat hier Ahnung und zitiert die ganzen Sachen? Der Sheikh Ibrahim traut sich das nicht, weil er Angst um seinen Hintern hat. Sheikh Ibrahim, ach, nenn ich den Sheikh. Ibrahim, halt doch mal eine Khutbah vor den ganzen Leuten und steht zu Rasulallah und seinen ganzen Gefolgsleuten. Und zitiere Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Komm, mach mal. Mach mal. Ein Muslim, der nicht betet, gilt als Ungläubiger, muss als solcher behandelt werden. Frage, welche Strafen erhält derjenige, der das Gebet absichtlich aufgibt oder vernachlässigt? Antwort. Erstens, er darf weder gegrüßt noch darf sein Gruß beantwortet werden. Der Gelehrte des Islam, Ibn Taymiyyah, sagte, man darf denjenigen, der nicht betet, weder grüßen noch seinen Gruß beantworten. Also ihr ganzen Euro-Shisha-Muslime, die ihr Unwesen treibt, man darf euch noch nicht mal begrüßen, weil ihr seid Kuffar. Ihr seid einfach Ungläubige. Ihr sagt die ganze Zeit, Alhamdulillah, ich bin Muslim, aber beschäftigt euch mit was ganz anderem. Hier, Gaming. Den ganzen Tag auf Twitch am Zocken und nicht Allah anbeten. Eure Religion wird euch zum Verhängnis werden. Seid froh, dass ich hier mein Leben einsetze, um euch das zu zeigen. Weil wenn diese Leute nach vorne kommen und Scharia einsetzen, seid ihr dran. Ihr seid allesamt dran, allesamt. Zweitens, seine Einladung wird nicht angenommen. Guck mal hier. Drittens, er darf keine Muslime heiraten. Falls er verheiratet wird, ist seine Ehe ungültig. Allah sagte, wenn ihr sie dann gläubig erfindet, so schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück. Diese Frauen sind ihnen nicht erlaubt. Noch sind diese Frauen erlaubt. Sure 60, Vers 10. Falls er das Beten nach der Eheschließung und dem Ehevollzug aufgibt, wird seine Eheschließung rückgängig gemacht. Seine Frau wird für ihn als verboten erklärt. Wie viele Millionen Türken in diesem Land, die Muslime sind, haben eigentlich nichts mit dem Islam zu tun und leben einfach ihr Leben. Allgemein Muslime, die einfach nur den ganzen Tag auf TikTok rumhocken. Eure Religion wird euch zum Verhängnis. Ich wiederhole es und wiederhole es, damit das in euren Kopf reingeht. Damit ihr mir hier keine Ausreden habt. Viertens, er darf nicht seine Wohnung besucht werden. Es darf nicht seine Wohnung besucht werden. Er darf nicht besucht werden, wenn er krank ist. Sechstens, keiner darf mit ihm in einer Wohnung zusammen wohnen. Er darf Mekka nicht betreten. Allah sagte, die Götzendiener sind unrein. Drum sollen sie sich nicht nach diesem Jahr der heiligen Moschee nähern. So 9, Vers 28. Ihm darf nichts von den Almosenabgaben zukommen. Also Zakat darf ihn auch nichts bekommen von. Das Fleisch seines Opfertieres darf nicht verzehrt werden. Zehntens, er darf sein Eigentum nicht selbst verwalten. Elftens, er darf kein Erbe von Verwandten annehmen. Allahs Prophet Mohammed sagte, ein Ungläubiger darf keinen gläubigen Muslim beerben. Das ist die heftigste Religion, von der ich jemals gehört habe. Versteht ihr jetzt, warum ich den Islam verlassen habe? Das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was ich hier alles noch herausgefunden habe. Guck mal hier. Zwölftens, er darf weder seine Tochter noch eine andere Frau verheiraten. Punkt 13. Und bitte hört mir jetzt richtig zu. Ich lese euch das jetzt vor. Er wird als Ungläubiger hingerichtet, nachdem man ihn vor den muslimischen Machthaber oder Richter bringt. Dieser befiehlt ihm zu beten und erklärt ihm, dass derjenige, der nicht betet, als Ungläubiger gilt. Falls er zu der nächsten Gebetszeit nicht betet, wird er getötet. Ich mache es nochmal groß für diejenigen, die noch Tomaten auf den Augen haben. Wenn er nicht betet, wird er getötet.
wird er getötet. Er darf keine Bedenkzeit, arabisch ist die Derba, bekommen. Einige Gelehrte des sunnitischen Islams erlauben ihm eine dreimalige Bedenkzeit. Jedoch, Achtung, jedoch ist die Meinung, ihm keine Bedenkzeit zu geben, die der meisten Rechtsgelehrten. Sheikh Ibrahim, wenn du so ein heftiger Muslim bist, wie du immer sagst, dass du der Sheikh der ganzen Muslime da bist und die dich auch ernst nehmen, halt eine Khutbah darüber. Sag den Leuten hier in Europa, die nicht beten, ja, sei kein Munafik und steh zu deiner Religion und sag, wenn es dazu kommt, dass wir hier Scharia einsetzen, ihr ganzen Euro-Muslime, hört mir zu, so sagst du das, damit du auch schön sie ansprichst. Sollten wir herausfinden, dass ihr nicht betet, wir werden euch alle nacheinander. So sieht's aus. Versteht ihr jetzt, wie gefährlich der Islam ist für euch alle? Und jetzt sagt nochmal, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Macht mal weiter mit Alhamdulillah, ich bin Muslim. Macht mal weiter. Seid mal schön auf Twitch, auf YouTube und diese ganzen Affen Social Medias und verpasst eure eigene Islamisierung. Wartet ab. Ihr schwebt in allergrößter Gefahr, Leute. Ihr werdet unter Zwang Allah anbeten, wie Baal damals. Versteht ihr jetzt? Versteht ihr jetzt, warum ich sage, dass ich diese Leute ja gar nicht ernst nehme von Ibrahim und so? Weil ich ja weiß, dass diese Leute ja lügen. Der würde sich nicht trauen, das zu zeigen. Ist das extremistisch, Charo, was ich dir gerade gezeigt habe? Es ist okay, andere Muslime, die jetzt nicht so religiös sind und nicht den ganzen Tag fünfmal beten, wie Barello Pasto und diese ganzen TikTok-Muslime, die ja von morgens bis abends live sind und die armen Leute da ausnehmen, das Geld von denen, von den armen Leuten, die an Matches da teilnehmen und das Geld aus den Taschen der Leute rausziehen. Was geschieht mit denen? Sheikh Ibrahim, halt doch mal eine Predigt darüber, was mit den TikTok-Shisha-Muslimen passiert. Wie Barello und diese ganzen Konsorten. Was sollte nach Scharia mit denen passieren hier in Deutschland? Ah, mach mal eine Khutba. Sei mal so heftig. Sei mal ein richtiger Sheikh. Hab mal die Kochonis dafür. Schweinfurt kannst du beantworten. Eine Frau beispielsweise sagt, ich trage keinen Hijab. Ich weiß nicht, ob deine Frau trägt oder nicht. Das ist deine Sache. Aber eine Frau sagt, ich bin Muslima, ich bete beispielsweise, aber ich trage keinen Hijab. Ist ihre Sache. Aber was stellst du solche Frauen nicht auch an den Pranger? Was heißt an den Pranger? Ich sage, im Koran hat Allah es verpflichtend gemacht, die dazu. Du nennst jetzt vielleicht nicht diese. Er hat absolut recht. Der Sheikh Ibrahim hat wieder hier absolut recht. Der Allah sagt in Surah 33, Vers 59, dass es verpflichtend ist für eine Muslima, sich zu bedecken. Fatwa zu der Frage, ob das Tragen des Kopftuches Pflicht ist. Merkt ihr, was ich hier mache? Merkt ihr die ganze Zeit, was ich hier mache? Damit mir ja kein Muslim kommt und sagt, Dr. Sheikh Awamin hat überhaupt keine Ahnung. Ihr wisst genau, dass ich hier sitze und die Wahrheit sage. Ihr wisst es alle. Alle wisst ihr es, allesamt. Einigkeit unter muslimischen Gelehrten, Kopftuch ist Pflicht für jede Muslima. Von dem Rechtsgutachter Dr. Yusuf Al-Qadawi, dem Vorsitzenden der International Union of Muslim Scholars. Frage, wie beurteilt der Islam den sogenannten Hijab, das Kopftuch, das die Haare einer Frau bis zum Hals bedeckt? Antwort. Der Islam betrachtet das Tragen des Kopftuches als Pflicht. Allah hat es in seinem Buch, dem Koran, befohlen, in der Sure des Lichtes, und sie sollen ihre Tücher über ihre Kleiderausschnitte ziehen. Sure 24, Vers 31. Dies ist ein Befehl Allahs. Der Buchstabe für Li im arabischen Korantext in dem Wort Li Yadribana, Yadribna, das heißt, sie sollen zu decken, deutete eine Befehlsform an. Deshalb ist das Kopftuch eine Pflicht und eine Säule des Islams. Eine Säule des Islams ist das, eine Pflicht. Eure Shisha, das ist krass. Vor einigen Tagen habe ich angefangen hier mit diesem TikTok. Ne? Da lasse ich dann immer Leute rein und dann kommen auf einmal auch diese sogenannten Euro-Shisha-TikTok-Muslimas, die mir sagen wollen, wie der Islam zu verstehen ist. Ich muss also die Rolle eines Gelehrten des Islams annehmen und die belehren, dass der Islam sagt, ihr müsst Kopftuch.
Kopftuch anziehen. Da kommen die mit Ausschnitt und zeigen Aura und sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim, der Islam ist das Schönste, was es gibt. Das ist Wahnsinn, ist das, Mann. Guck dir das bitte an. Deshalb ist das Kopftuch eine Pflicht und eine Säule des Islam. Aber es steht nicht auf derselben Ebene wie die verpflichtenden Gebote, wie das Gebet. Einige fragen, ob das Kopftuch genauso verpflichtend ist wie das Beten. Die Antwort lautet nein. Die Pflichten des Islam sind verschieden in ihrer Verbindlichkeit. Denn es gibt Pflichten, die wir die Säulen der Pflichten nennen. Damit sind die Säulen des Islams gemeint, wie die Befolgung des Betens, das Zahlen von Almosen, das Fasten im Ramadan und das Verrichten der Pilgerfahrt nach Mekka. Diese sind die Säulen des Islams, die fünf Säulen des Islams. Darauf ist der Islam errichtet. Diese Pflichten unterscheiden einen Muslim von einem Nicht-Muslim. So sagt der Muslim, einer der Überlieferer, Sahih Muslim, der Unterschied zwischen Glauben und Unglauben ist das Aufgeben des Gebets. Seht ihr, was ich euch gerade eben zitiert habe? Yusuf al-Qadawi, Dr. Sheikh Yusuf al-Qadawi, bestätigt Dr. Sheikh Abu Amir. Und sagt, ja, Dr. Sheikh Abu Amir ist ein sehr guter Gelehrter, der unseren Propheten hier zitiert. Er erzählt keine Lügen über Rasul Allah. Er erzählt keine Lügen über Allah. Er gibt euch die Wahrheit, ihr eure Muslime. Ob es euch nun passt oder nicht. Also, das Tragen des Kopftuches ist eine Pflicht und eine Säule, die sich aber nicht auf derselben Ebene der Verpflichtung befindet wie das Gebet. Dies heißt jedoch nicht, dass diese Pflicht eine Nebenpflicht ist. Nein, es ist tatsächlich ein tatsächlicher Befehl des Islam. Die ganze muslimische Gemeinschaft, Arabisch al-Umma, ist sich darüber einig. Kein muslimischer Gelehrter, sei er Sunnit, Schiit, Ibadit oder anderes, hat jemals bestritten, dass das Tragen des Kopftuchs eine Pflicht für jede Muslime ist. Und jetzt kommt nochmal bei mir rein, ihr eure Shisha TikTok-Muslime, und sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslim, mit gezupften Augenbrauen, Schminke im Gesicht und enge Klamotten und sowas, und erzählt mal den Leuten von Islam. Und Islam ist Frieden und Islam ist schön. Und hör mal auf zu reden über Islam. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich bin im falschen Film, ehrlich, Leute. Wie die sich alle köstlich amüsieren, die Leute da. Das Interview hätte schon längst fällig sein müssen. Ich hatte nur keine Zeit. Ich habe euch doch gesagt, hier platzt eine Bombe. Deine Videos, die Frauen, die sich ja nicht mit Kopftuch bedecken, stellst du ja. Und da haben wir wieder die liberale Auffassung von Charo, weil er sich nicht mit seinem Islam auseinandersetzt und nicht begreift, dass es Gelehrte gibt, Ijma, unter den Konsens unter den Gelehrten, und auch verschiedene Gruppierungen im Islam, die Sekten, wie Schiiten, Sunniten und hast du nicht gesehen, die sind sich alle einig, dass das Hijab-Tragen einer Frau Pflicht ist. Ja, irgendwann im Pranger, da kommen wir ja wieder zur psychischen Gewalt. Was heißt an dem Pranger? Schau mal, du sagst mir jetzt, Leute, Junkfood ist gesundheitsschädlich. Nee, ja. Ist gesundheitsschädlich. Mhm. Dann kommt der von McDonald's und sagt, ja, der macht meinen Laden kaputt, der macht mein Business kaputt. Ja. Du sagst einfach die Wahrheit. Ja. Es gibt aber auch viele Hadithe, wo auch gesagt wird, ich soll nicht über andere urteilen und bei mir sein. Okay, was heißt über andere urteilen? Über andere urteilen, ich sage, Ahmed geht in die Hölle. Mhm. Das sagen wir nicht. Wir sagen, Allah sagt, Ahmed muss beten. Punkt. Mhm. Ahmed muss nicht in die Hölle geht oder nicht, das weiß nur Allah. Richtig. Das aber das bringst du ja so gerade, wie du jetzt gerade so mit mir redest. Guck mal, was der Mohammed über Frauen sagt, die so arrogant in ihrer Arroganz, diese Euro-Shisha-Muslime, die bei mir hier reinkommen wollen und mir etwas von Islam erzählen wollen, wie Mohammed sie auch betitelt. Guckt euch das bitte an. Die schlimmsten Frauen sind diese, hier müsst ihr eigentlich stehen, die Euro-Shisha-Muslime. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Achtung ihr Euro-Shisha-TikTok-Muslime, die schlimmsten der Frauen sind diese, die Tabarutsch begehen, die in Arroganz herumstolzieren, und sie sind die Heuchler. Ihr seid so die Heuchler. Keiner von euch wird das Paradies betreten, sagt Mohammed. In Al-Bahari 782, authentisch, Sahih, As-Sahih, Band 4, Nummer 1849. Jetzt pass mal auf, er erklärt den Begriff. Er erklärt den Begriff Tabarutsch wie folgt. Tabarutsch ist, wenn eine Frau ihren Schmuck, Körpermerkmale und all das, wozu sie verpflichtet ist, zu bedecken. Ihr Euro muss niemals, wenn ihr bei mir reinkommt, kommt nur bedeckt bei mir rein.
weil euer Prophet euch verflucht hat. Guck mal hier. Wenn eine Frau ihren Schmuck, Körpermerkmale und all das, wozu sie verpflichtet ist, zu bedecken, welche die Lüste der Männer einlädt, preisgibt bzw. enthüllt, also eine Frau, die sich nicht scharia-gemäß bedeckt. Marat il Muslima, Seite 54. Und es gibt verschiedene Formen des Tabarruj. Guck mal hier, Form von Tabarruj. What are the forms of Tabarruj in Islam? They are using hijab unsuitable to Islam's law and the believing woman to draw their veils over them. Surat Al-Ahzab, wie ich euch gerade eben erklärt habe, Surah 33, Vers 59, sie zitieren das auch. Und dann haben wir Surah An-Nur, ja, das Licht, Surah 24, Vers 31. Guck mal hier, was Muhammad sagt. Parfüm tragen, ihr Lieben. Ihr ganzen Leute, die bei Douglas und so einkaufen und euch einparfümiert. Very perfume. And the verses regarding women's perfume is written below. And the woman who wears perfume and then passes by gathering is such and such. Also wenn eine Frau Parfüm trägt und an Leuten vorbeigeht, ist sie eine so und so. Hier wollten die Leute nicht Mohammed zitieren. Er sagt, das sind so, ich will es jetzt auch nicht sagen, aber H-U-R-E. Der Mohammed betitelt also muslimische Frauen, also Frauen, die sich Parfüm drauf tun, um damit dann so rumlaufen, damit die anderen Leute den Duft so riechen und so verführerisch sind, nennt der Mohammed, das sind such and such, also nichts anderes als H-U-R-E-N. Hier, guck mal. Wearing Siura clothes. Siura clothes is a type of clothing that different from how Muslim women generally dress. The woman who wear this type of clothing tend to think highly of herself. So she appears to be more stylish and modern than the rest. Also diese Frauen, die sowas machen, möchten einfach so modern sein und ein bisschen mit der Zeit gehen und so. Aber das hat ja nichts mit Islam zu tun und mit Mohammeds Aussagen. Guck mal hier, the Prophet Muhammad said, sallallahu alaihi wasallam said, whoever wears a garment of pride and vanity in this world, also wenn ihr so Sachen, Klamotten anzieht und so stolz herumläuft und so eure Aura und sowas, sag mal hier, Allah will clothe him in a garment of humiliation on the day of Resurrection, then set in a blaze. Sondern in Majah 3607. Also Allah wird euch dann die Kleidung der Schande überziehen, weil ihr euch so unislamisch verhalten habt. Unglaublich, ne? Meine liebe Euro-Muslima. Geh mal weiter auf Twitch ein bisschen gucken, wie die Leute da ein bisschen spielen und guck ein bisschen hier Vanity und sowas und lass das alles außer Acht, was Muhammad gesagt hat. Und dann kommst du wieder bei mir rein und sagst, Ami, hör auf, über Islam zu reden. Ne? Das ist so grausam. Der Zustand ist so grausam. Der Zustand ist einfach nur grausam. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Der ist grausamer, geht's gar nicht mehr. Also diese Muslimas kommen selber nicht auf den Gedanken herauszufinden, was die Worte von Mohammed sind und was Allah da sagt. Und dann kommen die zu mir und machen mich an. Obwohl ich nur das vertrete, was die muslimische Oma vertritt. Ja, und dann haben wir natürlich den Charo, der eine sehr liberale Auffassung hat und der leider keine Peilung hat von seiner Religion. Ne? Man muss die Muslime dazu, man muss sie ermahnen und sagen, hör mal zu, das, was du machst, ist Fitna im Land zu erregen. Du trachtest nach Fitna und das geht so nicht. Es gibt gewisse Regeln im Islam und die muss man einhalten. Weigerst du dich, müssen wir anders dann mit dir vorgehen. Ganz einfach. Also, ich glaube, wie gesagt, du kannst mir jetzt gerne irgendein Video zeigen, wo ich über eine Person spezifisch gesprochen habe. Nein, du nennst keine Person beim Namen. Aber ich kann sagen, du urteilst dennoch über Menschen. Ich urteile über Taten. Wenn ich sage, der Prophet hat gesagt, dass die Frau, die angezogen, aber trotzdem nackt ist, also nicht richtig bedeckt ist, sie geht nicht ins Paradies und sie wird nicht in die Hoffnung. Hast du gesehen? Ich verteidige sogar den Sheikh Ibrahim. Ich verteidige sowohl Sheikh Ibrahim, also Ibrahim und auch Charo. Aber ich zerbombe auch sowohl Sheikh Ibrahim, als auch ich zerbombe auch ihn. Weil beide irgendwie ganz komische Ansichten haben. Er traut sich nicht, die Wahrheit über den Islam zu erzählen und er hat sich niemals mit dem Islam auseinandergesetzt. Und ich bin hier und erzähle die Wahrheit und zitiere hohe Autoritäten, wo er schlucken muss und sagt, oh, okay, okay.
So, meine darf ich ausreden? Die wird nicht ins Paradies gehen und das Paradies nicht riechen. Glaubst du daran, was der Prophet sagt? Punkt. Hast du jetzt die Aisha, Hafsa, wer auch immer, diese Frau an die Frage gestellt? Du sagst nur, der Prophet sagt so und so. Punkt. Weißt du, was ich meine? Das ist die Sache. Wir sollen unsere Bedecke sein, das steht im Koran. Aber ich sage ja nicht hier, habt ihr gesehen, diese und diese Frau auf TikTok, die zieht das und das an. Nein, das machst du nicht allein, sondern das ist das Leben. Jeder ist für sich selbst, aber anders, was du gesagt hast. Ich stelle da keinen an den Pranger. Ich habe noch nie irgendjemand genommen und den blamiert oder den schlecht dargestellt. Nicht mal dieses Mädchen von der Dokumentation. Ach nein, hast du niemanden so blamiert und so? Hast du nicht ein ekelhaftes Video gemacht, wo du mich als so einen Homosexuellen dargestellt hast mit deiner Bande da? Hast du nicht gemacht, Sheikh Ibrahim, und diese Islam-Content-Munafirun? Habt ihr nicht gemacht, ne? Habt ihr nicht mein Bild genommen und das dargestellt, als wäre ich so ein Homosexueller, ne? Naja, aber schön hier den Munafirun spielen, ne? Nicht die Wahrheit über den Islam sagen, weil du schön Angst hast, ne? Das kannst du gut machen, ne? Unglaublich. Warte. Was war mit diesem einen TikToker? Warst du nicht bei dem vor die Tür zu Hause? Und hast du ein Namensschild, dein Kinderschild gefilmt? Nee. Oder jemand anders? Nee. Einer von dir? Auch nicht. Ich war bei ihm in der Nähe in der Straße, aber ich habe nicht seinen Namen. Rein zufällig. Nee, nicht rein zufällig. Aber das ist ja schon. Rein zufällig ist er in der Straße. Ja, aber du weißt nicht die Geschichte. Nein, ich weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, du sagst es gerade. Du hast mich nach dem Typ gefragt, ich erzähle dir. Oder? Bitte. So macht man das in einem Dialog. Bitte. Dieser junge Mann hat viele Leute, wie du jetzt sagen würdest, ein bisschen getriggert, ein bisschen widerlegen gefühlt, die haben mich geschrieben, bitte reden mit ihm, bitte warnen uns vor dem, bitte sag, was ist mit dem? Da habe ich überall versucht. Ja, aber es gibt doch auch Muslime, die vor dir waren und sagen, du führst auch Menschen in die Irre. Seht ihr nicht, wie ihr aufeinander trifft und einer den anderen Takfir auf ihn macht? Ihr seid keine normale Glaubensgemeinschaft. Ihr spricht Takfir auf jeden aus und dann erklärt ihn zu Ungläubigen und dann bekämpft ihr euch bis aufs Blut. Das ist der Wahnsinn, Mann. Es gibt doch Leute, die dich auch so als Käfer betiteln. Was meinst du, wenn der islamische Staat auf dich trifft, Ibrahim? Meinst du, die gehen mit dir zimperlich um? Meinst du, die gehen mit Abul Barat zimperlich um, der sich ausspricht gegen den islamischen Staat? Öffentlich? Und sagt, man sollte dieser Gruppierung nicht folgen. Und ich aber merke, dass sie nichts anderes als Koran und Sunna in die Tat umsetzen. Und das auch noch beweisen kann. Das ist der Wahnsinn, Mann. Wie kann man da solche Aussagen treffen? Kein Wunder, dass die ausflippen und sagen, ey, warte mal, wir werden diese Munafirun hier zur Strecke bringen. Was reden die da? Ich sag doch, der Islam ist so gefährlich. Diese ganzen Gruppierungen, wenn die eines Tages aufeinandertreffen, das wird zu einem wird Pulverfass. Pulverfass. Hat nicht geklappt. Dann hat mich einer kontaktiert, der hat gesagt, schau mal, dieser Junge, hin und her, da ist seine Adresse, da ist seine Nummer, du hast ja nach dem gesucht, gut. Da bin ich da hingegangen, habe ein Video gemacht und habe dann sowas gesagt, ich kannte damals nicht seine Adresse, jetzt kennen wir sie und ihm ist immer noch nichts passiert, weil er hat ja gesagt, wir würden ihn suchen, wir wollen ihn töten. Ich habe gesagt, das stimmt nicht, ja, hier ist überhaupt nichts, wir kennen jetzt seine Adresse und er ist immer noch in Ruhe und Frieden. Und das war gesagt, paar Leute haben das ein bisschen hochgepusht, aber so wollen wir jetzt auch nicht dazu sagen, weil da läuft ein Verfahren, aber... Weißt du, was ich meine? Der ist immer noch in Ruhe und Frieden. Naja. Ruhe und Frieden, mein Mister. Warum wurdest du vom Verfassungsschutz beobachtet oder warum bist du immer noch bewacht? Weiß ich nicht. Weißt du? Nein. Nein. Aber kann es sein, dass ein Umzug von München nach Gelsenkirchen vielleicht was damit zu tun hat? Nee, weil der war ja jetzt erst vor ein paar Monaten. Ja, weil in München halt nicht so eine große muslimische Umma ist wie hier in NRW und so. Ne? Hier in NRW sind ja sehr, sehr, wie nennt man das? Ja, tiefgläubige Muslime oder was. Ne? Aber, und da kann er sich natürlich ein bisschen niederlassen, der Ibrahim, der unter seinesgleichen. Weil in München, wen hat er da in München? Das ist, kann er zum Oktoberfest gehen. Da habt ihr dieses Video gesehen, wo diese Muslime, ich glaube, das sah aus wie eine Marokkanerin mit so einem Kopftuch und alles, voll das Maß Bier am Trinken. A'udhu Billah. Da habt ihr dieses Video gesehen? Das ist heftig. Da wurde die so aufgenommen, wie dieser so voll am Rumschunkeln war, so, ne, das Leben am Genießen und voll am Trinken und so mit Hijab. Ne? Ich dachte so, bin ich im falschen Film oder was ist das hier? Ne? Unglaublich, ey. Unbelievable. Ja, die TikTok-Gemeinschaft, die kennt mich ja noch gar nicht so richtig. Also nicht
kennen mich sehr viele, aber die wissen ja gar nicht, dass ich hier seit Jahren so einen YouTube-Kanal habe, ne? Und Dr. Sheikh Abameli aufklärt. Wahnsinn, ne? 1:1, ich zeige euch das und zeige, wo man das alles findet, ne? Das ist das. Ich habe mich hingesetzt und bin dem Ganzen nachgegangen. Deswegen habe ich auch zigtausende von Muslimen ja so aufgeklärt und ihnen so geholfen, ne? Da entweder eine Entscheidung rauszutreffen oder auch eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Was ich euch immer ans Herz lege. Jesus Christus ist das beste Vorbild. Mit ihm an seiner Seite macht ihr nichts verkehrt. Mit ihm an eurer Seite macht ihr nichts verkehrt. Gott segne euch hier wundervoll. Ja. Also, guck mal, laut meiner Recherchen hast du mindestens einmal ein fremdes Telefon in München zum Telefonieren benutzt. Warum hast du da reingeschickt? Als ich das so gehört habe, laut meinen Recherchen hast du in München einmal ein fremdes Telefon benutzt. Worauf will der denn hinaus? Als ich dieses Video gesehen habe, ich dachte, ich war so richtig perplex. Ich so, hä? Fremdes Telefon benutzt? Wo ist das Problem? Was redet der da? Ist der irgendwie ein bisschen zu viel am Kochen gewesen? Hat er zu viel Knoblauch in diese in sein Essen getan? War das Essen, das er gebraten hat, so ein bisschen zu scharf oder was? Hä? What? Dr. Sheikh Abameli war direkt verwirrt. Ich so, hä? Ich glaube, ja. guck mal, wie ich das auch angehalten habe. Der Ibrahim, der denkt sich auch gerade, hä? What? Vielleicht habe ich das selbst von meiner Frau benutzt. Nein, meine Freundin ist. Also, laut meiner Ich habe das von einer Frau benutzt. Das ist wirklich. Das einmal. In eine Teestube, in ein Café, in ein Restaurant, ich weiß das nicht mehr, ich muss ihn nachhaken, reingegangen und hast nach einem Telefon gebeten zum Telefonieren. Hast du was hier gemerkt? Nein. Okay. Woher kommen denn deine Recherchen? Ich habe meine Recherche. Hast du was? Ich hab mich gefragt. Der hat seine Leute. Ich habe meine Recherche, das war Handmeldung. Ich habe welche, wie hätte ich jetzt so PIN-Code von meiner Bankkarte gegeben? Also, das gleiche. Diese Informationen sind 100%ig safe. Also, okay. Ich lege mir dafür meine Hand ins Feuer. Ich schwöre darauf, dass sie 100% stimmen. Okay, und was ist das Problem? Nein, ist kein Problem. Ich frage. Also, wenn ich jetzt mein Handy kein Akku hat. Also, ich mach's nicht. Wenn jetzt mein Handy kein Akku hat, ich kein Geld drauf habe, ich es verloren habe, was auch immer, dann darf ich nicht jetzt hier in den Laden reinkommen, den netten jungen Mann fragen, darf ich nicht telefonieren? Diese Konversation, die Fragen, die der Schau dem Ibrahim da stellt, die sind so krank irgendwie, ne? Kein Wunder, dass die Muslime auf den ausgeflippt sind. Die haben sich bestimmt gedacht, was fragst du denn da so komische Müllfragen da? Da haben die von oben bis unten beleidigt, ne? Ja, muss man zugeben, ne? Das sind ja Fragen, die überhaupt unnütz sind. Der hätte richtige Fragen stellen sollen. Der hätte einfach gute, richtige Fragen stellen sollen. Der hat sich nicht gut vorbereitet, das merkt man auch, ne? Ja, du stellst das so da, hast du was zu verbergen? Ja. Machst du deine Augenbrauen so auf, weißt du? Oder? Was hat das normal ist es für mich nicht. Laut meiner Recherchen, wie ich das mitbekommen habe, bist du in diesem Café, diese Gastronomie rein und hast nach dem Handy gefragt. Jetzt gerade, wir haben dich ja gerade begrüßt, du hast 2 Handys. Dann denke ich mir, was ist im Auto? Mach schon mal 3 Handys. Aber wenn 3 Handys Akku leer sind, das ist ja irgendwie ein bisschen. Ja, eins hat keine Karte, 2 haben keine Karte. Normalerweise nicht. Ja, ich weiß es aber. Einer hat nur eine Internetkarte, eins hat noch gar keine Karte und eins hat eine Telefonierkarte. Weil ich habe ein privates Handy und ein öffentliches Handy. Ja. Macht Sinn. Ja. Wie stellst du dir dein ideales Ergebnis deiner Arbeit vor? Mein ideales Ergebnis meiner Arbeit? Ja. Wallah, wir wünschen allen Leuten nur das Beste. Eine Sache kann ich dir sagen. Du kennst bestimmt einige Leute, die gestorben sind aus deinem Bekanntenkreis. Absolut. Allah alhamdulillah. Keiner von denen ist zurückgekommen, ja. Nachdem einmal im Grab war. Absolut. Deswegen, diese Leute, ob sie Gutes gemacht haben, Schlechtes gemacht haben, Allah alam, die wünschen sich jetzt nochmal hier zu sitzen, jetzt hier zu beten, jetzt hier gute Sachen zu tun. Ja, es gibt sehr viele Menschen, die tagtäglich in den Tod gehen und sie wünschten sich, dass sie nochmal auf diese Erde kommen, um eine Entscheidung zu treffen. Und wie ich euch immer wieder sage, setzt euch auseinander mit den Evangelien, lernt die Person Jesu Christi kennen. Ihr habt keinerlei Vergebung eurer Schuld, wenn ihr ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod geht. Ihr werdet zur Rechenschaft gezogen für all eure Taten, die ihr in eurem Leben begangen habt. Ihr werdet mit dem Berg, den ihr angehäuft habt in eurem Leben, und ihr habt sehr viel angehäuft. Ihr werdet also vor dem Herrn Jesus Christus gebracht und er wird euer Richter sein. Du hast aber hier die Möglichkeit, auf dieser Erde ihn als deinen Retter zu akzeptieren. Was ich dir natürlich empfehle.
Suche dir den Herrn Jesus Christus nicht als Richter aus. Suche ihn dir als Retter aus. Du hast jeden Tag, hast du die Möglichkeit, ne, du bist noch nicht tot, du schaust mir gerade zu. Jeden Tag hast du die Möglichkeit, die Person Jesu Christi kennenzulernen. Du hast die Möglichkeit, die Evangelien aufzuschlagen, die hier dir nicht verboten werden, weil wir in einem freien Land leben. Und du kannst nachschlagen und die Person kennenlernen, die Person Jesus Christus. Und schauen, was sie für dich getan hat. Versteht ihr? Es liegt also an uns, dass wir uns in Richtung Jesus Christus bewegen. Weil diese Welt geht zugrunde. Diese Welt geht so zugrunde, das glaubt ihr gar nicht. Und die Gefahr besteht dann auch, dass wir jeden Tag auch in die Ewigkeit gehen können. Ne? Und wir kehren dann nicht zurück, um eine Entscheidung zu treffen. Ich persönlich für mich habe eine Entscheidung getroffen, habe natürlich den Wahnsinn des Islams erkannt, habe diese ganzen Widersprüche gesehen und alles Mögliche und habe sofort gemerkt, dass die Kreuzigung, Auferstehung, Gottheit, Sohnschaft eindeutig belegbar ist durch die Bibel und die Bibel das authentischste Buch der Welt ist. Ne? Das kann aber jeder für sich selber nachforschen. Ihr braucht mir überhaupt nicht zu glauben. Das kann jeder für sich selber, unabhängig von meinen Worten, selber auf die Suche gehen und nachschlagen, ob die Bibel wirklich vertrauenswürdig ist. Dass jeder, der noch diese Chance in der Hand hat, was für sein Jenseits zu tun, dass er das macht, ob es ein Nicht-Muslim ist, dass er Islam annimmt, oder es jemand ist, der nicht regelmäßig betet, der Alkohol trinkt, was auch immer, dass er auf sein wahres Leben sich konzentriert. Weil wie Allah sagt, oder wie Allah es nennt, das richtige wahre Leben ist das Leben nach dem Tod. Hier bist du 100 Jahre, dort bist du ein Mensch. Sheikh Ibrahim, erklär mal den nicht wissenden Idioten Kuffar, was die Muslime in ihrem Himmelreich bekommen. Erzähl ihnen mal, dass Allah da so steht quasi und den Muslimen so diese Hurul Ain dann zur Verfügung stellt, deren Hintern nach Musnad Ahmad, Hadith 10511, deren Hintern so 1,6 Kilometer breit ist. Mach halt mal eine Khutbah darüber. Wäre ja nicht schlecht. Du kannst ja uns Abgeirrten, kannst ja erklären, was dich und deine muslimische Oma ja erwartet im Himmelreich. Du kannst ihnen also erklären, dass Allah du weißt schon was, wie eine Palme dick macht und der hinter dieser Hulis 1,6 Kilometer breit ist und die Muslime bis in alle Ewigkeiten damit beschäftigt sind, Jungfern zu zerfetzen. Erkläre ihnen das. Steh zu deiner Religion und sag, ja, ich stehe zu meiner Religion. Wenn Allah das so befiehlt und Allah das so gibt, dann erkläre ich euch das. Mal gucken, wie viele Menschen so dermaßen auf dem Boden liegen würden und anfangen würden, sich tot zu lachen. Ihr seid also damit beschäftigt, Jungfernhäutchen zu... Das ist schon hart, ne? Das ist schon sehr, sehr hart, wenn du das authentisch und ehrlich erklären müsstest, ne, was dich im Himmelreich erwartet. Ja, aber das machst du ja leider nicht. Ne? Du beantwortest beknackte Fragen, die irgendwie dein Social Media Scoring irgendwie total nach vorne pusht und ihr durch diese Fragen halt eine sehr, sehr große Anzahl an Aufrufen erreicht. Und mehr weiß ich nicht. Und das ist euer Ziel, halt immer so komische Sachen zu beantworten. Ganz kurze Fragen, die auch so unsinnig sind, damit die Leute halt da draufklicken und ihr dadurch eine größere Reichweite erreicht. Authentisches Islam ist das ja gar nicht. Das ist ja nichts. Das ist ja lächerlich eigentlich. Ne? Da muss man ja zugeben. Wenn deinem Herzen kommt, ehrlich spürst. Ehrlich. Ich muss dir aber auch leider sagen, wenn ich mir dein Content anschaue, bin ich meiner Religion sehr, sehr fern. Du bist doch auch so deiner Religion 50 Milliarden Lichtjahre entfernt. Du hast doch gar nichts mit dem Islam zu tun. Guck hier, du trägst die Marken der Kuffar. Das allein katapultiert dich schon raus aus dem Islam. Jordan? Du supportest Jordan, hä? Michael Jordan, ne? Wer die Kuffar nachahmt, sagt der Mohammed, er ist einer von ihnen. Und guck mal, wie Azazi aussieht, Ibrahim, und guck mal, wie du aussiehst. Wer scheint eher ein Muslim zu sein? Ich denke, dass er eher aussieht wie ein Muslim. Hä? Und du eher wie ein westlicher, nicht orientierter Buddhist, Hinduist, Christ, irgendwas, aber nichts mit Islam zu tun hast. Ne? Also fernab von seiner Religion.
weil du dich nicht damit auseinandergesetzt hast. Das ist das große Problem. Und du brauchst das nicht jetzt so persönlich zu nehmen, sondern musst sagen, ja, Ami hat recht. Also wenn Mohammed gesagt hat, dass wir nicht die Ungläubigen nachahmen sollen und ich auf einmal die Marken der Kuffar trage, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass Mohammed dich verurteilt deswegen. Warum trägt er denn nicht so? Ja gut, der Sheikh Ibrahim, oder der Ibrahim trägt ja auch die Wellenstein und supportet, der denkt so, wie ich euch das eben erklärt habe, der malt zwar dieses Kreuz weg, weil er völlig dieses Hass erfüllte ist, weil die das Kreuz nicht da drauf haben will, aber überleg nicht, dass der überhaupt diese Marke ja damit supportet. Irgendjemand hat das ja bezahlt. Mehrere hundert Euro kostet ja so eine Jacke. Ob der jetzt dieses Kreuz da so abmalt oder nicht, es bleibt trotzdem, dass ihr diese Marke supportet habt. Das ist unfassbar, Mann. Die machen sich überhaupt keine Gedanken. Null, null. Hier ist manchmal, denke ich, wirklich wünsche ich es mir vom Herzen, dass du die Art und Weise von deinem Content änderst oder bearbeitest. Ehrlich, weil das ist wirklich erschreckend. Wirklich erschreckend, weil guck mal, du hast ja selber gesehen, dass ein junger Mann seine Ausbildung abbricht, der steht jetzt im gesellschaftlichen Abseits. Ja, aber dafür kann er doch nichts, Charo. Als ich das Interview gesehen habe, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Als kann er was dafür, dass der seine Bäckerei-Ausbildung da abbricht. Er hätte ihn anrufen müssen und fragen, Sheikh Ibrahim, darf ich meine Bäckerei Ausbildung abbrechen? Und wenn er gesagt hätte, ja, und du hättest es mitbekommen, hättest du den verurteilen können. Aber doch nicht so. Dann war dieser Junge so dumm, einfach seine Bäckereiausbildung da wegzuwerfen. Das ist es. Der Junge war selber dumm, das Ganze zu machen. Was ist denn daran schlimm, in einer Bäckerei zu arbeiten? Wird dort Alkohol verkauft? Gar nicht. Das ist doch völlig in Ordnung. Kann ein Brot backen. Ist doch okay. Man merkt, dass er ihn so richtig hasst. Der Charo mag den Ibrahim nicht, weil er in seinem Hinterkopf hat, ich rede gerade mit einem Salafisten. Das ist die Auffassung von ihm. Der merkt ja gar nicht, dass der Ibrahim nur die Sunna von Mohammed etwas in die Tat umsetzt. Ne? Teile davon. Nicht alles, aber er versucht, so authentisch wie möglich rüberzukommen. Guck mal, er trägt die Uhr, guckt euch, seht euch das an, er trägt die Uhr auf der rechten Hand, weil er sich unterscheiden will von den Kuffaren. Ihr seht ja, die gesamte Welt trägt die Uhr auf der linken Seite. Er versucht aber, den Kuffar nicht ähnlich zu sein und trägt seine Uhr auf der rechten Seite. Das müsst ihr mal gucken, das müsst ihr mal beobachten bei Muslimen. Sie tragen die Uhr an der rechten Hand, nicht an der linken. Ja, das ist das. Und der Charo, der hat sich leider nicht mit seiner Religion befasst, sonst würde er solche Aussagen ja nicht tätigen. Sonst würde er sagen, oh mein Gott, meine Religion, der ich angehöre, der ich hineingeboren wurde, ist ja vollkommen heftig und gar nicht zu vereinbaren mit dem, mit meinen Werten, die ich so vertrete. Ne? Das ist das Problem. Was kann alles passieren? Da könnte irgendwelche ekelhafte radikalen Finger reinkommen, der könnte ins Milieu reinraten. Also es sind nicht schöne Dinge. Weißt du, ich meine, die leider aufgrund deiner Arbeit zurückzukürzen. Deswegen wünsche ich es mir vom Herzen. Jetzt hast du das letzte Mal. Ich sage was dazu, aber nicht ausschneiden, ja? Nein, bitte. Die erste Sache, Bruder, das ist deine persönliche Meinung, aber die meisten Leute auf der Straße, die weiter weg von Allah waren, die kommen zu mir und sagen, durch deinen Content praktizieren wir Islam. Und wie viele Leute bei uns haben bis zu 10 Leute am Tag Islam angenommen, über unsere Seite. Weißt du, wie ich meine? Und Bruder, und wie du gesehen hast, die Shababs auch, die begrüßen uns auf der Straße. Weißt du, ich meine, in der Moschee, die sollen dann irgendwann alle Verschlüsselung. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, du sagst mir jetzt, durch meinen Content hat er seine Bäckereiausbildung abgebrochen. Und dann machst du Videos mit Rappern und durch die Rapper, ja, in Deutschland, durch die Musik, die Leute finden es cool. Du. Der hat absolut recht. Der Ibrahim hat hier absolut recht. Der Charo macht Videos mit so Rappern, die andere muslimische Jugendliche zu einem unheiligen Leben verführen. Rap-Texte fernab von jeglicher Realität sind, die ultra schlimm sind. Und da macht der Charo natürlich dann Interviews mit ihnen. Ne? Das ist ja klar, er ist ein Opportunist. Er möchte die Reichweite dieser Rapper nutzen, um nach vorne zu kommen. Das ist ganz klar. Opportunistisches Verhalten. Ja, er sieht also, dass diese Rapper, beispielsweise wenn Arafat in sein Beast Kitchen kommt, Arafat ist eine Persönlichkeit, ganz Deutschland kennt ihn ja. Und wenn er zum Beispiel bei Charo in diese Beast Kitchen kommt, dann hat das natürlich Ausdruck, verleiht dem Ganzen das. Und da darf er sich eigentlich freuen. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum dieses ganze Streit hin und her, eigentlich müsste er ihm doch danken dafür, dass Arafat da bei ihm in diese Beast Kitchen reingekommen ist. Er hat ihm natürlich eine Plattform geboten. Ja? Wie gesagt, Arafat ist ja so eine Persönlichkeit und viele Menschen hier unter den Muslimen, auch allgemein Menschen, respektieren ihn als eine respektable Person.
So, und der stellt sich dorthin in seinem Beast Kitchen da und dann kochen die zusammen und reden über einige Themen. Ja, ohne diese Leute würde der Charo auch gar nicht diese Aufmerksamkeit genießen. Das muss man auch zugeben. Da muss man ehrlich sein, Charo, dass du opportunistisch unterwegs bist und auch deine Agenda verfolgt hast. Muss man ehrlich sein. Muss man sagen, ja, ich habe gesehen, dass diese Leute eine unfassbar große Community haben und sehr viel was zu sagen haben und auch Gefolgschaft haben. Und das nutzen wir dann auch, um meinen Kanal halt größer zu machen. Und meinen TikTok-Account hast du nicht gesehen. So ist das. Opportunistisches Verhalten. Eigentlich musstest du, wie ich gesagt habe, eigentlich müsstest du den Arafat ja danken und den ganzen anderen. Aber der schießt ja gegen ihn und so. Aber das ist ein anderes Thema. Wir müssen die untereinander klären. Dr. Schildhauer, mir wollte noch mal ein bisschen was dazu sagen. Leute zu vergewaltigen, Leute wegen irgendwelchen Sachen abzuknallen. Und denen hast du das nicht so. Die hast du nicht an den Frage gestellt, wie du sagen würdest. Weißt du, was ich meine? Ja, hat er recht. Die hat der Charo nicht angeprangert. Aber weil der Ibrahim seine Religion ein wenig ernst nimmt, ernster als diese ganzen Euro-Muslime, das mag der Charo natürlich nicht und betitelt ihn als Salafisten. Genau wie Pierre Vogel. Genau wie Abu Bara und diese ganzen anderen. Obwohl es ja keine Salafisten sind. Die möchten Allah und seinen Gesandten gefallen, aber lehnen auch gewisse Teile des Islams ab und haben Angst, hier in Deutschland die Wahrheit über den Islam zu sagen. Und verstellen ihre Gesichter nach Sure 3, Vers 28. Und das dürfen die auch, ne? Die praktizieren die Taqiyya, die Täuschung im Islam. Al-Ma'arid heißt das im Ganzen. Okay. Deswegen, welches Content jetzt die Leute mehr vom Islam wegbringt, ich weiß nicht, das musst du halt dann mal, sagen wir mal. Beide gemeinsam nach Mekka und eine Fatwa holen vom Polizisten. Ja, das können wir auch, ja. Was er noch sagt, können wir da in Mekka eine Fatwa holen, damit wir die Bestätigung haben. Was meinst du, wenn die eine Fatwa holen, was mit dir dann so geschieht? Wenn du so muslimische Rapper so supportest und alles Mögliche. Du supportest also Fitna und dass die muslimische Community sich diesen Unsinn anhört von diesem Rapper. Ganz einfache Kiste. Und wenn du sowas supportest und dich gegen die Religion entscheidest, obwohl der Mohammed gesagt hat, dass Musik haram ist, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es eines Tages Muslime gibt, die aufstehen und dich zur Rechenschaft ziehen. Alles gut. Zu meinen Künstlern, ich hatte vor kurzem das Fernsehen bei mir zu Hause gehabt, die haben mir auch die Frage gestellt, wie kannst du das vereinbaren, dass ich die Künstler bei mir habe und ich mache. Immer ganz klar stelle ich meinen Standpunkt klar, was ich von der Sache halte. Wenn ich jetzt diesen Menschen, die eh irgendwo schon ein bisschen verloren sind, auch nochmal den Rücken kehre. Nein, nein, das ist eine blöde Ausrede. Du bist ein Opportunist, ganz einfach, und springst auf den Zug, wo die ganzen Leute ultra viele Follower haben und die versuchst du in deine Show einzuladen, damit sehr viele Klicks reinkommen. Verstehst du? Ein Opportunist, mehr ist das gar nicht. Und du möchtest das nicht zugeben. Wärst du ehrlich jetzt gesagt, ich bin Opportunist. Ich sehe also, dass andere Leute voll erfolgreich sind und versuche sie für meine Agenda zu gewinnen und versuche auch meinen Kanal nach vorne zu pushen. Dann wärst du ehrlich, hätte man gesagt, Respekt. Er sagt wenigstens die Wahrheit. Aber so hinter der Blume, so alles, man merkt das doch. Und die Muslime sind halt ausgeflippt. Sie sind doch nicht dumm. Die Muslime sind doch nicht dämlich, was du da sagst. Der will so die Muslime so für dumm verkaufen. Das ist heftig, ey. Also einige namenhafte Rapper haben, die kenne ich auch persönlich, die waren hierzu zum Beispiel. Ja. Maschallah, sehr schön. Ja. Sehr schön. Also. Aber auch nochmal, um auf deine Sache zurückzukommen, ja. Du sagst, du kriegst viel positiven Zuspruch. Das sieht man, was man aber auch nicht sieht, die viele verbrannte Erde. Und glaub mir, ich sag's dir als Glaubensbrüder und vom Herzen, ja, es ist nicht an den Prangerstellen oder nicht in einer Ecke so da, da. Dieses Format geht darum, dass wir uns irgendwie alle ein bisschen näher kommen. Ja, sei es eine militante Veganerin, sei es ein behämmerter Nazi oder ein Scheich, der ein bisschen anders denkt. Versuche ich, dass wir uns alle ein bisschen näher kommen. Und leider, ich habe mich jetzt wieder unter den Faden verloren. Ich finde, wie gesagt, dein Content, wenn ich da drauf blicke, sehe ich mich sehr fern vom Islam. Du siehst dich fern vom Islam? Dein Content sehe ich sehr fern. Es erschreckt ab. Es erschreckt wirklich sehr, sehr. Und das ist deine persönliche Meinung? Meine persönliche Einschätzung. Ja, natürlich, klar. Wenn beispielsweise er so sieht, dass du so Fragen beantwortest, wie darf man in Schweinfurt leben oder einfach so voll die beknackten Fragen beantwortest, natürlich kommt er auf den Gedanken und sagt, was ist das für ein Typ? Man erwartet schon eine gewisse Ernsthaftigkeit, ne, wenn du über den Dien sprichst. Und wenn du auf einmal mit so lächerlichen Fragen um die Ecke kommst, natürlich macht das Muslime so stutzig und sagt, was ist das für ein Typ?
Warum beantwortet er sowas? Warum zieht er den Dien so ins Lächerliche? Ja? Dann diese Fragen musst du dir gefallen lassen, Ibrahim, wenn du so blöde Fragen für deinen Content benutzt. Das ist ganz einfach. Da muss man auch wieder hier Scharo recht geben. Wenn du also der Meinung bist, solche blödsinnigen Fragen zu beantworten und das so, so lustig darzustellen und sowas und nicht ernst bleibst in denen. Natürlich haben die Muslime erheblichen Zweifel und sagen, was ist das für eine Katastrophe, Mann? Musst du dir gefallen lassen, diese Fragen. Verstehst du? Damals nicht. Ich habe mich mit sehr, sehr vielen Menschen über den Islam unterhalten. Ah, jetzt kommt dieser Tristan. Komm. Versucht, den Islam näher zu bringen. Das Schlimmste ist, der Scharo weiß ja gar nicht, dass er mit ihm abhängen darf. Also Tristan, du kannst ja die ganzen Beweise, die ich hier gebracht habe, dem Scharo ja zeigen und sagen, was ist das für eine Religion? Wie, du darfst nicht mit mir abhängen, es gibt überhaupt gar keinen... Keine Möglichkeit, mich als deinen Freund zu nehmen. Ja, wie, hä? Warum bist du da noch Muslim? Du bist doch raus aus dem Islam. Allah hat dir gesagt, dass du, wenn du mich zu deinem Freund nimmst, dann hast du gar nichts mit Allah zu tun. Du bist doch ein Andersgläubiger, du bist doch kein Muslim. Wie kann also der Scharo nach seiner Religion mit dir überhaupt abhängen? Das ist doch unmöglich, das geht nicht. Und ich vertrete die Meinung der Mehrheit der Muslime. Also nicht Dr. Sheikh Abu Amir anmachen, sondern die Schriften des Islams anmachen. Ganz einfache Kiste, oder? TikTok. Das ist TikTok. Ich hoffe, wir haben schon die Millionen erreicht, oder was? Ne? Das ist heftig, wie die da drauf tippen können, damit man in so Ranglisten kommt. Und so. Das ist Wahnsinn. Ja, wie gesagt, vorgestern oder was, waren wir bei 1,3 Millionen, also so, wo die ganzen großen TikToker da sind, ne, mit diesen ganzen Likes. Unfassbar. Dankeschön an alle, die das Ganze auch verbreiten und mitwirken. Ne? Ja, weil es wirkt so nach außen. Vielleicht ist das nicht dein Ziel, aber es wirkt so, als würdest du den Islam darauf beschränken, was darf man und was darf man nicht. Ja, aber darauf basiert doch der Islam. Haram und Halal. Verboten und erlaubt. Ja, das ist das, wenn man mit blödsinnigen Fragen um die Ecke kommt. Der Islam basiert ja darauf. Was ist erlaubt, was ist verboten? Und dann kommt dieser Tristan mit solchen noch schlimmeren Fragen wie der Scharo um die Ecke. Der Islam basiert darauf, dass man Gelehrte fragt, was ist erlaubt und was ist verboten. Das ist im Islam so. Diese Leute haben sich null vorbereitet und sind mit ihm in ein Gespräch gegangen. Ja, was... haben sich blamiert, der hat sich auch ein bisschen blamiert, so komisch, richtig dumm. Ohne euch nahe zu treten, aber ihr hättet euch besser vorbereiten müssen. Ne? Ihr hättet natürlich richtige Fragen stellen sollen. Der Islam basiert darauf, dass man Gelehrte fragt, was im Islam haram ist und was im Islam halal ist. Was im Islam verpönt ist, makruh. Und da gibt es noch andere Begriffe. Ne? Und da fragt man einen Geistlichen, ne? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Was darf ich, wie kann ich handeln in gewissen Situationen? Die Muslime möchten ja wissen, wie sie in gewissen Situationen handeln sollen. Ist doch selbstverständlich. Und darauf basiert die Religion des Islams. Annehmen, weißt du? Das ist eine schöne Aussage auf jeden Fall. Aber wir haben ja verschiedene, wie du auch verschiedene Formate hast, wir haben auch verschiedene Formate. Ja. Ich habe auch ganz andere Sachen. Also die meisten meiner Vorträge, das sind ja einstündige Vorträge, wo es um gewisse Themen geht. Aber das war halt ein Motiv, sagen wir mal, was der Bruder hier aufgezogen hat für TikTok, wo das noch, weiß noch eine Minute ging. Fragen, Antworten, was ist Haram, was ist Halal? Mhm. Weil, wie die Gelehrten sagen, Likulli Maqamin Maqal, verstehst du das auf Arabisch? Mhm. Also für jeden Platz gibt es eine gewisse passende Aussage. Das heißt, TikTok ist nicht der Ort, wo man eine Stunde lang über tiefgründige Themen redet. TikTok ist einer, der möchte jetzt wissen, hey Leute, ist diese Schweinfurt... Warum gehst du dann bitte auf Schweinfurt? Warum gehst du dann auf Schweinfurt? Dann hat der Schaube absolut recht. Siehst du, wie lächerlich das kam? Die ganze muslimische Umma hat sich natürlich gedacht, du warst ja nicht mehr alle. Wie kannst du denn so eine Frage überhaupt beantworten? Auch wenn du dadurch so eine Reichweite generieren wolltest. Das ist so Wahnsinn. Du setzt damit Reichweite über deinen Dien. Verstehst du? Die Ernsthaftigkeit im Islam. Das ist ja Wahnsinn. Das ist das Problem, weil er selber noch jung ist, der Ibrahim, möchte er so ein bisschen cool wirken, weißt du? Und das kriegt dann auch der Islam dann auch ab. Und das ist das Problem. Er ist erst 27 oder 28. Ja? Du musst mich Abi nennen. Ich bin 10 Jahre älter als du. Sheikh Ibrahim, du musst mich Abi nennen. Abi.
mal gut oder gesund oder ungesund. Dann sagst du, nein Leute, das ist ungesund oder das ist gesund. Aber ein anderer, der will eine halbe Stunde Coaching über Ernährung haben. Wisst ihr, was ich meine? Das kommt auf das Format drauf an. Kommt wenn drauf ich als Muslim, deine Frage sehe, darf man in Schweinfurt leben? Schweinfurt leben? Ist in Schala nicht verboten. Ist in Schala nicht verboten? Guck mal, was der da macht, der Ibrahim. Darf man in Schweinfurt leben? Ist in Schala nicht verboten. Das ist so abgefahren. Ne? Das ist so abgefahren. Was meint ihr, was der islamische Staat mit ihm macht? Das ist kaum auszuhalten. Was meinst du, was die Mujahideen des islamischen Staates mit Ibrahim machen? Warte mal ab, wenn du deine Religion zu spüren bekommst, Ibrahim. Da kannst du nochmal an diese Worte denken, darf man in Schweinfurt leben. Unglaublich. Unglaublich. Siehst du, der Schabbat hat das natürlich genommen und hat dich natürlich damit konfrontiert. Du hättest das niemals machen sollen. Nicht auf den Kosten deines Dienstes. Das soll dir bewusst sein. Du, als Scheich, ja, der sitzt und du auf diese Frage ernsthaft eins. Ich pack mich im Kopf. Das ist sehr auf jeden Fall. Aber das ist von ungefähr 10.000 Videos, haben wir so 20, 30 Videos. Das sind leider aber die Videos, die wir reingehen. Also es sind auch viele andere, die wir reingehen. Aber genauso ist der Ibrahim auch opportunistisch. Also er weiß, dass solche Fragen natürlich viral gehen könnten und stellt seine Lächerlichkeit der Frage über seinen Dien, der Ernsthaftigkeit. Und das ist natürlich für einige Muslime ein No-Go. Ne? Egal, ob du damit viral gehst oder nicht, das sollte im Islam ein No-Go sein. Und das wissen ganz viele Muslime, die ihre Religion ernst nehmen. Ne? Das wisst ihr natürlich auch. Ne? Und deswegen hat er auch übelsten Dings bekommen, der Shitstorm. Dr. Sheikh Abu Amir verteidigt sowohl ihn als zerbombt ihn auch und verteidigt den Schauer und zerbombt ihn auch. Ne? Ich wollte den Titel auch so nennen, aber es ging leider nicht, ne? Weil der Titel irgendwie zu lang war. Okay. Also, das war eben dafür da, um auch Leute aufmerksam zu machen, die vielleicht nicht so ganz sind. Wahnsinn, wie viele Leute gerade da zugucken. Das ist Hammer. Danke von ganzem Herzen an jeden, der hier zuguckt und das ganze Teil nach vorne bringt und Dr. Sheikh Abu Amir auch unterstützt an seinem Geburtstag. Ich hab euch auch was geschenkt. Ich schenke euch was und ich schenke Dr. Amir Liebe und teilen und machen und tun. Und es hat geklappt. Wie gesagt, viele Leute haben Islam angenommen, viele Leute sind zum Islam zurückgekommen. Und das ist das Ziel. Weil ich meine, ob ich persönlich jetzt diese Fragen so gut finde oder nicht, das ist wieder eine andere Sache. Also ich meine, das ist ja nicht nur alleine ich, der diesen Kanal verwaltet oder der Kopf davon ist. Mhm. Ja. Ich fand diese Fragen zum Beispiel wie du nicht so gut. Weißt du, ich meine, aber wenn der das aus Marketing-Sicht sagt, das ist besser, damit Leute zum Islam kommen oder zu der Islam. Du hättest sofort reingrätschen müssen, ne, weil die dann den Dien ja nicht ernst nehmen, ne, wenn du schon solche Fragen beantwortest. Die sehen ja nicht die Ernsthaftigkeit dann im Islam. Das ist das Problem. Sie kommen also halbherzig in den Islam rein. Man spricht zwar die Schahade aus, aber im Herzen fühlt man das nicht ganz. Und das haben sehr viele. Sie beschäftigen sich eine Zeit lang mit dem Islam und dann merken sie, dass das auch Quatsch ist. Dann treten sie alle aus. Sehr vielen ist das ja passiert. Sehr, sehr vielen. Die haben zwar eine Gemeinschaft gesucht und versucht, irgendwo Halt in dieser Gesellschaft zu bekommen. Und merken aber, dass es auch unter den Muslimen sehr viele gibt, die dann versuchen, andere Muslime Gehirnwäsche zu verpassen. Und sobald das bei den Konvertiten ankommt, dass jemand versucht, Gehirnwäsche mit dem anderen zu machen und ihn überredet zu anderen komischen Sachen, dann verlassen die am meisten das schon. Ne? Verlassen die meisten den Islam. Eigentlich nichts mit Islam zu tun haben. Da stelle ich meine eigenen Ansichten, meine eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurück. Manchmal kriegst du nicht alles. Auf jeden Fall. Ganz klar. Manchmal sind Klicks nicht alles. Siehst du, du hast die Klicks über dein Ding gestellt. Und das ist natürlich schrecklich für einige Muslime. Ne? Sehr, sehr schrecklich. Das kann man auch nachvollziehen. Ich bedanke mich für das Dialog. Ja, ich habe dir meine Wünsche geäußert. Was aus der Zukunft wird, schauen wir nochmal. Euch bedanke ich heute fürs Zuschauen. Lass uns. Ja, für die Zukunft sieht überhaupt nicht rosig aus. Weder für dich, Charo, und weder für ihn. Weil wenn die wahren Muslime des islamischen Staates irgendwann mal hier losbrettern und euch zeigen, was Islam ist, dann dürft ihr euch warm anziehen.
Habe ich euch ja gesagt, die sind ja hier in Deutschland. Sie haben also in euren Khutbas mitbekommen, wie ihr über den Islamischen Staat so redet, wie ihr über die Soldaten des Islamischen Staates redet, die bereit sind, ihr Leben und ihr Hab und Gut und Blut für aller Sache einzusetzen und ihr aber nicht und ihr diese Leute halt kritisiert und fertig macht, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass ihr auch sogenannte Angriffsziele seid. So ist das. Es gibt also für euch auch niemals Ruhe vor dem Islam. Lasst euch das gesagt sein. Hört auf meine Worte. Eure eigene Religion wird euch zum Verhängnis werden. So ist das. Hören wir noch weiter. Bitte, Liebe da, wir haben immer herausgefunden, dass 75% unserer Zuschauer unsere Channel nicht abonniert haben. Wir bräuchten da eine tatkräftige Unterstützung. Es kostet euch nichts. Macht bitte das Abo weg. Bis zum nächsten Mal. Macht bitte das Abo weg. Leute, also ich habe gemerkt, dass 80% meiner Zuschauer noch nicht das Plus weggemacht haben und nicht abonniert haben und die Glocke angemacht haben. Also wenn ihr das jetzt wollt, ne, könnt ihr das auch machen. Ne? Ich sage dazu nichts mehr. Leute, okay. Ich möchte euch eine Begebenheit zeigen. In Matthäus 4, Kapitel 4, Vers 1. Ich möchte euch die Begebenheit zwischen dem Teufel, der Jesus Christus versucht hat, näher zu bringen. Guck mal hier. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete, Herr Jesus, sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Guck mal, wie der Teufel immer wieder versucht, den Herrn Jesus Christus zu verführen, aber er lässt sich nicht verführen. Guck mal hier. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und vor mich anbetest. Genau wie die Stars, ne? Ihr wisst ja. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm, dem Sohn Gottes. Ihr seht also, dass der Herr Jesus Christus dreimal vom Teufel versucht wurde und der Teufel keinerlei Macht über den Sohn Gottes hatte. Pass mal auf. Wir lesen im Koran, in Sure 15 ab Vers 34, schlagt das mit mir auf, wenn ihr den Koran habt. Sure 15, Vers 34, hier ist das Gespräch zwischen Allah und dem Teufel. Gott sprach, hinaus, denn von hier, denn wahrlich, du bist verworfen, der Satan. Fluch soll auf dir sein, bis zum Tag des Gerichts, dem Satan. Lanatullah, ne, sagen die mal, möge Allahs Fluch auf ihm sein. Er sprach, mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zum Tage, an dem sie auferweckt werden. Gott sprach, du bist unter denen, die Aufschub erlangen, also den Satan Aufschub gegeben. Bis zum Tage der bestimmten Zeit. Jetzt pass auf, der Shaitan antwortet, er antwortete, mein Herr, da du mich als verloren erklärt hast, will ich ihnen wahrlich das Böse auf Erden herausschmücken und wahrlich, ich will sie alle irreleiten. Achtung, bis auf deine erwählten Diener unter ihnen. Gott sprach, dies ist ein gerader Weg zu mir. Für wahr, du sollst keine Macht haben über meine Diener, bis auf jene der Verführten, die dir folgen. Also der Satan soll nur Macht über Leute haben, die abgeirrt sind und die Verführten, also die nicht zum Allah gehören. Achtung. Guck mal, was Mohammed passiert ist. Abdullah ibn Mas'ud berichtete, dass der Gesandte Allah sagte, es gibt niemanden unter euch, bei dem nicht ein Anhängsel unter den Dschinn Teufel ist. Sie, die Gefährten, sagten, Allahs Gesandter, auch mit euch? Daraufhin sagte er, der Mohammed, ja, aber Allah hilft mir gegen ihn. Und so bin ich sicher vor seiner Hand. Und er befiehlt mir nur zum Guten. Also der Teufel, den Mohammed immer besucht, befiehlt ihm nur Gutes. Guckt euch bitte das an. Wo finden wir das? Und das ist das, wie der Teufel Mohammed reingelegt hat. Guck mal hier, Sahih Muslim 2814a. Sahih Muslim 2814a. Und weiter heißt es,
narrated Aisha, magic was worked on Allah's messenger so that he used to think that he had sexual relations with his wives while actually had not. That is the hardest kind of magic as it has such an effect. Then one day he said, "Oh Aisha, do you know that Allah has instructed me concerning the matter I asked him about? Two men came to me and one of them sat near my head and other sat near my feet. The one near my head asked the other, what is wrong with this man?" Also diese zwei Leute gucken Muhammad an, einer steht an seinem Fuß, einer steht an seinem Kopf, gucken ihn an und sagen, was stimmt mit dem Mann nicht? Also der war voll unter schwarzer Magie. Guckt euch das bitte an. Er dachte, dass er mit seinen Frauen Verkehr hat, aber obwohl das nicht stimmt. Der hat sich das nur eingebildet, er lebte in Illusionen. Sahih al-Bukhari 5765. Guck mal, die Muslime folgen jemandem, der in Illusion gelebt hat, der nicht Herr seiner Sinne war. Guck mal hier, Satan hatte Macht über ihn. Pass mal auf. Und Sure 22, Vers 52. Und wir schickten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, dem, wenn er etwas wünschte, Satan seinen Wunsch nicht durchkreuzte. Doch Allah macht zunichte, was Satan unternimmt. Dann setzt Allah seine Zeichen und Allah ist allwissend, allweise. Ihr Lieben, ihr müsst den Tafsir von Al-Jalalain aufschlagen. Guck mal hier. Wie ist der Vers zu verstehen? Was ist hier passiert? Guck mal, der Mohammed hat satanische Verse bekommen, hat sie rezitiert und hat Schirk begangen. Eine Sache, die Allah ihm niemals vergibt. Guckt euch das bitte an. Wo sind wir hier? Auf altafsir.com. Das könnt ihr auch machen. Ihr geht zu Sure 22 Al-Hajj, der Vers Nummer 52 und dann gebt ihr hier Tafsir Al-Jalalain und dann geht ihr auf Display. Und das Ganze, und das steht hier, und wir haben euch keinen Boten Rasul gesandt, das ist ein Prophet, dem befohlen wurde, eine Botschaft zu überbringen. Oder dem Propheten Nabi, einem, dem nicht befohlen wurde, irgendetwas zu überbringen. Sondern, dass er die Schrift rezitierte, Satan in seiner Rezitation warf. Was nicht aus dem Koran ist, sondern was derjenige, zu denen er, der Prophet gesandt worden war, gefallen wird. Und jetzt pass auf. Der Prophet hatte während einer Versammlung der Männer der Quraysh die folgenden Verse aus Surat al-Najm rezitiert. Haben sie Allat Al-Uzza und in Betracht gezogen und Manat, der dritte, Sure 53, Vers 19 bis 20, fügt er hinzu, als Satan sie auf seine Zunge warf. Satan wirft Koran-Verse in Mohammed seinen Mund und er rezitiert das auch noch und kann den Unterschied nicht fassen. Guckt euch das bitte an, zwischen den Versen von Allah und den Versen von Satan. Und als Satan sie auf seine Zunge warf, ohne dass sein Prophet es bemerkte, die folgenden Worte, guck mal, was Mohammed jetzt gesprochen hat. Das sind die hochfliegenden Kraniche, Al-Ananik, Al-Ulla. Und in der Tat ist ihre Fürsprache zu erhoffen. Er hat die Schirk begangen, der Mohammed. Imam As-Suyuti sagt, Mohammed hat satanische Verse in seinen Mund bekommen und hat sie auch rezitiert. Und hat gesagt, man darf Fürsprache bei Allat, Al-Uzza und Manat machen. Die Quraysh waren so begeistert, dass sie mit Allahs Gesandten diese ganzen Götzen angebetet haben. Guck mal hier. Das sind die hochfliegenden Kraniche und in der Tat ist ihre Fürsprache zu erhoffen. Und so waren sie, die Männer der Quraysh, dadurch entzückt. Siehst du, das hat ihnen gefallen, was Mohammed da über ihre Götter sagt. Das ist die größte Katastrophe. Ihr schwebt in allergrößter Gefahr. Er hat in Illusion gelebt, hat von Teufeln nur gute Sachen angeblich gepredigt bekommen und Satan hat die Möglichkeit, Verse in seinen Mund zu werfen. Und er kennt den Unterschied zwischen koranischen Versen und satanischen Versen nicht. Achtung! Und so waren sie, die Männer der Quraysh, dadurch entzückt. Gabriel jedoch teilte ihm später den Propheten mit, dass Satan ihn auf die Zunge geworfen hatte. Und er war darüber betrübt. Also Mohammed wurde traurig, wurde aber später mit diesen folgenden Versen getröstet, damit er sich Gottes Wohlgefallen sicher sein könne, woran Gott alles aufhebt, was Satan gewirkt hatte. Dann bestätigt Gott seine Offenbarung und Gott ist weise, weiß, dass Satan das, was erwähnt wurde, weise in seinem Befehl, Satan zu befähigen, solche Dinge zu tun, denn er tut, was immer er will. Unfassbar, ne, ihr Lieben? Die Muslime folgen Mohammed, der irgendwie von einem Teufel nur angeblich gute Sachen gepredigt bekommt, der in Illusion gelebt hat, sich vorgestellt hat, mit seinen Frauen zu machen. Und das Schlimmste ist, der Koran sagt, Satan hat nur Macht über die Abgeirrten, die dir folgen. Guck mal hier, wie ich euch das gerade eben gezeigt habe. Das Gespräch zwischen Allah und Satan. Für wahr, du sollst keine Macht haben über meine Diener, bis auf jene der Verführten, die dir folgen. Merkt ihr, was hier los ist? Merkt ihr, warum die Muslime weltweit den Islam verlassen, zu zigtausenden? Sie haben Angst, Mohammed blind zu folgen. Das soll euch ganz bewusst sein, wem ihr da folgt, wenn ihr folgt Mohammed blind.
Das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. So sage ich euch. Wo sind wir hier? Hebräer 9, 28. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ihr Lieben, euch muss bewusst sein, eines Tages werden sich eure Augen schließen und ihr kommt nicht mehr zurück. Ihr kommt nicht mehr zurück auf die Erde, Buße zu tun, ihr Lieben. Heute noch, sage ich dir, geh, schließ dich in dein Kämmerlein ein und beuge deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus und gebe dein Leben ihm hin. Bereue deine Schuld. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Wir, die wir die ganze Zeit auf den Herrn Jesus Christus warten, und er kommt, er wird kommen. Die Bibel wird sich vor unseren Augen erfüllen und die erfüllt sich gerade vor unseren Augen. Und so spricht der Herr zu uns allen. Wo sind wir hier? Matthäus 11, 28. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welcher der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken, Ruhe schenken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jeder von euch, der mir gerade zuhört, hat die Möglichkeit, heute Nacht auf die Knie zu gehen und Jesus Christus in sein Herz zu lassen und von Neuem geboren zu werden. Herr Jesus Christus, ich bitte dich von ganzem Herzen, komm in mein Herz rein, ich möchte Vergebung meiner Schuld haben. Bitte vergebe mir alles, was ich in meinem Leben angehäuft habe und komm in mein Herz und mach aus mir eine neue Kreatur. Bete zum Herrn Jesus Christus. Wie lange sind wir jetzt schon online? 3 Stunden. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir zugehört habt. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr das geteilt habt und wir dadurch sehr viele Menschen erreichen konnten. Ihr Muslime schwebt in allergrößter Gefahr, wenn ihr mit dem Islam in den Tod geht. Denn, euer Prophet, den ihr Prophet nennt, war verhext, hat satanische Verse in den Mund bekommen und wurde durch Satan verführt. Und ihr folgt ihm blind. Und das ist das große Problem, das wir haben. Versteht ihr jetzt, warum sehr viele Menschen auf der gesamten Welt erheblichen Zweifel am Islam haben? Versteht ihr das jetzt? Ich hoffe natürlich, dass einige Herzen aufgehen und dass eure Augen und euer Herz das Ganze erkennen. Sowohl die Augen, als auch, dass ihr mit eurem Herzen seht. So, ich danke euch von ganzem Herzen, die Wundervollen. Dankeschön für alles, was ihr gemacht habt, da reingeschmissen habt, geteilt habt und alles. Ich gucke mir das Ganze jetzt nochmal an hier. Ja, wir sind bei 757. Dankeschön für die ganzen Likes, ihr Wundervollen. Dr. Sheikh Abu Amir hat... Ich hoffe, ich konnte euch ein gutes Geschenk machen zu meinem Geburtstag. Und ich wünsche euch alles Gute, euren Familien. Mögen die Augen des einen oder anderen aufgehen. Möge der Jesus Christus euch segnen, euch und eure Familien. Und euch Ruhe und Kraft geben, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Ich wünsche euch alles Gute, bis morgen oder vielleicht bis später. Mal gucken, je nachdem, wie ich lustig bin. So, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zugucken. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und wir sehen uns. So.